Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht dieses Video verpassen wollt, dann guckt bis zum Ende und los geht's. Alter Schwede, sieht das Haus hier heftig aus, Leute. Wer ist das denn jetzt? Die kenne ich, glaube ich, gar nicht, oder? Leute, wer ist das? Hallo? Wer bist du? Sarah. Hallo allerseits. Ihr seid endlich angekommen, sagt sie. Oh ja. Das sind wir auf jeden Fall, Sarah. Hallo, wie geht's dir? Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, Sie alle in der neuen Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Oh, das ist aber cool. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was erleben werden. So, sie sagt, gehen wir rein. Okay, es ist kalt hier draußen. Alter, sieht das cool aus. Hier vorne habe ich zum Beispiel auch noch so ein Fernseher. Warte mal, können wir jetzt hier draufklicken? Und dann, ah, guck mal hier, wir können draufklicken und können wir den Fernsehkanal wechseln. Wie cool. Und hier, warte, was ist das jetzt hier? Ist das ein Fahrstuhl, Leute? Können wir da drauf drücken? Ja, anscheinend gerade noch nicht. Mal gucken, was hier noch so um die Ecke ist. Die anderen sind ja eher so hier um die Ecke gegangen. Wer möchte Fußball spielen? Ich möchte Fußball spielen, Leute. Ich möchte Fußball spielen. Hier, ich. So, bitte lass mich Fußball spielen. Princess Rosie sagt, ich mache. Ja, ich möchte aber auch Fußball spielen, Leute. Einer sagt noch hier, ja, okay. Ja, ich möchte auch, bitte. Sie sagt, okay. Wir weisen sie einigen Teams zu. Okay, gut. Ich hoffe, ich bin Team Rot, Leute. Ich habe ja schon einen roten Pullover an. Wäre komisch, wenn ich denn Team Blau bin. Also hier, ich habe ganz schnell Rot ausgewählt, Leute. Wollen wir hoffen, dass ich jetzt auch Team Rot werde. Und irgendwie sind wir gerade gar nicht mehr so viele, ne? Oder sind die einfach die anderen irgendwo gerade im Raum oder so verteilt? Ne, wir sind gerade nur 5 Leute. Na gut, okay. Sarah sagt auf jeden Fall bereit. So, Leute, wir können jetzt einfach Fußball gegeneinander spielen. Aha, wie cool ist das denn? Einstellen und pass auf. Gehen und let's go, Leute. 2 gegen 3 ist aber unfair. Egal, komm. Und durchkämpfen hier. So, Leute, ich dribbel an die Außen. Und oh, mit Bande sogar. Das ist sehr gut, mit Bande. So, wir haben eine Minute Zeit, um ein Tor zu schießen, Leute. So, aus dem Weg hier. Ich mache jetzt gleich den Alleingang. Ja, vorgelegt. Ich passe in die Mitte, okay? Ich passe in die Mitte. Batz. Ah, nein, bitte. So, jetzt hier. Ja. Stopp. Ball. Hör auf zu rollen. Ey, hallo. Ey, wie schnell ist denn der Ball, Leute? Der rollt ja einfach das ganze Feld drüber. Und hier ist so eine schwarze Katze. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? So, hier. Komm, einmal ganz kurz da nach vorne machen. So, und jetzt aufs Tor schießen. Und komm. Wir haben noch 18 Sekunden Zeit. Und komm. Nein, ja. Und jetzt hier, Leute. Und aus dem Weg, ja. Nein, Pfosten. Nein, Leute, das war ein Pfosten. Das kann doch nicht angehen. Jetzt komm bitte. Ey, nein. Wir haben kein Tor geschossen, Leute. Sieht aus wie eine Krawatte. Hä? Sieht aus, wie es eine Krawatte ist, okay? Muss man jetzt nicht verstehen, den Spruch von ihr? Na gut, okay. Weiter geht's auf jeden Fall, Freunde. Ich bin hungrig, sagt nämlich Duchtubia Tessa. Okay, Tessa. Ich bin auch hungrig, sagt zum Beispiel ihre Nuska. Okay. Dann können wir hier sogar Würfel würfeln. Ja, guck mal. Wir können ja sogar Würfel würfeln. Ich sag 6. Und 5. Oh mein Gott. Okay, sie sagt, okay. Gehen Sie zum Abendessen in die Cafeteria. Okay, Freunde. Dann gehen wir auf jeden Fall jetzt mal in die Cafeteria. Wo ist denn hier die Cafeteria? Hier vorne, Leute. So, Abendessen. Gehen Sie zum Abendessen in die Cafeteria. Alles klar. So, was nehme ich denn hier? Oh. Wir haben heute Burger, Sandwiches, eine Pizza, so Chicken Wings oder beziehungsweise so allgemein Hühnchenkeulen mit Pommes. Ich würde sagen, Freunde, ich bin ganz klassisch. Ich nehme mir heute eine Pizza. Ich habe richtig Bock auf Pizza, Leute. Deswegen kommen wir, setzen uns mal hin. So, und essen mal hier eine schöne Pizza. Oh, sehr gut. Hier, zack, Leute, absolut jetzt hier die Pizza essen. Oh, ist die lecker, Leute. Yum. So. Ich glaube, es ist meine Pizza. Ach, aber auch aufgegessen, ja. So schnell kann man auf jeden Fall auch aufessen. Hat ihr noch was zu trinken am Start? Oder habt ihr gerade was zu trinken bekommen? Leute, würde mich jetzt gerade mal interessieren. Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Was ist das für ein Geräusch? Pass auf, ich kaufe jetzt am besten mal hier eine Taschenlampe, Leute. So, Taschenlampe kaufen. Zack, für 50 Robux, damit wir auch... Nein, jetzt hat er extra Leben... Nee, pass auf, so. Taschenlampe. So, es kommt aus dem Fernseher. Warte mal, was? Irgendein Geräusch, Leute? Kommt einfach aus dem Fernseher raus. Was ist denn das hier? Leute, was ist das hier? Okay, wir sind jetzt... Oh mein Gott, das ist ein Countdown. Leute, das ist ein Countdown. 13, 12, 11, 10. Oh mein Gott, was passiert jetzt gleich hier? Sarah. Guck mal, Sarah weiß gar nicht, was gleich passiert, Leute. Oh mein Gott, was wird denn... Was passiert jetzt? Leute, was passiert jetzt einfach? Hallo? Was ist jetzt los? Leute?
Breaking News? Also brandliche Neuigkeiten? Hey! Hey! Das ist das Haus, Leute! Von der ersten Story! Gestern wurde eine Tagespflege von einem großen Monster angegriffen. Oh mein Gott, Leute! Das ist auf jeden Fall... Alter, das ist das Monster! Berichte besagen, dass die Kinder es geschafft haben zu entkommen. Aber das Monster ist immer noch auf der Strecke. Nein! Oh mein Gott, Freunde! Achtung! Wie das Monster von seinen Loyal-Minions befolgt wird. Das Monster hat jetzt einfach Verstärkung, Leute? Oh Gott, wenn sie das Monster sehen, melden sie es sofort der Polizei. Okay, Leute. Wir haben auf jeden Fall... Halten sie alle Türen... Hallo? Hallo? Und Fenster zu, um sicher... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein, der Strom hat sich abgeschaltet. Leute? Hallo? Ey... Es ist das Monster. Nein, hör auf, sowas zu sagen, okay? Bitte sag das nicht. Wollen wir einfach... Wir werden sterben. Hört auf. Keine Panik, okay? Keine Panik. Auf der Titanic, okay? Beruhigen. Genau, Sarah. Beruhigt die mal alle hier. Die ganzen Babys. Ich habe keine Angst. Hey, warum ist denn dieser Fisch so komisch, Leute? Hä? Leute, warum ist denn dieser Fisch so komisch? Ich werde den Strom wieder einschalten und alles wird gut. Sarah, siehst du den Fisch hier? Der sieht ein bisschen komisch aus. So, Sarah, geh mal nach oben. Komm, wir verfolgen mal Sarah, okay? Nicht, dass sie nachher irgendwie selber das Monster oder so ist. Oh. Hä? Leute, hört ihr das auch? Ja, ich höre das auf jeden Fall auch. Oh Gott, wo sind wir? Hä? Sarah? Sarah, wo bist du? Nein. Nein! Das Monster ist draußen, Leute. Das kann doch nicht angehen. Ey, nein, Leute, das Monster ist einfach draußen. Oh mein Gott, ein Monster. Ja, Leute, das Monster ist gerade wirklich draußen. Oh Gott. Es ist weg. Es ist weg. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt, Leute. Dass wir jetzt hier gerade kein Monster haben. Also, oh, hey, hey, lauft. Wo ist das? Es ist hier unten. Oh, hey, lauf schnell weg. Ey, Hilfe. Hilfe, aua! Aua, ah! Nein, nein, nein! Ey, wo bin ich denn jetzt? Leute! Ah! Ah! Fahrstuhl! Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl! Die zwei, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei! Jetzt, los! Oh, nein, nein, nein! Nein! Ah! Das Monster ist im Fahrstuhl, es verfolgt mich! Ey! Schnell nach oben! Leute, rennt! Rennt um euer Leben! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Hier sind so kleine Minions! Ey! Ich bin in der Cafeteria. Bin ich hier irgendwo sicher, Leute? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ey, mich erfolgen die Minions. Nein, bitte nicht. Bitte nicht auf mich. Lass mich in Ruhe. Bitte, es ist direkt hinter mir. Okay. Oh mein Gott. Ich spring lieber runter, okay? Ich spring lieber runter. Ah, Hilfe. Leute. Wo muss ich jetzt lang? Ich weiß es nicht. Wir müssen es hier irgendwie gerade überleben. Wo ist überhaupt Sarah? Oh, oh, kriegt ihr das gar nicht mit? Oh mein Gott! Da wurde gerade einfach eine aufgegessen. Oh. Oh. Was? Was war das gerade? Oh. Sarah sagt, na bitte. Der Strom ist wieder an. Sarah, hast du das gerade mitbekommen? Ja, Sarah? Schreit Roblox und Prinzess Rosi. Wir wurden angegriffen. Ja, Sarah, du kannst uns glauben. Hier war gerade ein Monster mit so einem kleinen Minions. Sie sagt, angegriffen? Sie wirkt skeptisch, Freunde. Sie glaubt uns, glaube ich, gar nicht. Das Monster, sagt gerade sogar ich, ja? Das Monster, Sarah, wirklich. Glaub uns. Das Monster aus den Nachrichten kam hier rein und versuchte uns zu töten. Sarah, wirklich, du kannst uns glauben. Guck mal hier, ich habe Kratzwunden überall. Sie sagt, haha. Ist das dein Ernst gerade, Sarah? Machst du dich gerade wirklich darüber lustig, dass hier gerade ein Monster kam? Ich bin mir sicher, dass die Nachrichten das nicht ernst meinten. Sarah, hör auf zu überreagieren. Sarah, bitte, glaub uns doch. Jetzt mal ohne Spaß. Wir lügen nicht. Ja, warum sollten wir auch? Was haben wir denn davon? Du musst uns glauben. Bitte, tu uns den Gefallen und glaub uns einfach, okay? Ich möchte einfach nur... Hör auf, rumzualbern. Ey, Mann. Dann lass mich nach Hause, okay? Lass mich nach Hause einfach. Ich möchte nach Hause. Bitte, okay, Sarah? Sie alle müssten jetzt schlafen gehen. Och, Mann. Es ist nach ihrer Schlafenszeit.
Können wir jetzt nicht einfach nach Hause? Ich möchte nicht mehr sein. Hier war gerade das Monster. Oh Mann, jetzt müssen wir schlafen gehen, Leute. Mann. Einmal nur erwachsen sein, ne? Aber nein, ich muss auf jeden Fall jetzt hier gehorchen. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt hier am besten mal ins Bett. Hier ist der Mädchenraum. Da gehe ich nicht rein. Ich gehe hier in den Jungsraum. Muss ich jetzt hier alleine schlafen? Hier ist da gar keiner mehr. Okay, pass auf. Wir machen das so. Wir legen uns jetzt hier hin. Ab zu Bett, Freunde. Und, ja, wollen wir hoffen, dass das Monster auf jeden Fall nicht nochmal kommt, okay? Alle Mann zu Bett und lassen uns jetzt einfach nur noch einschlafen, okay? Es war... Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Was macht das Monster jetzt, Freunde? Was hat es gerade vor? Was macht es da? Irgendwas macht das Monster da an der Tür. Hallo? Oh Gott, Leute. Also irgendwas? Oder habe ich gerade nur schlecht geträumt? Oh, guten Morgen. Der Wecker klingelt ja gar nicht. Oh, jetzt klingelt er. Okay. Guten Morgen allerseits, sagt Sarah. Komm runter. Gut, pass auf, Leute. Wir gehen mal runter zu Sarah. Es ist Zeit zum Frühstücken. Juhu. Frühstücken. Wo ist denn... Ach, da vorne ist die Treppe. Ich wollte gerade sagen. So. Oh, die springt einfach runter. Na gut. Ich laufe mal lieber die Treppe runter, Leute. So, hier. Sogar auch schöne Bilder hier noch am Start. Ne? Die habe ich noch gar nicht gesehen. So. Oh, ich hoffe, ich kriege zum Frühstück irgendwie ein richtig dickes Nutella-Brot. Oder ein Croissant oder irgendwie so ein cooles Baguette oder sowas und Pfannkuchen. Ja, Leute, wir kriegen Pfannkuchen. Wie cool ist das denn? Was haben wir heute? Siehst du das etwa nicht? Prinzess Rosi, das ist Pfannkuchen. Hallo. Manometer, ey. Ich rieche Pfannkuchen. Mhm. Ich auch. Wo ist denn noch die... Warte, was ist die Toilette, Leute? Hier ist die Toilette. Hier können wir unsere Hände waschen. Hier. So, Hände waschen. Können wir noch auf die Toilette so gehen? Ja, guck mal. Wir können sogar noch auf Toilette gehen. So, sobald sie ihre Pfannkuchen fertig haben, können wir spielen gehen. Ja, Freunde, das heißt, wenn wir aufgegessen haben, dann dürfen wir spielen gehen. Wie cool ist das denn? So, komm, wir setzen uns mal hier an den Tisch mit Tessa, okay? Und essen jetzt mal hier richtig lecker den Pfannkuchen, Leute. Mmm. Yum, 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 yum. Der schmeckt mega, mega gut, ne? Oh, ist das lecker, Leute. So, ach, schon aufgegessen. Och, Manu. Okay, komm, lass uns mal spielen gehen. Können wir vielleicht jetzt gleich irgendwie mit... Oh, hier, ich habe auch fertig gegessen. Wir können sogar jetzt hier Xylophon spielen. Okay, nicht schlecht. Oder hier ein paar Würfel drehen. Oder hier das Springspiel spielen, Freunde. Zack, 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 zack. Oder hier zum Beispiel diese Bahn fahren, Leute. Wir können ja auch jetzt diese Bahn fahren. Wer ist das denn? Hallo? Hey, jetzt habe ich einfach so ein Holzschwert. Wow, Alter. Leute, ich habe mir gerade so ein Holzschwert geholt. Kann ich hier noch die Kiste aufmachen? Ja, was gibt's denn so aus der Kiste? Ich weiß gar nicht, aber wir können jetzt hier... Wir können jetzt hier mit unseren Freunden spielen. Guck mal, ich hab so ein Holzschwert. Attacke, 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 Attacke. Leute, mein Holzschwert sieht ja voll cool aus. So, noch eine Taschenlampe am Start. Und was ist das denn hier? Oh, ein cooler Hund. Ja, mega cool. Können wir hier noch was hinzeichnen, Leute? Können wir jetzt hier was hinmalen? Ja, guck mal hier. Ich mal jetzt den roten, ein rotes Riesentee. So, für Dingens. So, zack, okay, das, ja gut, dann machen wir eher so hier. So, England, England vor. Warte mal, können wir hier noch die Farbe ändern? Oder wie jetzt, guck mal, ich mal jetzt hier irgendwas hin. Tut mir leid, ich mal jetzt hier einfach irgendwas hin, okay? Sorry. Kann ich hier draußen zum Beispiel auch noch rutschen und sowas? Ich kann hier sogar klettern. Und was ist das denn hier, Leute? Eine Münze. Ich habe eine Münze gefunden. Hä, wie cool. Und hier ist noch eine Münze. Nein, nein, bitte. Nein, ich habe die Münze nicht mehr bekommen. Aber wo sind wir denn jetzt? Leute, kommt mal her. Wir müssen über das Monster sprechen, das uns vorhin angegriffen hat. Ja, komm, lass uns jetzt mal darüber reden. Bin nur noch ich, nur noch wir beide sind da? Okay, Tessa, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht so eine Liebesstory oder sowas, okay? So, wo könnte das Monster hingegangen sein, Tessa? Was glaubst du? Also ich glaube ja, Tessa, guck, wir sind eigentlich schon ein schönes Paar, oder nicht? So, wir werden hier sterben. Bitte, wir werden sterben, okay? Wir müssen hier irgendwie raus, Tessa. Sprechen die Kinder immer noch über dieses dumme Monster? Ja, das tun wir. Sarah, bitte. Bitte glaub uns doch. Warum sollten wir dich anlügen? Guck mal hier, ich habe sogar Verteidigung. Mein Verteidigungsschwert. Hä? Was ist denn jetzt los? Leute, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Das Monster ist zurück. Sarah, das Monster. Und bitte geh jetzt nicht nochmal weg und mach den Strom an. Es kann nicht sein, sagt sie. Doch, kann es. Hä? Was? Was denn hier? Oh nein. Die kommen einfach aus dem Boden. Aussehen! Achtung! Ey! Hilfe! Schnell weg hier! Guck mal hier, siehst du das? Ja, Sarah, die sind echt! Hättest du uns mal geglaubt, dann wären wir jetzt hier schon aus dem Haus raus, ja? Hm, oh Gott! Ich höre Fußschritte! Oh, nein! Nein!
Nein, was ist jetzt los, Leute? Was? Das ist das Monster. Aber wo ist das? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Okay? Schnell, bitte. Lass uns drei einfach irgendwo verstecken. Lass uns einfach schnell hier rein. Ja, wir können Fahrstuhl, Leute. Okay, komm. Also, schnell zum Fahrstuhl und schnell nach oben verstecken, Freunde. So, zweite Etage, drück drauf. Abfahrt. Mach zu, das Ding. Mach zu. Los jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich höre die ganze Zeit die... Nein, das Monster ist direkt vor uns, Leute. Das ist das Monster, Sarah. Wir haben es dir doch gesagt. Ja, Tessa, ich stimme dir auch zu. So, mach schnell. Drück die 2. Nein. Was macht das Monster da? Leute, was... Hä? Was macht das da? Hä? Das sieht gar nicht gut aus. Was? Hä? Was ist das, Leute? Das ist so ein Energieball oder sowas. Hilfe? Hilfe? Was ist das? Leute, was passiert hier? Wow! Nein! Hey! Hey, hey, hey! Was ist das jetzt? Was geht hier ab? Leute, was passiert hier gerade? Was passiert hier? Hilfe! Schnell, mach den Fahrstuhl nochmal zu! Nein! Hä? Hä, Leute? Das Ding hat... Hä? Wow! Wow! Wow, Tessa, Hilfe! Alter! Was passiert hier? Wo sind wir? Nein! Hä? Ist alles in Ordnung? Ja, und bei dir? Alter Schwede, was ist das hier für ein Ort? Leute, wo sind wir hier? Meine Taschenlampe funktioniert ja fast gar nicht. Dieser Ort ist so kreativ, ja? Und gefühlt auch irgendwie unendlich. Warte, wo ist Sarah? Nein, Leute, wo ist Sarah? Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Nein, oh Mann. Ich hörte sie schreien. Oh Gott, sie ist bestimmt irgendwo über dem Fahrschuh oder sowas. Okay, wollen wir mal durchgehen? Okay, komm, wir gehen mal durch. Mal gucken. Das Monster muss die genommen haben. Okay, wir müssen Sarah retten, Leute. So, komm mit. Komm, Tessa, wir gehen. Wir gehen zusammen. Wir gehen zum Ende dieses gruseligen Flurs. So, los, Tessa, komm. Oh Gott. Ja, ich nehme auch. Ich wollte auch lieber das Schwert in die Hand nehmen. Hey, was war das? Leute, was war das gerade? Was passiert hier? Leute? Was passiert? Lauf schnell! Hey! Hey! Wow! Nein! Nein! Nein, wo sind wir? Wir sind in eine Falle getappt oder sowas. Oh nein, Leute. Wir sind in einem Minenschacht gefallen. Oh Mann. Okay, warte mal. Wie können wir jetzt hier am besten raus? Pass auf, Tessa. Ich habe eine Idee. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier raus. Okay? Aber wo am besten? So, auf jeden Fall haben wir beide schon mal unser Holzschwert am Start. Geht's dir gut, Tessa? Alles gut bei dir? Hat sie irgendwas geschrieben? Nee, hat nichts geschrieben. Okay, komm. Wir laufen jetzt, okay? Wir wollen ja einfach nur nach Hause. Was ist das denn hier? Hä? Ah, das ist... Leute, hier liegt einfach so ein... Okay, also ist auf jeden Fall ein Minenschacht und... Tessa? Wie sollen wir... Sollen wir das kaputt hauen jetzt hier? Ja. Ja. Die Felsbrocken blockieren den Weg. Ja, und diese Holzdinger. Was ist, wenn wir diesen Weg gehen? Ja, wir müssen den gehen, ne? Ich meine, das wird hier alles blockiert. Wir müssen hier quasi durch. So, pass auf. Wir müssen etwas finden, um diese Bretter zu zerbrechen. Ja, ich habe doch hier das Holz... Okay, Holzschwert geht natürlich schlecht, weil Holz auf Holz passiert nicht viel. Komm, wir nehmen jetzt einfach hier ganz kurz dieses Teil hier, Freunde. So, die Spitzhacke. Und mit der werden wir jetzt die Bretter zerbrechen. Oh yeah. Bam, 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 bam. Komm, lass uns die Bretter abhauen. Los, richtig abbauen, Freunde. So, hier die, auf die Bretter hauen die ganze Zeit. Wow. Okay. Ich glaube, wir sind relativ gut durchgekommen. Oh, ein Minenwagen. Leute, hier ist einfach ein Minenwagen. Was? Diese können uns hier rausführen. Okay, pass auf. Wollen wir es mal reinsetzen? Komm, Tessa, wir setzen uns mal rein, okay? Eile! Ja! Auf und davon! So, schnell! Ich möchte hier rein, bitte! Komm! So, okay! Wow! Wir sind jetzt zusammen in einem drin! Oh, Tessa! Hallo, wie geht's dir? Oh, nee, wir sind noch nicht in einem drin! Ich bin viel schneller als du! Hau rein! Wow! Alter! Leute! Wo sind... Wow! Wo sind wir hier? Ey, wie cool ist das denn? Wir sind einfach hier in so einem Minenschacht!
Okay, angekommen. So, lass uns mal aussteigen hier. Wo sind wir denn jetzt gerade lang gefahren? Tessa, kommst du? So, weiter geht's hier. Hier links geht's auf jeden Fall auch nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier geradeaus. Aber wir können hier nicht weiter. Wir sollten kurz davor sein, sagt sie, hier rauszukommen. Ich hoffe es. Und woher weißt du das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Minenschacht nicht. Lass uns diesen Tunnel hochgehen, sagt sie. Ist eine gute Idee. Ich sehe etwas am Ende, sagt sie. Okay. So, schnell durch, komm. Wir laufen einfach schnell durch. Bitte lass uns irgendwas am Ende haben. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, wir müssen einfach hier schnell... Oh Gott, hier ist Lava. Leute, hier ist Lava. Wir müssen, glaube ich, einfach richtig, richtig schnell hier rüberspringen, okay? So, Tessa, nimm einfach deine Beine in die Hand. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre dies unser einziger Ausweg. Okay, dann lass uns mal hoffen, dass wir jetzt hier auch irgendwie durchkommen. Der Ausgang ist dort oben. Ah ja, da oben. Okay, wir müssen nach oben rechts. Ich glaube, wir müssen einfach nur schnell hier über diese ganzen Steine rüber. Nein. 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 Nein, was passiert jetzt? Wir müssen ganz schnell hier raus. Okay, pass auf. Aber ganz schnell jetzt hier. Leute, die Höhle bricht euch einfach zusammen. Okay, komm. Nein, sie ist in Lava gefallen. Mann, Tessa, was machst du denn? Sie ist einfach in Lava gefallen, Leute. Oh, ist die blöd. Okay, pass auf, wir laufen jetzt hier weiter schnell. Mann, Tessa kommt noch nicht mehr zurück, ne? Oh, Mann, oh. So, auf und davon. Tessa, hey, sie ist wieder da. Leute, sie ist wieder da. Ja, ich dachte gerade schon, die ist weg. Okay, warte mal. Ich hab's jetzt geschafft. Alter, Tessa, du hast mir gerade einen Schrecken eingejagt. Ich dachte gerade, ich würde dich nie wiedersehen. So, Leute, der Minenschacht ist auf jeden Fall gleich kaputt, würde ich sagen. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr so heil aus. Also ich glaube, der ist jetzt kaputt. Oh mein Gott, der ist sogar... Leute, der ist sogar wieder eingestürzt mit diesen Kugeln. Oh, haben wir gerade Glück gehabt. Okay, soll ich mal meine... Obwohl, hier sind schon die ganze Zeit Lampen. Wozu habe ich denn mir überhaupt eine Taschenlampe gekauft für heute? Keine Ahnung, warum. Na gut, Leute, wo sind wir hier? Du kannst mich auch mit meinem Namen ansprechen, Tessa. Ich heiße Brox. Kann sich auch einfach so nennen. In einem gruseligen Wald, sagt sie. Ey, hör auf mich zu hauen. Mitten im Nirgendwo. Ja, irgendwie schon. Da vorne ist eine Bärenfalle oder so, ne? Ich habe solche Angst, sagt meiner. Ja? Der Wald sieht auf jeden Fall mir nicht ganz geheuer aus, muss ich sagen. Wir sollten diesem Weg folgen. Er wird uns sicherlich irgendwo hinführen. Ja, da hast du recht. Irgendwo hin. Heißt ja nicht, dass es direkt gut ist. Dann komm, Tessa, dann komm. Aber pass auf, die Bären fallen hier auf, ne? Hier liegen einfach rechts und links so Bärenfallen. Ich habe das Gefühl, nein, es regnet. Nein, wir müssen jetzt irgendwo schnell hin. Unter einen Baum oder so? Nein, da vorne ist ein Zelt, komm. Schnell, 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 schnell. Hier sind überall Bärenfallen. Leute, lass uns das schnell in ein Zelt gehen. So, ich würde sagen, ich gehe in das grüne Zelt, okay? So, grünes Zelt. So, was ist das hier noch? Einmal ganz kurz nehmen. So, was ist das denn, Leute? Ey, Dosenfutter. Hier, bisschen was essen, Leute. Bisschen Dosenfutter essen. Hier ist noch eine Münze sogar. Ey, sehr cool. Hier ist noch eine Münze, Freunde. So, Dosenfutter haben wir jetzt auf jeden Fall auch aufgegessen. Hier kann man sich zum Beispiel auch noch eine Taschenlampe kaufen. Alter Schwede. Ist einfach irgendwie so ein Regen, der uns Schaden macht. Ich weiß auch nicht warum. Aber Tessa, ich hoffe, wir kommen hier wirklich lebendig raus. Und warum sind hier überhaupt Zelte, die aufgeschlagen sind? Sind wir nicht mal die Ersten? So, ich glaube nicht, dass der Regen bald aufhören wird. Bitte, Regen, hör einfach auf, okay? Lass uns einfach in Ruhe. Sie sagt ja. Wir warten in diesen Zelten. Na gut, bis der Regen aufhört. Okay. Wollen wir nicht vielleicht in ein selbes Zelt gehen, Tessa? Wäre das nicht cool? Oh, okay, so. Also weiter geht es hier. Endlich hat der Regen aufgehört. Juhu, Freunde. Der Regen hat aufgehört. Jetzt können wir auch wieder rausgehen. So, ich kann mich jetzt sogar hier hinsetzen. Tessa, warum ist dieses Lagerfeuer überhaupt hier? Mit niemanden in der Nähe. Das ist eine ganz schön gute Frage, die ich hier gerade gestellt habe, Leute. Ich weiß es gerade auch nicht. Sie sagt, es scheint, als wäre jemand anders hier gewesen. Da hat sie schon recht. Vor nicht allzu langer Zeit, sagt sie. Kann ich hier diese Axt nehmen? Nee, ne? Was ist, wenn sie wissen, wo Sarah ist? Das wäre natürlich echt sehr, sehr gut, Tessa, ne? Das wäre echt mega, mega gut. Aber es wird zu spät. Wir sollten hier übernachten. Ja, komm, Leute. Lass uns einfach hier echt übernachten. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier einfach jetzt ins grüne Zelt oder so. Sie sagt, ja, da hast du recht. Es friert hier draußen. So, wollen wir ins blaue Zelt gehen? Oder ins... Komm, wir gehen mal ins blaue Zelt, Leute. So. Hey, schau! Da sind ein paar Äxte auf diesem Baumstumpf.
Also ich sehe nur eine Axt, ne? Aber okay, alles klar. So, was sollen wir jetzt mit dieser Axt machen, Leute? Sollen wir jetzt vielleicht Holz holen und das Lagerfeuer selbst anmachen? Das ist eine tolle Idee. Okay, warte mal. So, pass auf. Wir nehmen jetzt mal die Axt, Leute, und hacken jetzt hier mal ein paar Bäume. So, bam, 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 bam. So, dann haben wir nämlich, genau, wenn wir jetzt hier nämlich den Baumstamm fällen, haben wir jetzt hier nämlich einmal ganz kurz, zack, und dann können wir hier das neue Lagerfeuer machen. So, hier ganz kurz reinlegen, hier den nächsten Baum fällen, Freunde. So, bam, 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 bam. Den nächsten Baum fällen und zack, er wurde wieder gefällt, Leute, sehr, sehr gut. Hier wieder, bupp, ins Lagerfeuer legen. Ich würde nur mal sagen, ich nehme den hier. So, zack, ordentlich gegenhauen. Boah, ich fühle mich ja wie in Minecraft, Leute. So, und zack. So, 5 von 5 haben wir jetzt gesammelt. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich würde mal sagen, mach auf jeden Fall mal hier das Feuer an. Großartige Arbeit, sage ich. Die Musik hat sich aber gerade ein bisschen geändert, ne? Das Lagerfeuer ist beendet. Oh, endlich etwas Wärme. Oh, Leute, wirklich, ne? Es hat dir die ganze Zeit... Ey, du brennst! Du brennst! Warum brennst du denn? Okay, pass auf. Komm, wir setzen uns ans Lagerfeuer, um uns zu heilen. Guck mal, hier unten links kriegen wir jetzt gerade einfach ein Leben. Oh, Tessa. Guck mal, wir halten Händchen, Freunde. Ha. Das ist aber süß. Okay. So, Tessa. Ich hoffe, wir werden das jetzt zusammen... Wow! Was ist denn bitte schön gerade passiert, Leute? Hier, wow! Hier ist gerade ein mächtiger Blitz eingeschlagen, Leute. Ich gehe mal lieber in mein Zelt. Tessa! Wow! Tessa, wo bist du? Nein! Leute, ist Tessa jetzt weg? Oh! Alter! Leute, ich habe doch gerade mit Tessa noch Händchen gehalten. Was ist denn jetzt los? Ey, was passiert hier? Hallo? Ich werde am Morgen meine Suche nach Sarah fortsetzen. Okay, Leute, der Blitz hat einfach Tessa getroffen. Nein. Freunde, okay, komm, wir gehen mal schlafen, okay? Schlafen wir uns jetzt darüber ein bisschen aus. Einfach Tessa weg. Gerade mich mit dir gut anbefreundet. Gerade Händchen gehalten. Leute, ein Like für Tessa, okay? Ein Like für Tessa. So, okay. Haben wir jetzt hier die nächste... Ich höre einen Wolf. Leute, da vorne ist ein Wolf. Ich kann mich auf jeden Fall nicht essen lassen, Leute. Ich möchte auf jeden Fall lebendig raus. Lass uns angreifen. Okay, komm. Wir greifen den Wolf an, okay? Mit einer Axt. So, attackieren. Oh mein Gott, ich bin ganz alleine. Auf den Wolf. Wow, 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 wow. Oha, Leute. Ich habe den Wolf gekillt. Aber mal so mega schnell. alles klar? Alles klar, Wolf? So, ich gehe jetzt hier mal weiter, okay, Leute? Wird mir langsam Zeit, hier weiterzugehen. Weil irgendwie finde ich hier auf jeden Fall nicht mehr weiter, ne? Ich meine, ich bin jetzt eh alleine. So, diese Nacht war auf jeden Fall sehr beängstigend. So, ist jetzt auch wieder am Tag. Guck mal, Freunde, jetzt können wir auf jeden Fall weitergehen. Ich muss diesen Ort verlassen. Ich kann hier keine weiteren Nächte verbringen. Nee, vor allem nicht alleine, ne? Ohne Tessa. Leute, diese Stadt muss am Ende dieses Weges sein. Okay. Und ich sollte Sarah dort finden können. Gut, Leute, dann laufen wir auf jeden Fall mal weiter Richtung Stadt. Dann sollen wir einen Ausweg finden. Ich glaube, warte mal, wollen wir hier rechts gehen? Wollen wir hier rechts gehen oder geradeaus? Ich würde sagen, wir gehen mal hier rechts. Mal gucken, was da passiert. Oder? Leute, sollen wir hier... Nee, oder? Nee, da können wir gar nicht lang gehen. Okay, ich glaube, von da kamen wir, glaube ich. So, dann lass uns mal hier über diese Brücke gehen. Die sieht aber nicht sonderlich stabil aus, Freunde. Aber ich kann auch nicht weitergehen. Diese Brücke scheint aus dem Wald zu führen. Ach so, von da bin ich gekommen. Ach so. Ah, es sieht ein bisschen unsicher aus. Aber ich denke, es wird gut. Ja, ich denke, es wird gut, sagt er. Okay. Oh, wenn er schon fragt, ob wir die Brücke überqueren sollen, dann sage ich nein. Leute, ich sag nein. Wenn er schon so sagt, nein, dann überquere ich die Brücke nicht, okay? Du hast recht. Ich glaube, es wäre nicht so schlau, Freunde. Ich glaube, wir würden dann absolut ins Wasser fallen oder so. So, lass uns mal hier rechts schauen. Hier geht es auch noch runter und da ist auch eh die Stadt. Leute, da können wir eh die Stadt sehen. Okay, dann lass uns mal den Weg gehen. Weil ich glaube, die Brücke, Leute, das wäre gar nicht gut gegangen. So, komm, wir gehen jetzt hier mal lang.
Hier sehe ich sogar schon die Stadt, Freunde. Schon ein paar Türme und sowas. Okay, komm. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Tralali, tralalu. Ich hoffe, heute wird mir nichts mehr passieren. Ich hoffe, ich werde das Monster besiegen. Und vielleicht irgendwann Tessa wiedersehen. So, komm. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier mal durch. So. Und hoffen, dass wir hier... Wow! Ab in die neue Stadt kommen. Nein. Was ist dieser Ort? Leute. Hätte ich vielleicht... Na, dieser Ort ist so cool. Ich glaube, ich hätte lieber auf die Dings gehen sollen, ne? Über die Brücke oder so, ne? Warte mal. Was ist, wenn das Monster lebt? Warte, wir können hier so eine... Ich kann die Dinger essen? Hä? Warte mal. Hey, hey, nein. Bin ich jetzt oder zittert diese Höhle, Leute? Ich glaube, diese Höhle zittert. Was denn? Wow! Hier kracht das einfach alles ein. Die ganze Deck... Nein! Das Monster ist da, Leute. Das ist das Monster. Hallo. Hallo, liebes Monster. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, wen haben wir hier? Nein, bitte nicht. Hallo? Monster? Es sieht ganz schön gruselig aus, muss ich sagen. Ich habe dich gesucht und nicht erwartet, dich hier zu finden. Oh Gott, Leute. Sie sind sehr glücklich, hier zu sein. Bin ich das? Wenn sie sehen, wie ich meinen Plan ausführe. Welchen Plan denn? Und wo ist Sarah? Und wo ist Tessa? Zur Korruptgesellschaft? Was? Korruptgesellschaft? Hä? Leute, was ist... Was will dieses Monster eigentlich von uns? Das kannst du nicht tun. Okay, hör auf. Ich habe ein heftiges Schwert gefunden. Ja, ja. Es ist zu spät, sagt das Monster. Mein Plan hat bereits begonnen. Haha. Platz zu nehmen. Leute. Was ist denn jetzt los? Das haben wir vorhin gesehen, ne? Yo! Yo! Nein! 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 Die ganze Stadt, nein! Leute, guckt das mal an hier! Alles ist fröhlich, tralala! Und die ganzen Blumen verwelken und es kommen einfach diese Klone aus dem Boden, Leute! Oh nein! Hier auch Boots und die Autos crashen gegeneinander! Und wieder diese kleinen Minions am Start! Oh nein, die Welt ist jetzt ruiniert. Oh, bitte tu uns das nicht an, Monster. Du hast die Welt miserabel gemacht. Bitte mach's wieder zurück, okay? Bring wieder alles so in Ordnung, okay? Bitte, wieder alles zurück, als normal war. Ich möchte auch wieder, ich möchte zu Tessa, ich möchte zu Sarah, ich möchte einfach nur nach Hause. Oh, du willst, dass alles wieder normal wird? Fragt mich das Monster. Ja, genau das möchte ich nämlich. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, mich zu deferieren. Ich denke mal, ihn zu besiegen, Leute, das meint er damit. Wagen Sie es? Oh ja. Mich herauszufordern? Oh ja, ich werde dich auf jeden Fall herausfordern, Monster. Ich bin nämlich Super Brox. Oh ja, Leute, ich bin Super Brox. Glaub mal, ich werde ihn mit dem Schwert zack, zack, das Monster direkt besiegen. Okay, mal sehen, ob du mit meinen Minion umgehen kannst. Oh nein, Leute. Ich dachte, ich muss jetzt gegen das Monster kämpfen. Jetzt muss ich gegen diese kleinen Figuren kämpfen, oder was? Oh Gott. Sie kommen aus dem Boden. Wow. Bam. Bam, 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 bam. Aua, aua, aua. Okay, pass auf. Hilfe. Zack, zack. Ein Minion besiegt. Ein Minion besiegt. So, und das zweite auch besiegt. Uiuiuiui. Ich habe aber noch Hälfte meines Lebens. Meine Schergen. Sie sind nutzlos. Ja. Da hast du wohl recht. Okay, pass auf. Erstens wieder ein paar Kristalle, okay, Leute? Wir brauchen diese Kristalle. So. Sieht so aus, als müsste ich dich selbst erledigen. Oh Gott, Freunde. Wow! Was ist denn jetzt gerade passiert? Wow! Alter, stopp! Stopp, stopp, stopp! Hey! Hä? Alter, was passiert hier? Leute, was passiert? Wow! Alter, nein! Was passiert hier, Leute? Alter! Hilfe! Wow! Was... Was macht er da? Wie besiege ich jetzt am besten das Monster? Alter! Hä? Los, komm doch! Ey. Oh Gott, es fliegt! Hey, die Lava... Aua! Aua, aua! Aua, aua! Aua, aua! Aua, die Lava steigt! Die Lava steigt! Aua, aua, aua! Hey! Hey! Aua! Okay. Los, komm doch! Hier, ich hol dich!
Was los, hä? Ich hole dich, blödes Monster. Okay, bitte. Die Ketten sehen schwach aus. Ja, die Ketten sind echt schnell. Aber warte mal, soll ich jetzt dagegen hauen? Leute, soll ich dagegen hauen? Da. Ich kann, glaube ich, dagegen hauen oder so, ne? Ach, da vorne. Hier schnell gegenhauen, Freunde. So. Und zack, 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 zack. Hier die Ketten abhauen, Freunde. So. Bäm. Und ja. Ja. Leute, ich hab's besiegt. Die beiden Ketten sind abgeflogen. Alter, das lang gedauert. Oh mein Gott. Und jetzt? Nein. Leute, was macht das Monster jetzt? Oh mein Gott, ich habe da die ganze Zeit gegengehauen. Hey. Ey, was passiert jetzt hier, Freunde? Hallo? Monster? Wow. Was? Was war das? Was war das? Grüne Energie? Habe ich noch gar nicht gesehen beim Monster. Hallo? Wow. Nein. Ist die Welt jetzt wieder normal? Ja. Die Welt ist wieder normal, Leute. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. Und es wird jetzt alles wieder... Zack, und die Blumen, die wachsen wieder. Und sie ist wieder glücklich. Sie kann wieder tanzen. Juhu. Ja, sie kann wieder tanzen. Jetzt hier auch. Zack, die Autos auch weg. Auch kein Unfall und sowas gebaut. Leute, wir haben gerade einfach die Welt gerettet. Ich habe es getan. Und ich bin zurück in der Kindertagesstätte. Auf jeden Fall. Leute, wir haben gerade das Monster einfach besiegt. Sarah muss hier sein, oder? Leute, ist Sarah irgendwo hier? Sarah. Hallo. Ich geh mal rein, okay? Da! Da ist Sarah, Leute! Sarah! Hi! Wie geht's dir so? Oh! Oh! Oh mein Gott! Ja, kannst mal sehen. Sarah! Wir haben das Monster besiegt! Juhu! Wir haben das Monster besiegt, Sarah! Oder? Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Komm, erzähl mal, Sarah. Wo warst du die ganze Zeit? Los, hau raus! Es gibt viel zu erklären. Hm? Okay, und was denn? Gehen wir hinein und ich erzähle Ihnen alles darüber. Hm, alles klar. Wir spielen eine neue Roblox-Story und heute ist es eine richtig gruselige Story, Freunde. Es wird auf jeden Fall richtig verrückt mit so einem richtig verrückten Zirkus. Deswegen habe ich heute zwei Leute mit am Start. Das war einmal Kasper und Fabi. Hallo! Was geht? Hallo. Es wird heute richtig, richtig verrückt. Ich sag's euch, wir müssen jetzt hier am besten in irgendeinen Bus reingehen. Ich würde mal sagen, wir nehmen mir den ersten Bus vielleicht, Leute. Oder warten einfach mal ganz kurz, bis sich irgendein Bus oder so füllt. Da schreiben sogar welche, warte, bin kurz weg und so, Leute. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr Storys sehen wollt, dreht auf einmal ganz kurz noch hier euer Handy, Leute. Drückt noch auf die Glocke. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der Story. Oh, der Bus ist einfach richtig gefüllt und vorne sitzt einfach einer mit so richtig vielen Ballons. Leute, es wird auf jeden Fall sehr gruselig. Also wenn ihr Grusel und so nicht mögt, dann schaut auf jeden Fall ein anderes Video an. Aber das ist heute so gruselig, dass ich mir auf jeden Fall auch Verstärkung holen musste. Alter Schwede, Leute. Wo sind wir hier gelandet? Warum ist es dunkel? Ich weiß es auch nicht. Und wer ist der denn? Hallo alle miteinander. Ich bin froh, dass ihr es alle zu diesem Campingausflug geschafft haben. Ja, ja. Ja, Leute, wollen wir uns ein Zelt teilen? Boah, sag mal, warum hat der eigentlich hier so ein Clownskostüm an? Hier. Dieser Jaro, Digga, der ist einfach so ein Clown oder so, weil erstmal wollten wir jetzt hier campen, wow. Freunde. Oh. Und später noch in Zoo oder allgemein in Zirkus. Okay, Kinder. Wollen wir eine gruselige Lagerfolge hören? Danke, aber nein, danke. Hör auf, so ein Loser zu sein, Fabi, sagt er. Was? Ja, du sagst, guck mal, wer da spricht, Baconhead. Also Leute, ich glaube, dieses Kind hier wird uns schon mal sehr, sehr auf die Nerven gehen. Ich meine, guck dir mal das Gesicht hier an von dem. Guck mal, wie nervig der einfach aussieht. So, genug. Ich warte von euch beiden ein besseres Verhältnis. Also Fabi, reicht es zusammen. Oh. Wow. Dieser Clown macht mir Angst. Oh Gott, hier. Der Clown macht mir auch Angst. Also, es war einmal an einem Ort, wo Leute sich einen Ort ausgesucht haben. Irgendwie sowas. Und sie waren nur ein Wochenende da und durften auf jeden Fall nicht aus ihren Zelten raus nach 12 Uhr Mitternacht, Leute. Also kommt hier in die Zelte, schnell. Okay, ich komm. Kommt hier in die Zelte. Aber das ist größer hier. Ja, lass in das Große gehen, okay? Und sie waren auch nicht, also sie durften auf jeden Fall auch nicht rausgucken. Oh. Sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Oh nein, okay. Aber wusstet ihr, dass einer nicht hören wollte? Und er hat da rausgeguckt aus dem Zelt? Nein. Doch. Oh, Herr Berater! So, was ist los, Junge? Ich erzähle gerade eine Geschichte. Ich wollte nur sagen, dass unser Wassergalon ausgelaufen... Nein, Leute, warte mal. Kommt mal. Okay. Nein. Was passiert? Unser Wasser für unser Camp.
Es ist doch jemand mit Absicht. Es ist einfach. Wurde das sabotiert? Ich glaube, entweder sabotiert oder halt der Blitz hat irgendwas hier ausgerichtet oder so. Aber der hat gerade gesagt, er verfüttert ihn sonst an die Tiere, wenn er jetzt nicht hier seinen Mund hält. Also das ist sein echtes Problem, sagt er. Also, ich hatte meinen gerechten Anteil am Überleben in der Wildnis. Ich gehe einfach raus und filtere etwas Flusswasser. Flusswasser ist jetzt aber nicht so lecker, Leute. Ich will aber kein Flusswasser trinken. Magst du Flusswasser? Nein. Magst du Flusswasser? Ich möchte auch eine Taschenlampe haben. Ja, eine Taschenlampe ist cool, die muss ich mir auch kaufen. So, mal gucken, ob der Typ jetzt auch wieder heil wiederkommt. Irgendwie ist die Musik auch so gruselig. Ich hoffe, ja. Er bleibt doch nicht zu lang weg, ne? Leute, irgendwie, wollen wir uns hier vielleicht einfach hinsetzen und eine lustige Geschichte erzählen? Aber weg vom Clown, andere Seite. Ja, der Clown sieht... Oh! Ich auch so an! Wow! Oh. Gewitter? Da ist jemand gestorben! Ey, da ist jemand gestorben! Warum? Schnell, zum Bus, schnell! Lauf! Ihr? Ich hab euch verloren. Oh Gott! Oh, lauf, Fabi, komm! Okay, ich komm. Kaspar, komm! Ja? Stell den Bus rein! Oh mein Gott! Was war das gerade? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, dass das ein guter Campingausflug ist. Ja, hab ich auch gedacht. Auf einmal regnet's. Und wir wollten noch einen Zirkus. Kann der Regen mal aufhören? Hallo? Ich hab Angst. Pro Girl, kannst du uns helfen? Du bist doch so ein Pro. Es hat aufgehört. Hast du es gehört? Wölfe. Bitte keine Wölfe. Ich kann nicht jetzt. Nein. Wollen wir mal wieder zurückgehen? Komm, wir gehen mal wieder zurück. Ganz langsam. Ja. Ich habe auch eine Taschenlampe, keine Sorge. Okay, pass auf. Da sind welche. Ja, und einer ist gerade gestorben. Und ey. Oh nein, der ist schon traurig. Unser Aufpasser ist wieder da. Ja. Guck mal, er sagt, was ist dir passiert? Warum ist er so voller Blut? Was ist mit dem passiert? Ich entschuldige mich, Kinder. Ich wurde von Wölfen angegriffen. Was? Okay. Und du lebst noch? Es ist zu gefährlich. Ja, lass uns nach Hause gehen. Okay, gut. Okay. Toll. Zurück zum Bus, oder? Leute, wohin? Unsere Zelte sind einfach alle abgefackelt. Nein. Oh. Ja, jetzt müssen wir zurück. Ja, okay, dann geht's ab zum Bus. Ich hoffe, wir machen jetzt irgendwas anderes. Freizeitpark, Zirkus, Zoo, Tierpark, irgendwas. Warum macht der Motor keine Geräusche? Nein. Nee, ne? Ist der Bus kaputt jetzt? Ich glaube, oh, der Blitz hat einfach den Bus kaputt gemacht. Wir sind gefangen. Nein. Er hat den Motor gegrillt. Oh Mann, Leute, nein. Ich glaube, ich habe in der Ferne einen Zirkus gesehen. Wir können dorthin gehen, um uns Schutz zu suchen. In dem Zirkus? Okay, mal gucken. Okay, alle zusammen. Ich werde euch alle durch den Fluss führen. Seht ihr auch die Bäume? Ja. Die haben Gesichter. Die haben Gesichter, ja. Warum gucken die uns so komisch an? Er sagt, kein Druck. Wie kein Druck? Was soll das denn heißen? Warum ist eigentlich Pro-Girl größer als ich? Ich hab's geschafft, die Bärenfallen alleine zu überwinden. Wir sind jetzt aber in einer Gruppe. Seid vorsichtig. Oh Gott, hört ihr auch die Fliegen, Alter? Ist ja irgendwo... Da ist ein Kadaver oder so von... Also bloß nicht eine Bärenfalle berühren, Leute. Ganz vorsichtig dadurch. Ja, sonst will ich gar nicht wissen, was passiert. Also, mach es nicht noch schlimmer, indem du auf die Fallen trittst. Okay, wir treten einfach nicht drauf, okay? Warte, soll ich mal ausprobieren? Nee, machen wir lieber nicht. Nee? Okay. Ich glaube, wir haben noch heute einiges vor uns, dass sowas nicht so gut wäre. Ich bin fast über einen Ast gestolpert. Was? Ich sitze. Warum sitze ich? Weil hier so ein... Ich sitze auch. Okay, also vorsichtig jetzt hier beim Sprung, ne? Ihr seht, unten ist so ein Spinnennetz. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier... nicht runterfallen, weil... Hilfe! Hallo! Oh nein, die Doofe! Die bleibt hängen! Jetzt werden wir... Ey, schnell! Okay. Schnell hier rüber! Los. Und vorsichtig nochmal springen! Okay! Nein, Kaspar! Ich beleb dich, okay? Kaspar, ich schenk dir ein Leben! Ich schenk dir ein Leben! Ja, ich hab dir ein Leben geschenkt! Danke, ich liebe dich. Ja! Also bloß nicht nochmal sterben, das ist teuer. Und Roblox Lara ist gestorben, nein! Hier, schnell! Komm jetzt schnell hier durch. Ich bin hinter dir. Ja, komm schnell hier durch. Da ist ein Wolf. Oh Gott! Ey, das ist echt ein Wolf! Komm schon, der Wasserfall ist gleich diesen Hügel hinunter. Wird der Wolf mich angreifen oder so? Oh mein Gott! Hey! Vorsicht! Aua! Gott, pass auf! Aua! Ey! Leon! Komm schnell jetzt! Okay. Nein! Aua, ich muss runterspringen. Das tat ganz schön weh. Das tat übel weh. Okay, jetzt müssen wir den Fluss überqueren. Warte, sind wir vollständig?
Ich weiß es nicht. Ist Pro-Girl noch da? Ja. Aber Roblox-Lara ist gestorben. Okay, komm, wir müssen jetzt den Fluss überqueren. Also berührt bloß nicht das Wasser. Die Strömung ist sehr, sehr doll. Oh. Ich denke, kann sowas doch nicht. Oh Gott, pass auf den Ast auf. Was? Oh Gott. Ja, pass auf den Ast auf. Nein, Kaspar. Ich kann doch nicht die ganze Zeit für dich Leben kaufen. Ich hab's geschafft. Kaspar, was kannst du denn? Kaspar ist einfach der teuerste mit... Oh Gott, nein! Was ist Dornen? Was ist denn hier los? Was ist mit ihm passiert? Er liegt da. Ey, Fail! Seid ihr alle da? Ja, ich bin hier. Okay, gut. Wir haben Gesellschaft! Was? Geht nicht dorthin, die Wölfe fressen etwas. Alter, wer ist das denn, Leute? Warte mal. 15... Hey! Wie? Wir müssen auf den Baum klettern oder so. Was? Schnell auf den Baum klettern. Nein. Kann man da hoch? Nein, die Wölfe sind da. Wie? Oh, was ist denn hier direkt? Da, schnell zum Baum, hier, schnell zum Baum. Schnell. Wie denn? Weiß ich auch nicht, wie die hochgekommen sind. Da, hier, wir können hier an der Seite hochklettern. Schnell, die Wölfe kommen. Oh mein Gott, oh. Kaspar, die Wölfe. Lauf. Du. Jungs, der Ast ist abgebrochen. Ich mach sie weg. Der Ast ist gerade bei einem abgebrochen. Ich kletter einfach ganz hoch. Ich halte mich an dir fest. Ja. Bitte nicht. Oh Gott, die Wölfe sind direkt unter uns. Mein Kopf aus meinem Hintern. Ey, die Wölfe wollen ich abhauen. Oh nein. Und jetzt? Müssen wir warten, bis die gefressen wurden. Ich glaube schon. Oder bis die keinen Hunger mehr haben. Wie komme ich hoch? Wie kann ich mich da festhalten? Ey, die ganzen Bäume, die knacken alle. Okay, die Luft ist rein. Oh, gut. Huh, ab nach unten. Ja! Zirkus. Der Zirkus! Juhu! Ja. Doch nochmal was Gutes. Ja! Achtung! Kinder ohne Erwachsene werden dem Zirkus verkauft? Was? Hä? Ihr wisst schon, dass wir ohne Erwachsene hier sind, ne? Egal. Was wollen wir zuerst machen? Riesenrad? Vielleicht auch irgendwie Riesenrad. Ins Zirkuszelt? Zuckerwatte möchte ich haben. Zuckerwatte? Von dem hier, der sieht aber nicht so freundlich aus. Das ist viel, Bloxy. Der lächelt doch. Ey, da ist eine Cola geschenkt. Ah, die Zirkusshow! Ich bin der Gastgeber, Giggles! Hey, Giggles. Und ich geh auch mal runter hier. Oh. Erste Reihe, ne? Willkommen in meinem Zirkus, sagt er. Ey, Digga, ihr seid immer richtig in der ersten Reihe. Ja. So. Lass uns mal mit der Show weitermachen, sagt er. Junge und Mädchen, geben Sie es für die einzige Bubu? Was? Als Teil unseres ersten Aktes werden wir Bobo von dieser Kanone ausstatten. Ja, der schießt ihn jetzt einfach weg. Direkt auf unsere Zuschauer? Was? Macht das nicht Spaß? Eher weniger eigentlich, ne? Ich trinke mal ein bisschen Cola hier. 2. Los! Los, Bobo! Oh, wow. Hä? Was? Ha. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich glaube, wir sind hier nicht sicher. Ich glaube, dass Bobo nicht mehr unter uns jetzt ist. Dieser Akt endete bestimmt mit einem Knall, ja? Oh nein. Oh, geht es gut? Wir sind ausgebildete Profis. Ja. Wir sind dämlich. Aber komm schon, wir sind nicht so dämlich. Ey Leute, ich werde mich auf jeden Fall nicht als Freiwilligen melden hier. Wie viele Clowns braucht man, um eine Kanone zu explodieren? Ja, ein. Haben wir doch gerade gesehen. Wir können nicht die ganze Nacht rumscherzen. Nun, wir können es, aber wir machen es nicht. Na gut. Meine Damen und Herren, Clowns, bereiten Sie sich auf die erstaunliche, legendäre Lala Vegester. Ist das ein Tiger oder ein Elefant? Heute Abend wird sie einen weiteren gewagten Akt ausüben. Dieses Mal wird sie mit einem Einrad ein straffes Seil überqueren und dabei drei Affen tragen. Was? Kaspar, ist das deine Mom? Ey, sei nicht so gemein. Wird sich und ihre drei Freunde auswählen ziehen können? Ja, das werden wir ja sehen. Lass uns das herausfinden. Digga, da oben! Wo? Oha. Was? Cool, wie das aussieht. Juhu! Ja, die Affen. Nein. Nein, rettet die Affen. Veräppeln Nein, uns. Verdammt. Das war der letzte. Leute, also ich glaube, irgendwie sind wir hier nicht in einem normalen Zirkus oder so, ne? Da die Show so großartig gelaufen ist, werde ich Mitglieder aus unserem Publikum auswählen, um mit uns aufzutreten. Mich. Nein, mach's nicht. Doch, ich möchte. Ey, lauf aber auf. Ja. Hier. Willst du ehrlich? Ja, ich bin. Nein, Fabi! Oh nein! Nein, wen hat er gewonnen? Kaspar, Digga! Nein! Nein! Stimmig! Nein! Oh nein! Erhol dich! Du bist dran, Junge! Ey, der nimmt ja fast alle mit! Ach, der nimmt jeden, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub schon, oder? So, wie viele. Toll, ich dachte, wir wären was Besonderes. Ich hab's auch gedacht. Ey. Nicht, dass wir auch gleich zerplatzen. Ich glaube schon. Jetzt tanzt du besser oder du setzt meinen Zirkus aufs Spiel. Wie tanzen wir denn? Hä?
Ich sagte, es ist besser, wenn du tanzt. Hä? Ich kann nicht tanzen. Dann schocke ich dich mit meinem Zappotron? Was? Hä? Was? Jo! Ich kann nicht. Wie hast du es gemacht? Yeah! Ich tanze doch schon. Ja, es macht richtig Spaß. Zu sehen, wie der andere gerade neben mir geschockt wurde, ja? Leon, ich hab Angst. Ich auch. Jo! Manege frei. What? Unsere neuen Rekruten müssen durch diese Feuerreifen springen. Sei schnell, wenn du nicht geröstet werden willst. Was? Oh Gott, Alter, sind einfach alle in Lava gefallen. Seid ihr noch da am Start? Ja? Ich bin noch da, ich brenne aber. Vorsichtig. Ich spring hier gerade. Du brennst. Okay. Und jetzt? Ja. Oh so, du brennst auch nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Bin ich es oder wird es hier drin heiß? Ja. Ja? Ein bisschen. Oh, Digga, der ist ja heute lustig, der Clown, ne? Ich glaube, der Clown hat Clown gefrühstückt. Unsere jungen Wunderkinder müssen einen gewagten Akt absolvieren. Entkomme diesen füllenden Wassertank. Wenn du versagst, wirst du mit den Fischen schlafen. Nein. Die würden uns einfach... Warte mal, sind wir gerade unter Wasser? Hey! Das Wasser kommt! Schnell hoch hier! Den Zepter hoch! Quallenfischen! Nemo! Alter, der will uns hier ertränken! Was ist das für ein komischer Zirkus, Alter? Fabi! Schnell! Ich bin ertrunken! Nein! Warte, ich hol dich! Oh Gott. Nein, ich muss selber. Nein, okay, warte. Kann ihr euch holen? Ich hole euch. Mann, ihr macht mich arm. Also. Ihr macht mich echt arm. Easy. Er meint irgendwas mit Kuchen? Was tut beim Aufprall weh? Hä? Oh, vielleicht Jo! Hey! Alter, aua! Wir werden beworfen. Ey, ich werfe uns mit Kuchen ab. Aua! Au! Ich fliege durch die... Alter, ich fliege die ganze Zeit durch. Ich bin die ganze Zeit getroffen. Ich lieg schon bewusst auf dem Boden. Ich verstecke mich bei ihm. Ja. Clever. Aua! Ey, die doofen Kuchen, Alter. Wie? Hä? Was? Geht es dir gut? Scheint, als hättest du zu viel Kuchen... zu essen. Oh mein Gott. Was passiert da? Alter, das Gesicht. Was macht er da? Der beißt ihn. Was? Hä? Oh mein Gott. Hey. Frisch. Wie frisch? Kinder. Oh mein Gott, er will uns essen. Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Hey. Kaspar? Fabi! Kaspar! Wir hätten einfach nicht mitgehen sollen. Du bist wertvoll, sagt er. Meine Süße. Wie? Der will dich. Der denkt, du bist eine Frau. Wegen dein Hahn. Hier bist du sicher. Nein. Ey, hey, hau bloß ab. Was kannst du hier? Erstmal drauf. Ja. Es sei denn, du willst nicht mit mir spielen? Nein. Ich wünsche, du wärst dann tot. Was? Manchmal ist der Tod besser? Nee, gar nicht. Ey. Ich hab Angst. Fabi, der will dich. Ich bin Fabi, der liebt dich. Er kommt immer zu mir. Der hat gesagt, der liebt dich. Mach mal auf hier. Ich hab selber keinen Schlüssel bei mir. Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaub, der hat dich angerotzt. Mit seinem Schnodder. Ey. Wo geht er hin? Er ist weg. Hilfe! Und jetzt? Ich will nicht wieder sterben. Nach Hause. Wir brauchen die Schlüssel der Wache, um zu entkommen. Oh, okay. Okay. Also ich trau mich nicht den... Hä? Kasper? Hä? Jo! Oh, yeah! Ja! Jungs! Gut, dass wir dick sind. Hier ist die Wache, oder? Wo ist die Wache? Hier! Hier! Ja, der pennt einfach! Was ein Idiot, Digga! Was ein Idiot! Ich hab den Schlüssel, Digga! Guck mal, ich hab den Schlüssel! Ja, los! Wo müssen wir hin? Hier, muss ich ihn befreien. Ach, den! Okay, ich mach auf! Will der Wache raus? Okay, gut. Ey! Das ist die Heulsuse. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, kein Problem. Verstecken wir uns, bevor der Clown aufwacht. Ist der Gott. Ist er schlafen gegangen? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns nach Orten umsehen, an denen wir uns verstecken können. Okay, vielleicht in so eine Box rein. Hier hoch. Komm mal mit. Oder? Komm hier. Nee. Oder? Nee. Er sucht gerade schon. Oh, da ist eine Leiter. Ja. Los. Hier, Jungs. Kitty, komm mit. Was macht er da? Aber der ist... Oh. Ey, ich hab... Oh Gott. Hey, kommt. Da sind Ratten und so. Schnell. Komm schnell hoch. Okay. Kommst du nicht hoch? Oh. Doch. Okay. Los jetzt. Alter, ist das gruselig hier. Hier ist ein Säge mit Blut. Was machen du? Du kannst ja gar kein Deutsch. Wir können die Leiter nicht zurücklassen. Sie werden das bemerken, wenn sie sehen, dass wir uns rausgeschlichen haben. Okay. Gut, er hat die Leiter. Hey. Oh. Der wacht auf. Schnell hier rüber. Boah. Okay. Er wird wach, ne? Wo ist der?
Irgendwo unten, glaube ich. Unten irgendwo. Ich mach die Taschen aber lieber aus. Hier sind Särge. Der ist aufgewacht. Oh Gott. Wie? Da unten ist der. Wie sollen wir ihn jetzt meiden? Warum fragst du mich das, sagt Kasper? Ich bin nicht sicher. Hier muss etwas sein. Da muss es sein. Hier ist eine Maske. Komm mal zu mir. Nee, danke. Ich hab hier was für dich reserviert. Ein Sarg? Ja. Ja, leg dich doch mal rein. Nein, der ist für dich. Nee. Komm her. Was ist denn das überhaupt für ein doofes Bild? Wer malt denn so schrecklich? Wo müssen wir jetzt lang, ist die Frage. Oh, der steht ja mal unten. Ich sehe den nicht. Nicht runterfallen, ne? Direkt unter uns hier. Oh, da. Mach die Laterne weg. Schnell. Okay. Er guckt um sich. Warte mal, guck mal. Hier ist ein Sack. Wir müssen den drauf, auf den draufhauen. Stimmt. Ja. Oh, warte. Lass mich das machen. Hier. Du musst dich da ranhängen. Häng dich da ran, Fabi. Ich soll... Los, opfer dich für uns. Häng dich ran. Jetzt. Ja, häng dich ran. Ja, okay. Los. Ah. Nein. Ich kann dich auch nicht wiederbeleben. Doch kann ich. Okay, gut. Fabi, zieh einen Teil oder so dran. Aber... Versuch da dran zu ziehen. Es geht nicht. Unten. Und der eine hat die Leiter geklaut. Ich habe eine Säge gefunden, Leute. Die lag hier auf dem Tisch. Verwenden wir es, um den Sack loszuschneiden. Oh, okay, pass auf. Ich habe die Säge. Was macht denn ihr da unten? Schneid ihn ab. Lenk ihn ab. Nein, nicht so nah. Nicht so nah. Ich schneid schon. Ja. Oh. Juhu. Jawohl. Juhu. Der hat sich wehgetan. Alter. Der ist da voller Blut. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Das ist eine Geisel. Oh mein Gott. Ey. Lebst du noch? Junge, bring mich hier raus. Ein Elefant. Der so, warum sollte ich, sagt er. Der sagt, warum sollte ich? Oh, guck, wie er guckt. Ich war früher ein Park Ranger. Ich kenne mich im Zirkus aus, bitte. Wollen wir den rausholen oder nicht? Hol mich wenigstens aus dem Elend raus. Also, vielleicht ist das auch eine Falle. Könnte auch eine Falle sein, ne? Aber warum sollte jemand den da so reinlegen? Ja, stimmt schon. Ich helfe dir nur, weil du gesagt hast, du kennst einen Weg aus dem Zirkus raus. Okay, was machen wir? Wir machen den frei. Ja, hier hast du die Säge. Aber nicht dein Bein abschneiden, okay? Irgendwie vertraue ich dem Ganzen nicht, ne? Er sagt, ja, das werde ich. Gib mir eine Sekunde zum Atmen. Ich habe, glaube ich, kein gutes Gefühl. Wie der aussieht. Guck von vorne. Der sieht aus. Das ist ein Elefant. Okay, ich bin bereit. Sie werden wissen, wohin wir gegangen sind, sobald sie sehen, dass ich weg bin. Okay, ich glaube, den können wir doch vertrauen. Ja. Hier, ich werde die Polizei kontaktieren, indem ich Überreste vom Tatort benutze. Was? Okay, warte mal. Hier ist ein Tatort. Oh. Oh Gott. Okay. Ja, da gehe ich wahrscheinlich rein, oder? Nee, Leon, geh da nicht rein. Trautes Heimglück allein. Der Ort hat sich kein bisschen verändert. Hier habe ich früher gearbeitet, bevor ich entführt wurde. Ach, er soll quasi... Okay. Warte mal, erstmal gucken, wie sein Gesicht aussieht. Kann man ihm vertrauen? Alter, was ist mit seinem Auge passiert? Weg. Oh. 112, wie ist Ihr Notruf? Hallo? Ich höre, was ist Ihr Notfall? Wir werden von Mördern verfolgt. Wo sind Sie? Portwood Parks. Krimi-Szene. Bleiben Sie drin, Sir. Und stellen Sie sicher, dass alle Türen verschlossen sind. Okay, Tür zu. Schnell die Tür zu machen. Ein SWAT-Team ist unterwegs. Oha. Okay. Jo, wir haben auf jeden Fall Unterstützung. Wir werden hier gesichert. Wir müssen jetzt die Kabine barrikadieren. Okay, warte mal. Lass uns mal... Lass uns mal irgendwie... Das Sofa oder so da vorne hinstellen. Ich bin am Frieren. Bitte lass mich den Kamin benutzen. Sei aber schnell. Wird besorgt. Oh nein, ne? Müssen wir ehrlich Holz besorgen? Nee. Weil der friert. Wegen dem Dulli. Wir sollten noch drinnen bleiben. Schnell. Guck mal, wie schneller. Oh, der echt schon. Schnell, noch mehr. Los, beeil dich jetzt. Hoffen wir mal, dass jetzt in der Zeit keiner kommt. So, hast du es jetzt bald mal? Wie viel Holz brauchst denn du? Vergiss nicht, diese Tür zu verbarrikadieren, Junge. Ja, richtig. Okay. Also, Tür zu. Okay. Und können wir noch das Sofa da oder so davor schieben? Ja, genau, perfekt. Guck mal, der macht die ganze Arbeit für uns. Ha, der cool. Tierkopf, der sieht sehr gefährlich aus. Der Tierkopf? An der Wand. Hey. Was? Oh mein Gott. Der Clown. Hey. Alter, und da war eben ein Vieh. Hinter uns ist, hier ist noch einer. Wo ist noch einer? Der tanzt. Ja, der tanzt, Digga. Warum tanzt der denn? Das ist der ganz große. Oh mein Gott. Nein. Seine Beine! Ey, er hat mich! Oh nein, er hat uns gefangen in Ketten. Alter! Dein Zuhause, sagt er. Alter! Was passiert hier?
Du guckst mich so an. Was glaubst du überhaupt, wer das Haus behalten hat, den du vergessen wurdest? Dieser Tatort wurde nicht auf magische Weise verlassen. Okay. Alter! Der heult schon wieder! Hat er ihn in den Kamin gepackt? Der hat ihn in den Kamin. Was? Du hast meine Gefühle verletzt. Und jetzt möchte ich mit dir nicht mehr spielen. Oh oh. Aber was habe ich denn gemacht? Jetzt lässt du mir keine andere Wahl, als dein weiches, zartes Fleisch zu essen. Ey, nein! Alter! Kaspar! Kaspar! Kaspar, nein! Was passiert jetzt? Verwende die Schlüssel vom Zirkus, um zu entkommen. Oh mein Gott. Kaspar? Was passiert? Der hat mich gerettet, der Ranger. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier, schnell! Wie hat er das geschafft? Was hat er denn gemacht? Schnell! Schnell durch hier! Weg hier! Oh! Renn! Nein, was passiert jetzt? Wo sind wir? Oh Gott. Giggles hat sich bequem gemacht, an einem Tatort zu leben. Wir gingen direkt in die Höhle des Psychopathen. Okay, Jungs, vielleicht sollten wir direkt hier raus. Er kennt sich, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, lass raus hier. Ja? Das geht nicht. Oh, man kann nicht raus. Oh Gott, was macht er denn? Hier ist Brooks. Ich konnotiere alle Ranger für eine Park-Evakuierung. Brooks? Ich dachte, er ist tot? Genau, ich dachte, du wärst tot. Tim? Dachte ich auch. Mr. Ranger, wir brauchen Ihre Hilfe. Das SWAT-Team ist weit weg. Ich werde dir etwas Zeit verschaffen. Oh mein Gott. Alter! Ey! Hier, schnell! Hier ist er! Lauf doch, andere Seite, raus hier! Raus! Schnell, Alter, Lauf schnell! Und nicht runterschauen! Oh nein, ich runterfallen! Ich bin runtergefallen! Oh nein! Nein, ich glaub mir schnell ein Leben, okay? Ja. Bitte lass mich einfach... Ja, ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Wo bin ich? Ey, wo sind wir? Wir sind aus dem Bunker raus! Schnell hier in das Haus rein! Verwenden Sie was auch immer Sie können, um sich vor Giggles zu verteidigen. Holt euch irgendwas, irgendein Werkzeug hier. Feuerlöscher oder keine Ahnung was. Gibt's hier eine Axt? Ich hab einen Feuerlöscher. Psst. Ja, Äxte gibt's ja auch. Ich hab ein Rohr. Eine Axt nehme ich auch mit. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist er? Da, er kommt. Er kommt. Alter, er hat sie mit der Axt abgehauen. Kaspar, warum stehst du da nur so? Ich kann nicht reingekommen, ich bin nicht mehr drin. Ach so, er steht da einfach am Bunker. Jungs, er guckt einfach zu. Ihr macht das ohne mich. Hey. Er hat eine Shotgun. LOL, wo hat er eine Shotgun her? Oh mein Gott. Feuerlöscher. Halt drauf. Aua. Ey, au. Hilfe. Oh, das ist eine Bärenfalle. Pass auf die Bärenfalle auf, ja. Hey. Au. Hilfe. Was hat er gemacht? Oh mein Gott. Ich gehe auf den Boden. Aua. Au. Was passiert hier? Bam, guck mal hier, ich hau ihn! Zack! Auf den Kopf! Oha! Digga! Hau ihn kaputt, Fabi! Ich mach es! Müssen wir vielleicht. Ich glaube, wir müssen weiter rennen. Komm weiter! Lass raus. Lauf! Ich hab nicht mehr viel Leben. Hier einfach geradeaus. Oh. Folg dir. Schnell hier hochklettern! Schnell kletter hoch! Oh, schnell in den Van? In welchen Van? Okay. Oh. Was passiert hier? In welchen? Ich komm hier nicht rein. Wo sind wir denn? Welcher Van? Ich sehe keinen Van. Fabi, wo ist der Van? Wo bist du? Da! Irgendwo. Ich komm, das ist das SWAT-Team. Jo. Alter, was hab ich hier alles für Waffen, Digga? Ich hab einen Rehkopf. Ich hab eine Kühlbox. Was? Da ist der Clown! Oh, Tür zu. Wow. Weg hier. Fahr! Gib Gummi! Also, du fragst dich, was als nächstes passiert ist? Ja. Die Bullen haben meinen lieben Zirkus geschlossen. Aha. Anscheinend finden sie meine Art von Comedy nicht sehr amüsant. Oh, und diese kleinen Gören, die haben eine Afterparty. Oh, bei seinem Grab. Die haben das gute Ende sogar bekommen. Was mich betrifft, ich wurde über Nacht eine Berühmtheit. Alter, das ist in den Nachrichten und so, ne? Ey, hier, der Sketch von dem... Er hat auch Fans und sowas. Zum Glück, wie ich das auch macht. Ich muss mich noch um dringende Angelegenheiten kümmern. Aber er ist entkommen. Freunde. Oh, Kaspar, Alter, wo sind wir denn? Anscheinend in der Zelle. Ich wollte mir gerade nur die Hände waschen, dann sehe ich diese ekligen Kakerlaken auf dem Boden. Alter, ich laufe hier tausendmal rum und die... Hä? Guck mal hier, ein Bild von Omi, von deiner Oma, guck mal. Hä? Wie sieht die denn aus? Und da kommt oben Scheiße raus. Ist oh, Gott. Oh, warte mal, guck mal hier. Hier können wir was machen. Wir können hier raus, wir können aus dem Gefängnis ausbrechen, sagst du?
Ja, ich lass mal versuchen. Lass mal hier dran ziehen. Komm mal den Ding. Sehr gut. Okay. Oh mein Gott. Das Ding ist, wir sind in irgendeinem Gruselgefängnis gelandet. Okay, also was heißt Gruselgefängnis? Hier sind Monster oder was? Ja, anscheinend ist ja auf jeden Fall nichts, wie es in der normalen Obby so ist, ne? Okay. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Es sieht auf jeden Fall alles auch richtig gruselig aus, muss ich sagen. Vor allem, ich sehe auch gerade, du hast hinten an deinem Ding so Blut dran. Oh ja, weil ich auch schon misshandelt wurde von irgendwelchen Wärtern hier. Oh Gott, okay. Oh Gott, pass auf da unten. Okay, warte mal. Oh nein. Da steht, bleib zurück. Was? Okay. Oh, gehen wir da jetzt rein oder nicht, ist die Frage. Oh mein Gott. Guck mal, der heißt Dummheit. Dann ist es wirklich auch eine Dummheit, da reinzugehen wahrscheinlich. Okay, warte mal. Das ist ein doppeltes Zeichen. Okay. Der elektrische Stuhl. Nein. Kennst du den? Den kenne ich, ja. Wenn du nicht artig warst, wirst du drauf gefesselt und kriegst Schocks, Elektroschocks. Oh, okay. Was denn? Ha! Hast du es nicht gesehen? Doch, hinten in der Scheibe. Oh mein Gott, ja. Hä? Oh, was ganz Gruseliges. Aber setz dich da nicht rein, Kasper. Ich will nicht weiter. Ich will nicht weiter. Müssen wir hier lang? Ich glaube, wir müssen echt da lang. Oh Gott, was hat die in der Scheibe da gemacht? Oh mein Gott, ist sie gruselig gewesen. Lass mich hier ein bisschen weiter gucken. Okay, Hier irgendwo. Hallo? Hallo, wieso ist auch hier kein Wärter? Lauf, Kasper! Oh mein Gott! Wo kommt der denn? Ey, er kann klettern! Er kann klettern, Kasper! Nein, Alter, das war anscheinend irgendwie so eine Wahnvorstellung oder sowas. Oh, ja, kann sein. Oh, hinter dir! Ich hau mich schon wieder ein! Oh mein Gott, hoch! Nee, schnell, lauf! Lauf, Kasper, lauf! Schnell da durch! Duck dich! Es geht nicht! Nein! Man kann doch nicht durch! Ja, ich bin durchgekommen! Wieso bist du da durchgekommen? Gott, ich musste springen! Ich musste springen! Komm her! Wie soll ich da reinkommen? Los! Ja! Oh mein Gott! Was? Du hast mich klein gemacht! Hey, du hast es aber auch so geschafft, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast es gerade klein gemacht. Mach mich wieder groß! Ich weiß nicht wie. Mach mich wieder groß! Du bist ja voll klein! Jetzt auch noch selber schießen? Oder kann ich ihn damit abschießen? Oh Gott, den da vorne vielleicht? Mit jedem. Hä, wie soll ich ihn jetzt hier rühren? Ah, nein! Ich bin zu klein gewesen dafür. Aber ich hab ihn klein gemacht in dem hier. Okay, komm, schnell, Kasper. Jetzt bin ich groß. Okay, komm, wir hauen da. Lauf schnell. Oh, Mann, also nein! Mann, da musst du echt vorsichtige Sprünge machen, Brock. So, pass auf. Ja, du musst den Hebel nein, meine Waffe ist weg. Hebel, jetzt. Jetzt. Meine Waffe ist weg, Kasper. Die kommt gleich wieder. Ich hatte gerade so viel... Ah, stimmt, du hast recht. Okay. Sehr gut. Hör auf jetzt hier, die Leute klein zu machen. Hör auf, die Leute zu ärgern. Okay, Hier, ein Hebel. Ich mach an. Ja. Und? Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Jetzt hab ich's nicht geschafft. Nein, ich hab's auch nicht geschafft. Och, Mano. Wenn ich sie klein mache, kommen sie einfach nicht rüber. Hier rauf. Hör auf! Hey, Mann, jetzt hör doch mal auf, ich will es jetzt mal schaffen. Ich hab doch nichts gemacht. So, ich mach den Hebel um, so, und ja, hier rauf, dann hier rüber, so. Oh Gott, okay, alles klar, ich schaff's nicht. Hier rüber und, das war schon ganz, ganz knapp. Oh, Gott, du bist doch echt ein Assi, sag mal. Okay, Kasper. Wie soll ich das denn jetzt machen hier? So wie also, Kasper, wir gehen jetzt nach oben, komm jetzt mit. Okay. Au! Oh Gott. Nein, ich bin da nicht so blöd. Ich kann hier mal ganz auf entspannt vorbeigehen. Warum war der gerade Elektro geschockt? Tja, weil du nicht aufpasst. Okay, ich seh's gerade. Ich bin oben, Brock. So, toll, jetzt war es sogar ein Vorteil, dass du klein bist. Ja. Ich gehe sogar noch höher. Alter. So, ich bin jetzt auch gerade oben bei dir. Alter, du bist richtig klein. Ich bin richtig klein. Oh nein. Was ist da? Oh nein, Kasper. Hol nicht den Mini-Kasper. Was ist das denn hier? Hä? Oh Gott. Zombies oder sowas? Ja, mit so Hüten auf, aber die haben es wahrscheinlich auch nicht gehört oder so. Hey! Was war mit denen denn los? Sag mal, kannst du die nicht schrumpfen? Ach, nee, ich glaube nicht. Probier mal. Okay, geht nicht. Wir dürfen nicht so in deren Nähe kommen, Broxo. Oh. Ach, Mann, jetzt bin ich voll in die Nähe gekommen. Hat er dich schon wieder geholt oder was? Ja. Ich hab's. Ich warte hier hinten. Okay, ich muss da... Alter! Vorsichtig, Slalom. Hier ist so ein verrosteter Rollstuhl. Wie verrostete Rollstuhl. Hier sind so verrostete Rollstühle, sag mal. Was soll das denn? Oh Gott, hier ist noch einer. Hier bist du. Komm her. Ja, ich komme. Okay, sehr gut. Dann lass mal hier direkt weiter. Erstmal hier, dann hier die Sägen.
Oh, ich hab's direkt. Alter, Junge, Junge, das war knapp. Oh, oh Mann. Komm ran hier, sag mal. Als wenn du von den Spikes getroffen wirst. Ich wurde leider gerade echt von den Spikes getroffen. Ich dachte, du bist der Obby-King hier. Ja, bin ich jetzt auch. Pass auf. Guck. Okay, okay, komm, wir gehen weiter. Was steht da? Wir müssen irgendwo hinklettern. Hörst du das? Ja. Ich höre ihn. Nein. Schrumpf ihn bitte, wenn du ihn siehst. Nein. Ah, hier ist er. Hilfe. Oh, Mann. Er hat mich. Mich auch. Der läuft Mutterseelen alleine weiter. Ich suche gerade dieses blöde Seil. Er ist hinter mir. Er ist schnell. Hier, ich hab's. Nein, er hat mich geholt. Nein, mich auch. Ey, das Seil ist ganz hinten. Ich hab's, ich weiß, dass wir langlaufen müssen. Komm ran, komm ran. Ja, ich kletter auch hoch. Komm ran, ja, endlich. Jawohl, Kaspar, wir haben es geschafft. Okay. Sehr gut. Oh, pass auf. Oh Gott. Gefahr. Gefahren. Oh Gott, oh Gott. Oh, pass auf. Siehst du das da, was ich sehe? Die Skelette? Ja. Aber was sollen wir jetzt mit denen machen hier irgendwie? Die am besten nicht berühren oder so? Wow, doch, wir können die berühren. Alles gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, 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 okay. Ich hab's, ich hab's. Die hauen dich wahrscheinlich einfach nur runter so. Wenn ja, die ich glaube, die hauen dich runter oder sollen dich ablenken oder sowas. So, vorsichtig, ich dachte mir, das war gar... Oh. Ja. Alter, das war, grad, das war knapp. Hast du gerade gelacht? Ja. Hey! Mann! Los, komm doch raus aus der Tür. Ja, geht nicht, ich bin zu schwach. Mach auf! Mach auf! Ja. So, danke. Cool. Okay. Okay. Ja, dann bin ich schon ganz unten. Ja, okay, dann könnt ihr doch mal raus. Ach Mann, also wirklich, als kleiner Mensch hast du echt nicht ein... Hey! Ich bin hier noch gefangen! So, okay, okay, dann komm, Baby Kaspar, dann, Boah, guck mal hier, die Spülmaschinen oder Waschmaschinen. Warte mal, da steht, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Link for Tab. Hä? Ah, da sollst du drücken, für, um so ein Ding zu bekommen, ne? So ein Teil, aber ich glaube, das war nur... Was ist hier denn? Ach so, du meinst hier? Irgendwas... Ne? Guck mal! Hä? Ich hab einen Helm auf! Was? Oh. Alter, der ist aber groß, der... eine Mine! Aber ich hab noch mehr von diesen Dinger, muss man... Alter! Einfach nur die Waffe voll drin oder was? Mach mich wieder groß! Mach mich wieder groß! Nein! Ich bin zu klein dafür! Ich mach dich noch kleiner, wenn's geht. Nee. Komm, ich mach zurücksetzen und BAM! Aua! So, also wir müssen jetzt anscheinend... Die Mine rein. Ah, haben wir schon eine Dings gefunden? Ich nehme hier mal den Hut. Hä, wie soll ich mich den Hut nicht mehr nehmen? Oh! Ach, das ist einer, okay. Ja! Ach, wir hätten eine Axt nehmen müssen, oder was? Ich hau mich durch, Kaspar. Oh, oh nein, hier sind Xe. Wo war die Axt? Hier sind Xe, ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Hier unten. Hier ist die Axt, sehr gut. Nein! Oh Mann. Ich habe so eine Teleportwaffe, ne? Damit kann ich einfach überall hinten mich teleportieren und immer außerhalb der Karte. Ist voll nervig. Ist doch voll cool. Wie, ich brauche keine Axt? Hä, ja, natürlich. Hey, jetzt habe ich es aufgemacht, ne? Du musst einfach nur raufklicken. Ach, was? Okay, ich dachte nicht, auf die Xe klicken, oder was? Durch. Aber ich hab das X klicken. Maulwurf. Wollte doch, du musst auf das X klicken. Muss man nicht. Du Lügner, Alter, du Assi. Du Assi, da wollte er mir nicht gönnen. Oh mein Gott, hier lang. Ey! Ey, guck mal, komm mit. Okay. Hier ist der Weg nach draußen, Kaspar. Oh, sehr, sehr gut. So, sehr, sehr gut. Komm. Jawohl, sind wir schon draußen? Ja, raus, wir müssen jetzt hier anscheinend auf die Dings gehen. Okay, irgendwo sollen wir Kaspar. Rein. Oh Gott. Nein. Da ist er. Nein. Oh Gott. Kaspar! Wow! Ah, er hängt am Tisch fest! Er hängt am Tisch fest! Oh nein! Wo bist du denn? Er hat mich! Nein, Hilfe! Mann, der ist so stark immer, ey. Du hast gar keine Chance gegen den. Hier hoch! Er kann auch klettern! Nein! Alter, der geht nur auf mich! Der geht nur auf mich! Ich sag's dir wirklich! Oh mein Gott, Kaspar, ich bin gefangen in so einem Panikraum. Das ist doch echt ein schlechter Scherz hier. Kaspar, ich bin gefangen hier in so einem Raum. Ja! Oh mein Gott, die Teleportwaffe hat was gebracht! Ich konnte sie einfach austricksen! Ja, wo muss ich hin? Hier nach rein? Nach oben, du musst... Ja! Okay. Sehr gut. Oh, jetzt hier. Hebel nehmen. Okay, und perfekt, jetzt hier aufmachen, perfekt. Jetzt wir können ja schon rausgehen. Oh, der Sicherheitsraum ist rechts. Pass auf, das sind hier die ganz gefährlichen, ne? Glaubst du, wir sind in so einem Hochsicherheitstrakt? Ja. Okay, wir sollen einen Schalter nur... Ah. Oh Gott. Wir sollen immer nur einen Schalter nehmen, Brox. Ich nehme den hier. Ah! Oh. Ich nehme rechts. Such du einen aus. Verdammt. Es ist dieser hier. Ja! Wie? Ha! Ja, nein, was? Toll, super Schalter. Hast einen super Schalter ausgewählt, Kaspar. Ich sag dir nicht, welcher das war. Also echt richtig gut. Also wirklich. Da drückst du direkt nochmal auf den gleichen drauf. Das war doch nicht der gleiche. Natürlich. Nein, Mitte. Okay, dann drück ich mal. Ach, verdammt. Ha! Ja. Das ist dann gut. Ist irgendwas auf? Hier ist irgendwas auf. Sehr gut. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ey, Alter, du bist so asozial, ne? Das ist so asozial. Hier, guck mal, was liegt denn hier? Hier ist unsere Zelle!
Nein, mit dem Oma, mit dem Bild von deiner Oma. Nein, Kaspar, ich habe irgendwas gemacht. Nein. Was hast du gemacht? Nein, ich habe irgendwas aufgesammelt. Gesammelt hier? Sammel es nicht auf! Ich glaube, wenn wir das aufsammeln, da müssen wir, okay, ja. Wir brauchen diese Schlüsselkarte sowieso. Okay, das heißt, sammeln die mal auf, dann ist die aufsammeln, dann müssen wir halt direkt abhauen. Müssen wir direkt los. 3, 2, 1, los! Go! Oh Gott! Lauf! Lauf! Oh Gott! Da kommt er! Oh Gott, der kommt! Da kommt er! Er ist hinter mir! Er ist auch hinter mir! Hier, hier, hier! Ich hab's! Nein, einen Meter vor dem Zaun! Ah! Hey, ich war durch! So, Schlüsselkarte. Und. Laufen! Laufen, Kaspar, lauf! Ich hab hier schon den besten Geheimweg, und zwar hier lang. Ja. Oh mein Gott, er ist so nah, er ist schon an mir. Er ist so nah. Er ist wirklich so nah. Oh mein Gott! Ja, ich hab's! Ja, ich hab's auch! Noch weiter. Wow, mein Gesicht! Hier ist alles voller Scheiße! Ist ekelhaft! Ekelhaft! Hier geht's dann zur Kantine, okay, okay, komm. Pass auf, ab geht's zur Kantine, zum Obi-Ki... Alles klar! Als wenn du auch drauf gehst! Du Assi! Oh mein Gott! Hey! Ich hab's gerade bis Ende durchgeschafft! Ich weiß, ich hab extra geguckt! Oh mein Gott, schade! Okay, oh nein! Was ist denn hier, sag mal? Hör auf! Hörst du auf? Ey, also wirklich, dass du mich immer klein machen musst! Oh nein, er ist hinter uns! Er ist hinter uns! Ah! Hey, ich bin viel zu klein dafür! Ey, Mann! Okay, ich mach dich diesmal nicht klein. Aber dann komm, lass uns hier. Hörst du es, wie es weint? Heult doch schon die Göre hier vorne irgendwo. Oh Gott, lauf schnell weg, Kaspar! Ich will nicht den Schleim. Mach ich nicht. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo durch. Ja, ja, hier irgendwo. Ich direkt hinter mir! Lauf! Ah! Mann! Nein! Oh Gott, war's knapp! Ich hab's geschafft! Die ist immer noch hinter mir! Oh Gott, was? Die Falltür ist zugegangen hinter mir, Broxo. Wie die Falltür? Oh mein Gott, ich glaube, aber für dich ist sie noch offen. Du musst da durchkommen jetzt, sofort. Ich werde sie schaffen. Ich muss gerade durch den Schleim gehen. Ich bleib hier kleben, Kaspar. Los! Kaspar, die Alte will mich holen. Nein, los! Ah, ich lauf doch schon. Los! Oh, okay, ich bin da. Na, endlich! Okay. Hol doch mal langsam Zeit hier, sag mal. Hier, wir müssen die Falle benutzen. Ja. Ja. Und jetzt? Also wirklich, was ist das? Also, warum läufst du denn dagegen? Ja, weil das bei mir noch nicht an war. Hä? Aber wozu müssen wir die benutzen? Ich glaube, das war Veräpplung, oder? Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen die Falle erst gleich benutzen, um irgendwen zu holen, glaube ich. Okay, lass mal hier durchgehen. Ah, und jetzt jemanden locken, oder was? Genau. Ja, da kommt der, da kommt er. Okay. Ich mach ran. Na komm doch, du Blöder. Ja! Ja, wir haben ihn geholt. Sehr schön. Sehr gut. Okay, gehen wir jetzt hier lang? Lass mal weiter. Nee, hier unten runter, Ja, hier ist der S, hier kann man, ja, hier können wir raus. Ja, respawn das Ding. Hier kommt ein Wagen, da, der Zug, komm. Der Zug. Rein hier. Tschu. Und, also wirklich, Yeah, Kaspar, ab nach Hause, wir haben es geschafft. Hey, ich bin auf die Gleise gefallen. Ah, du bist rausgefallen. Ich konnte gar nicht damit fahren, weil ich so klein war. Ich bin ja, genau. Ist so. Ich bin auch rausgefallen. Der Zug, du hast den Respawn, den Zug. LOL. Tschüss, du Blöder. Hau rein. Soll ich auch drin? Nein. Was willst du, hä? Nein, lass mich. Lass mich. Hör auf, um mich zu schießen. Nein! Ja. Nein! Kleiner Baby Kaspar, du. Nein! Ich will überleben. Hä? Wo lang? Ich weiß auch nicht. Der Zug so langsam. Verdammt, nein. Nein, siehst du, was ich sehe? Wo geht's denn? Oh nein. Nein! Ey! Hä? Oh, guck mal. Sag mal. Ey, wir haben es überlebt. Was ist das denn? Guck mal hinten. Ja. Ist es das Ziel hier vorne? Ja, das ist das Ziel. Wir haben es geschafft, Kaspar. Juhu. Ja, wir sind entkommen, Broxo. Sehr gut. Endlich spielen wir wieder Roblox mit Kaspar. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir werden heute anscheinend mit Granny zu tun haben, mit unserer Großmutter. Heute werden wir endlich mal wieder hinfahren. Aber es wird nicht der ganz normale Besuch, Kaspar. Ich bin mega gespannt. Wie bitte?
Es wird auf jeden Fall kein ganz normaler Besuch, Kasper. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich glaube, unsere Oma ist ein bisschen dement wahrscheinlich schon. Guck mal, wie sie auch aussieht. Die haben keine Schielaugen. Das glaube ich nämlich auch, Leute. Ja. Lasst auf jeden Fall gerne bei uns beiden ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Roblox-Stories sehen wollt. Ich würde sagen, wir gehen da direkt mal ins Taxi rein, sagst du. Wollen wir hier? Da sind noch zwei Plätze frei. Okay, let's go. Und ja. Wir sitzen zusammen im Taxi drin und jetzt heißt es einfach nur noch Abfahrt. Ab geht's zu Ready! Oma! Hallo! Omi! Oma. Da sind wir endlich! Oh, sie sagt, du musst noch schnell ein paar Sachen fertig kochen und dann können wir direkt schon reingehen. Aber wieso guckt die denn so grimmig? Die guckt echt voll grimmig. Und guck mal, wir sind alleine hier. Oh, stimmt. Guck, Omi? Cool. Omi! Omi! Hallo! Hallo. Und okay, komm, wir gehen mal in die Tür rein und mal gucken, okay, was Oma so erwartet. Ja, ich bin gespannt. Oh. Sieht echt gut aus hier drin. Guck mal, der dicke Kater. Super aus. Und guck mal hier. Fluffy. Das ist nicht Fluffy, das ist Fluffy. Fluffy, ja. Ich glaube eher Fetti. Fetti, würde ich auch sagen. Okay, lass mal ein bisschen hier rumgucken. Was ist hier sind die ganze Zeit Sachen irgendwie eingesperrt. Ne? Denkst du, wir können hier so ein paar Schlüssel finden? Auch hier. Hihi, Omi. Ich spring auf dem Sofa rum. Wie kannst du reingehen? Guck mal, wir sollen hier die Schatztruhe anfassen. Ja. Die ist einfach unaufgeräumt, ey. Es ist echt unaufgeräumt. Oma, also damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass du... Ich auch nicht. Was sollen wir machen? Wir sollen hier rauf. Berühren? Und jetzt? Guck mal, was ich gefunden habe, Kaspar. Zeig mal, was ist das? Das ist so eine Schatztruhe oder so, ja, ne? Ja, anscheinend ist da irgendwas drin versteckt oder so. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was es sein soll. Vielleicht ist es ein Geschenk oder so. Warum sollte ich es denn irgendwie in so eine Kiste einpacken und nicht einfach irgendwie ganz normal in Geschenkpapier reinmachen? Stimmt. Guck, was wir noch so haben. Guck mal, wir können auch einen Kühlschrank aufmachen, ne? Und da ist Fisch? Medikit drin. Hä? Okay, hier auch ein Toaster. Wir das denn brauchen? Können wir so einen Toast drin mitnehmen? Da haben das Toast irgendwie nicht mitgenommen. Nee, mal, du kannst den Toaster runter und hoch machen. Guck mal, wenn ich... Hey! Oh! 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 Guck mal, wir können was essen. Ja, ich kann... Burger, lecker. Oh, da hat Omi wieder gekocht, muss ich sagen. Omi hat auf jeden Fall richtig gezaubert. Omi! Das schmeckt aber ziemlich, ziemlich gut. Ich möchte neben dir sitzen. Warum sitze ich so weit weg? Ich komme auch nicht rüber zu dir irgendwie. Jerry, kannst du uns vielleicht helfen? Wir sind ja deine kleinen Cousins. Jerry, okay. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es uns sehr gut schmeckt, muss ich sagen. Ja. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so gut. Ich auch nicht. Irgendwie. Also was ist? Denkst du, du bist gegen irgendwas allergisch oder sowas? Ich bin auf jeden Fall gegen Erdnüsse allergisch und irgendwie, ich bin auch gegen Schokolade allergisch. Hast du irgendwie so ein Antimittel oder so dafür? Ja, ich muss mal gucken, es ist glaube ich in meinem Rucksack oder so. Okay, lass uns mal schnell den Rucksack finden, okay? Okay, lass let's go. Lass mal ganz schnell wo soll der denn hier sein? So, komm, wir finden jetzt deinen Rucksack. Ich weiß Kaspar, nicht, wo ist dein Rucksack? Ist der muss hier irgendwo unten sein. Wahrscheinlich im Wäscheraum, oder? Hier, ich hab ihn. Ich brauch Medizin. Ja, ich hab ihn gefunden. Danke, dass du ihn gefunden hast. Oh, super. Kein Problem. Ey, du hast ihn einfach beim Hüpfen hast du den einfach hinten verloren. Der ist hier hinten gewesen. Ich bin so ein Dussel. Echt so ein Dussel, ne? Ohne Spaß jetzt. Okay, ich fühle mich auf jeden Fall jedes Mal so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass irgendwas schief geht. Ja, das ist irgendwie immer so. Aber guck mal, sie sagt jetzt, okay, bevor wir die Party jetzt starten, machen wir anscheinend irgendwas ganz Cooles. Ich bin mal gespannt, was sie vorbereitet hat. Und komm, lass uns mal ihr dabei helfen, ein bisschen aufzuräumen. Ja. Okay, die Küche, die sieht auch ziemlich... Sieht auch nicht so gut aus. Die sieht einfach nur eklig aus. Hier erstmal Kühlschrank zu, wir heizen ja hier, wir kühlen ja nicht für die Umwelt. Ist so, hier machen wir den Toaster hoch, so. Toaster. Oh nein, wir müssen schnell alles aufräumen. Oh nein, okay, hier. Zack, hier zack, die Unterlagen, zack. Weg bam, damit. Bam, bam, hier die Teller. Bam. Dann alle ins hier noch ganz kurz die Teller entsorgen. Abwaschen, so. Und noch, Alter, im Wohnzimmer auch noch die Ballons. Oh. Peng, peng. Oh Gott, peng. Hier, die ganzen, peng. Anscheinend will die keine Geburtstagsparty mehr haben, oder was? Nee, die mag wohl keine Party. Haben wir noch was sehen. Was ist alles? Hier oben. Peng. Und noch kaputt machen hier. Warte. Ach so, hier und die Galante. Jawohl. Okay, wir haben alles weggeholt. Sehr schön. Guck mal, wir sind doch Omas Lieblingskinder jetzt. Ja, das sind wir sowieso. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen Fernsehen einfach gucken in der Zeit, während Oma sich gerade frisch macht. Und guck dir mal diese alte Glotze an. Was ist denn das für ein Ding? Die ist ja von 1922 oder was soll das ohne sein? Ohne Spaß jetzt, die Alter. Ist ja uralt, Oma. So, dann mach ich mal. Oh, oder macht er uns jetzt den Fernseher an? Jerry, machst du den Fernseher an? Ich glaube, er macht uns den an. Und? Oh ja. Und? Was läuft da drin was so? Was läuft denn da? Okay. Ey, aber wieso ist der Fernseher auf einmal ausgegangen? Ich weiß ganz auch nicht. Irgendwie war es eben an und jetzt direkt wieder aus. Okay, komm.
Komm, komm, wir sollen komm. Hoch, wir sollen ja, hoch. Lass einfach jetzt schlafen gehen, okay? Während wir kein Fernsehen gucken können, dann gehen wir einfach schlafen. Was ist hier? Okay. Oh. Guck mal, ich kann Gitarre. Und puh, bist du mit dem Ball spielen. Guck mal hier. Und Körbe werfen. Wow. Und Chokeslam. Wow. Oh, hast fast. Du getroffen? Warte, nee, leider nicht. Bei mir nicht. So, bei mir hast du getroffen. So, hier. Warte, lass mich mal. Guck mal. Ich zeig dir, wie es geht. Und? Okay, mach mal. Oh, leider nicht, Kasper. Ich will. Ja. Okay, du hast so, jetzt aber. Hier, pass auf. Und? Verdammt. Warte mal, lass uns mal ganz kurz die Nachtlampen hier anmachen. So, komm. Okay. Lass sie mal anders. Die sind wir noch aus. So, zack. Hier, guck mal, was ist das denn für ein Teil? Das kann man auch drehen, ne? Wo, hab ich eben schon gesehen, ja? Irgendwas. Oder hier auch wieder die Lampen, das Telefon. Was kann man denn hier alles machen? Und auch spielen kann der sogar Xbox spielen. Wir können hier richtig viel machen, oder? Oh, ich werde aber echt langsam müde, muss ich sagen. Ich mach nochmal schnell den letzten Korbwurf, der geht jetzt auch rein. Und? Ja! Krank! So kann ich auf jeden Fall jetzt schlafen gehen. Okay, ab ins Bettchen, los! Oh! Hast du das gehört? Was ist los? Alter! Was ist los? Hast du das gerade gehört? Da ich höre hier eine Fensterscheibe oder so kaputt. Oder so. Hast du die Fensterscheibe halt? Jerry, wach auch auf! Jerry! Was passiert denn hier auf einmal? Ist alles okay? Hallo? Da sind irgendwelche lauten Geräusche draußen. Oma! Oma, bist du's? Oh, ich glaube. Er sagt, das ist einfach nur Oma, die zurückkommt, als ob. Aber wieso sollte die denn die Fenster kaputt machen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, das macht für mich auch keinen Sinn. Aber vielleicht brauchst du ja ein bisschen Hilfe. Wollen wir mal gucken, oder was? Ja, da können wir eigentlich noch mal ganz kurz gucken. So, Oma, so, wir kommen. Oma, wir kommen. Wo bist du, Omi? Omilein, hier drin? Nee. Warte, ich glaube, hier unten. Ich glaube, du kannst doch nicht einfach die Treppe runterspringen. Du bist doch verrückt. Und hier. Okay. Aber wo kam denn die kaputten Fenster nix? Her, oder? Denkst du hier, also Fenster sind hier aber nicht kaputt, ne? Vielleicht ist Oma ja irgendwie Nachtwandlerin, Schlafwandlerin. Glaubst du? Das könnte natürlich auch sein, ja. Könnte sein. Hier, Fifi ist auch am Schlafen. Fifi? Oh, da kommt Oma. Oh Gott. Wo? Oh Gott. Oh! Oh Gott. Pass auf! Hey! Die schlafwandelt! Hey, was macht ihr denn da? Oma? Alles okay, Omi? Oma? Hä? Oh, okay, wir dürfen sie nicht aufwecken. Sie schlafwandelt, wir sollen sie nicht aufwecken. Schnell, versteck dich irgendwo. Wo denn? Hier? Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht wohin. Hier bei Fifi irgendwo? Hey, nein! Ich gehe hier in das Sofa! Da, ich gehe auch in das Sofa! Hier, ich gehe auch in das hier, Sofa! Hier, komm her, hier ist anscheinend richtig. Oh, okay. Was geht mal Oma ab, Alter? Die Oma, schlafwandelt was ist denn mit einfach. Ihr los? Sie marschiert da auch so rum und so, ne? Also. Ah! Sie ist aufgewacht! Hey. Sie jagt uns! Kasper! Mach schon, bitte, lass mich nicht Blatschel auf! Bitte! In die Küche! Bitte nicht, wir haben noch aufgeräumt! Ah, die kann sogar über das... Oh mein Gott! Die springt... Oh mein Gott! Oha! Lauf, Kasper, lauf nach oben! Sperr dich ein! Nein, wir können nicht! Geht nicht in den Wäscheraum! Versteck dich! Hier findet sie mich nicht! Komm her! Sie kommt zu dir! Nein! Kasper, sie kommt! Nein! Omi, ich mein artiges Engelchen! Kasper, wo bist du? Raus mit dir, du Dicke! Oh, Hilfe! Sie kommt zurück, pass sie auf! Sie kommt zu mir! Sie komm kommt rein, zu komm mir! Hier rein. Jetzt kommt sie auf einmal auf mich wieder! Kasper, auf! Oh. Da guck mal, jetzt rennt was sie wieder weg! Was ist passiert? Wie so ein Angsthase rennt die weg! Oh Gott, ich hatte echt Angst vor ihr! Wo läuft sie hin? Da oben! Hier ist sie in ihr Schlafzimmer hier rein! Ja? Erstmal Licht anmachen hier, Oma! Ist so, Alter, Ey! Also, okay, das war schon gut, echt ein bisschen gruselig von Oma. Oh, es war richtig gruselig. Ich dachte, wir sind ganz normal da. Und wir sind willkommen oder sowas. Dachte ich auch. Omi, was ist mit dir? Lass mal doch in den Raum reingehen. Er ist gerade im Raum drin gewesen von Oma. Hä? Echt? Ja, aber was ist, wenn sie sowas nochmal macht, Kaspar? Ich glaube eigentlich, das macht man nur einmal in der Nacht, oder? Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Ja? Was können wir jetzt am besten dagegen machen? Falls sie jetzt vielleicht sollen kommt. Wir die Tür abschließen von Oma oder so. Oder irgendwas davor legen oder sowas? Ja, vielleicht hat sie ja irgendwelche Holzbretter, die wir davor legen können, so. Das wäre echt nicht schlecht, das wäre eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, die sind so, okay, dann gehen wir mal Jerry hinterher. Komm. Ja, die können unten sein, die Holzbretter. Ich glaube, da sind welche. Jerry, komm, wir folgen dir, okay, Jerry? Jerry, zeig uns, wo die Bretter sind. Wir sind auf deiner Seite. Und? Okay. Okay, irgendwo sollen die Bretter sein, aber wo? Hier, ich hab eins. Ja? Ich hab eins, oder mehrere, ich weiß nicht. Da, hier liegt ich auch noch eins in der Küche. Okay, ich hab noch eins. Gut, sehr gut. So. Okay, es war, glaube ich, alles, oder? Wollen wir mal gucken hier? Sind da. Hier sind auch noch ganz viele, oh mein Gott. Oha. Ja, die können wir alle gar nicht mitnehmen, okay. Wir müssen erstmal müssen wir die oben ranmachen, glaube ich. Oma, du wirst einfach, Oma, du wirst eingesperrt.
Eingesperrt. Los, nächsten. So, okay. Schnell, wir schnappen uns das nächste Brett. So, hier. Schön, das nächste. So, zack. Zack, gib auch noch ein Brett hier. Und ab geht's nach oben. Oma wird eingesperrt. Und ja. Und eingesperrt. Und letztes. Tja, was soll sie jetzt dagegen machen? Gar nichts. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir so ergeht, Kasper, aber ich hab ganz schön Angst, muss ich sagen. Wieso hast du... Ja, ich meine so eine schlafwandelnde Oma. Vielleicht ist es okay, wenn wir irgendwie hier einen Weg rausfinden und einfach nur abhauen können. Ich will irgendwie nicht mehr bei Oma sein jetzt. Ich will auf jeden Fall auch dabei, nur wie ist vielleicht halt die Frage, wir einfach, ne? Wieso können wir nicht einfach durch die normale Haustür raus? Oh. Ja, also daran habe ich noch gar nicht gedacht. Okay. Aber Jerry sagt, wir können das nicht. Wieso können wir das nicht? Hä? Also, wieso sollte man da jetzt nicht raus können? Das frage ich mich auch gerade. Er meint anscheinend... Hat Oma den Alarm an übernommen? Was? Ist doch jetzt nicht hier ernst. Was? Okay. Ja, und der kennt wahrscheinlich nicht mal den Code, um ihn auszumachen, ne? Nee. Guck mal, ich schmeiß einen Dank hin. Ja! Oh, so knapp. Na, was soll man denn stattdessen machen? Vielleicht irgendwie, was ist mit dieser schwarzen Box da unten, die so wie so eine Schatztruhe aussieht? Vielleicht ist da irgendwie was drin. Stimmt, das kann auch sein, ne? Dann müssen wir erstmal den Schlüssel dafür finden. Und dann können wir gucken, was da drin ist. Aber glaubst du, dass da vielleicht in der Box ein Schlüssel drin ist, der dann unten den Keller aufmachen kann? Das könnte ich mir vorstellen. Oder da in der Box ist auf jeden Fall ein Schlüssel drin, der den Alarm ausmachen kann. Okay, gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Plan. Jetzt heißt es nur noch, wo... Oh mein Gott. Mein Gott, wo finden wir jetzt diesen Schlüssel? Ich hab's auch gehört. Werf sie mit dem Basketball ab oder so. Und Jawohl, okay, aber was machen wir jetzt? Oma ist, glaube ich, wieder aufgewacht und wir haben doch die ganze Tür barrikadiert. Die wird doch locker richtig aggressiv sein. Oh, sie schreit, help me. Hilf mir. Aber wir wollten dir nicht helfen, Oma. Oh mein Gott, die ist jetzt so sauer. Die ist so sauer. Sie hat gerade Hilf mir geschrien, ne? Oh mein Gott, ja, wir können dir nicht helfen, Oma. Ja, du wirst schon alles gut. Schon gut gehen. Alles gut. So sind wir halt einfach sicherer. Oma, du bist einfach die schlafwandelndste Omi, die es gibt. Ist so. Oh nein, Jerry möchte die Tür öffnen. Jerry, hör auf damit, bitte. Jerry, stopp! Oh nein. Oh mein Gott, wir sollen uns verstecken schnell. Jerry, pass bloß auf. Jerry, sei bloß vorsichtig, der Schlüssel muss aber da drin sein. Und wir brauchen den Schlüssel, um hier rauszukommen. Jerry? Jerry, du bist einfach ein Rowdy. Jerry. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Was ist da gerade passiert? Ich weiß nicht, sollen wir versuchen, sie wieder aufzumachen, die Tür? Ja, okay, komm. Okay. Komm, lass einfach erstmal rein jetzt hier. Oma! Okay, Oma! Wo soll sie sein? Der Raum ist leer. Ja. Hier ist der Schlüssel, ich hab ihn. Ja? Aber er bringt gar nichts. Hier geht's weiter. Was? Hier in die Badewanne auch nicht. Wollen wir unter die Dusche? Hier, in die Toilette? Wie kann ich das denn? Ich will hier doch nur raus. Hilfe, soll ich mir auf jeden Fall das Wochenende nicht vorgestellt bei Oma? Ich auch ganz. Boah, ich dachte gerade, ich wollte gerade. Okay, lass den Schlüssel holen. Ja. Okay, und jetzt? Den brauchen wir für die schwarze Box wahrscheinlich. Ich glaube, den brauchen wir echt für die schwarze Box. Okay, das heißt, den Schlüssel, den nehmen wir jetzt mal ganz kurz, ganz entspannt. Also mit dem Schlüssel sollten wir es eventuell rausschaffen, oder? Also das ist ja vielleicht der Weg. So, Schlüssel habe ich, Kaspar. Sehr gut. Okay, sehr gut. Und ab nach unten Schnell und die schwarze Box aufmachen. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Und? Noch ein Schlüssel. Das ist der für die Haustür. Oder nee, das ist der für den Keller, glaube ich. Meinst du, es gibt einen Keller? Ja, guck doch hier. Ach so, stimmt. So eine Kellertür. Stimmt. Ah, mach auf hier direkt. Ja, komm. Ich nehm schon. So. Und okay, und rein da. Ab in den Keller. Lauf. Das sieht aber ziemlich gruselig aus. Oh nein. Oh mein Gott, wollen wir das wirklich machen, Boxo? Es sieht echt gruselig aus. Es führt kein anderer Weg daran vorbei. Wollen wir es echt machen? Okay, komm. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall zurück. Guck mal auf diese komischen Spinnweben hier. Da ist Jerry. Wo? Er ist gefangen! Jerry! Er ist geknebelt! Jerry? Okay, Jerry, warte mal. Sollen wir dir helfen oder was? Jerry, wir können dir helfen! Bist du okay? Jerry? Irgendwas stimmt mit ihm nicht! Ich weiß auch nicht. Geh weg von ihm! Er meint, er kann sich ja nichts mehr erinnern, sagt er. Okay, es ging so schnell? Also, anscheinend hat Oma immer das verschlossen, die Tür, und er meinte, wir haben die Tür überhaupt geöffnet. Wir haben gesagt, in der schwarzen Box! Guck mal, hier können wir was aufmachen. Ein grünes Schloss und dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ich suche auch gerade schon Schlüssel, aber ich finde gerade keinen. Okay. Nee, Jerry, Oma haben wir gerade nicht mehr gesehen. Oma haben wir nicht mehr gesehen. Nee, die ist irgendwo anders unterwegs. Aber meinst du, der Schlüssel ist vielleicht oben? Oh, nee, ne? Ich weiß nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Schublade oder so.
Aber ich, ja, das kann auch sein. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt noch eine gute Idee ist, jetzt hier unten zu bleiben. Und auch dieser gruselige Ekelkeller. Ja. Kaspar, bleiben wir oder gehen wir? Ich bin mir ziemlich unsicher, Broxy. Ich würde fast sagen, wir wollen hier so schnell raus, wie es geht, oder nicht? Eigentlich oder schon, oder? Oder was meinst du? Weil wenn wir bleiben... Aha. Freunde, was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, bleiben oder gehen. Also Jerry sagt, es ist nicht so eine gute Idee zu gehen. Echt nicht? Nee. Aber das hat doch diese Tür, bleiben, ne? Komm, lass gehen, lass gehen, lass gehen. Okay, wir gehen, wir gehen. Das okay. Ist die falsche Entscheidung. Jerry, jetzt komm, wir müssen gehen. Geht doch, wir müssen gehen, nicht wir anders. Müssen gehen. Du weißt halt echt nicht, was Oma noch alles machen kann. Die könnte komplett durchdrehen und dich verhauen, Jerry. Die haut den Mors voll. Ja, okay, na gut, dann Okay. Hä? Wir sollen nach oben gehen? Und Oma überraschen? Was? Okay, wie kann ich denn das verstehen? Ich glaube, wir haben das Falsche. Jerry, alles bist in Ordnung? Du okay? Ich kann... Was sag nicht, er kann sich nicht mehr kontrollieren? Was? Okay, lass uns einfach nur raus hier. Ja, ja. Er kann nicht mehr kontrollieren, was er sagt. Vielleicht ist er auch verstrahlt oder so. Ich glaube, irgendwas ist mit Jerry verkehrt. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Schlüssel finden. Okay, wo ist er? Wo ist der Schlüssel? Da, ich hab ihn, ich hab ihn hinter. Du hast ihn? Okay, ich sehr gut, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, sehr schön. Dann nimm ihn und stell ihn hier, steck ihn schnell hier ins Schloss. Schnell die Tür aufmachen, bitte. Lass uns einfach schnell raus. Mach auf den Spaß! Mann, es geht los! Nicht. Es geht nicht. Wie, es geht nicht? Jetzt. Jetzt, okay, ja. Und? Oh mein Gott, was ist denn bitte schon hier bei Oma? Noch ein Jump'n'Run hier, oder was? Was ist denn bei Omas Haus los? Oh mein Gott, auch die Sägen auch und so. Oh mein Gott. Oma, Alter, was ist denn bei Oma, dir verkehrt? Oh mein Gott. Warum sollte jemand überhaupt sowas bauen in seinem eigenen Haus? Hat die das vielleicht mit Absicht gemacht? Ist Oma vielleicht gar nicht mehr so gut im Kopf, wie wir eigentlich dachten? Ja, vielleicht halluzinieren wir auch einfach irgendwie. Oh nein! Omi! Was? Nein, das Oma. Ihr denkt, ihr könnt abhauen. Oh nein. Jerry, wie kannst du mir das antun? Ich dachte, du bist besser als die anderen beiden. Okay, gut. Viel Glück beim Überqueren. Alles klar, Oma. Du wünschst uns zwar kein Glück hier. Du willst, dass wir in die Lava fallen, oder was? Okay, okay. Reiß dich zusammen, Kaspar. Okay. Wir schaffen das, okay? Das ist kein Problem. Meinst du echt? Du musst einfach nur uns ein bisschen Zeit lassen. Sonst ist da kein Stress. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich auch, okay. Let's go. Let's go. Oh, was für Zeit. Oh, Jerry sprintet voll durch. Aua! Ich bin in die Säge gefallen. Oh mein Gott, du darfst nicht drauf stehen bleiben. Oh. Bist du echt in die Säge? Ja, ich bin halb tot schon. Ich darf nichts mehr berühren. Oh. Oh mein Gott, 30 Sekunden, Broxy. Ja, ich hab's geschafft. Nein! Nein, Kaspar! Broxy! Oh mein Gott. Ja! So, ich hab's! Oha, oh Gott, oha, das war oha, so knapp. War das knapp, war das knapp. Das war ziemlich schwer, oh mein Alter. Gott. Alter, so, aber wir können jetzt hier anscheinend rausklettern. Juhu! Und raus hier! Und ja, wir haben's! Wir sind sogar... Hilfe! 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 Oma ist verrückt geworden! Oma ist durchgedreht! Oma ist verrückt! Nimm uns mit, nimm uns Hilfe, mit! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Hier, oh mein Gott! Hier, bitte! Freiheit! Ja! Ja, Baby, wir haben's geschafft! Okay, jetzt brauchen wir nur noch kurz ein Taxi holen, dann können wir wieder nach Hause fahren. Was? Jerry? Taxi! Jerry fühlt sich ein bisschen krank, was? Oh nein, was Jerry ist, wird sich locker los, die Oma Jerry? Verwandeln. Oh nein, er fühlt sich schwächer, sagt er. Oh, okay, aber was ist, wenn Oma irgendwie dir auch was angetan hat? Oder wenn du irgendein Virus mitgenommen hast vom Haus? Vielleicht ist doch einfach so, je weiter er von Omas Haus weg ist, desto schwächer wird er. Ah, das kann es auch sein, stimmt. Oh oh. Okay, seine Beine fühlen sich schwach an. Jerry, dann vielleicht... Wir sollen ohne ihn gehen, sagt er. Wir sollen ohne ihn gehen? Och Mann, Jerry, ich will dich nicht zurücklassen. Oma, die ist nicht mehr ganz bei Kirre. Die ist echt nicht mehr ganz gut. Jerry, jetzt komm einfach, okay? Jerry, jetzt müssen wir nur noch... Wir müssen durchs Labyrinth durch, Kaspar. Durch welches... Wo ist das Labyrinth? Direkt vor uns. So, okay, komm. Jerry, komm schon. Flow, guck mal, Jerry, der läuft schon ganz langsam. Guck mal. Ist so, Jerry humpelt auch. Okay, komm, ich würde sagen, Jerry, wir finden... Hier, rechts lang. Oh nein. Oh Gott. Ich kann mir gut vorstellen, dass Omi hier gleich irgendwo ist. Wo müssen wir überhaupt lang? Ich glaube, durch die Mitte hier. Geh doch nicht. Geh nicht da lang. Komm, ich bleib bei dir. Wir müssen zusammenlaufen. Oh Gott. Hier rechts lang. Glaubst du? Ich habe ein gutes Gefühl. Hier ist ein Riesenbaum. Hier ist ein Riesenbaum. Ja, ist Rockstar, ich habe ein gutes Gefühl hier. Oh, ich bin auch hier ganz gut. Sackgasse! Ich komme auch ganz gut durch gerade. Oh, ich laufe die ganze Zeit weiter. Ich laufe die ganze Zeit weiter. Ich auch. Boxer, wo bist du? Hä? Hier ist auch ein Baum. Oh, hier geht's voll lang weit. Roxo? Rechts oder links Roxo? Jetzt? Roxo? Man kann ja sogar außen lang laufen? Sackgasse! Hä? Hä? Wo muss ich denn hier lang? Hier ist Jerry! Verdammt, hier ist Sackgasse. Wo bist du, Kaspar?
auf der ganz anderen Seite gegenüber, also so nach ganz rechts immer orientieren, wenn du nach vorne guckst. Hier ist nochmal ein Baum, ich glaube, das ist richtig. Ja! Ja, ich hab's rausgeschafft! Ja! Nein! Ich bin raus. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, aber ich selber hab's noch nicht geschafft. Und Jerry ist auch hier bei mir. Hä? Wie, der ist bei dir? Ich höre hier was! Oma ist hier! Oma verfolgt mich! Wo bist du? Nein! Oh mein Gott! Ihr habt eventuell das Labyrinth geschafft, aber ihr denkt, dass ihr von mir entkommen könnt. Nein, süßer Jerry. Du würdest mir sowas doch in diesem Leben nicht nochmal antun, oder? Nee. Es wird immer besser, wie du redest. Lass ihn einfach los, Oma. Bitte. Lass ihn einfach los. Gar nichts lasse ich los. Wenn er einfach gehen möchte, dann lass ihn doch einfach gehen. Was hält dich davon ab? Niemals! Oh mein Gott. Ihr Rüpel! Okay, Ihr müsst mich erstmal finden, ich bin hier noch mitten im Labyrinth. Wie komme ich hier raus? Kaspar, wo bist du? Ich sehe da hinten so einen Lautsprecher. Bist du das? Ja, ich muss Jerry Roxo? Finden. Jerry. Roxo? Jerry. Roxo! Jerry! Roxo! Hä? Hä? Taxi! Unser Taxi! Schnell, alle rein! Schnell, ich muss wieder zurücklaufen, lass unser Taxi jetzt. Wir haben es geschafft. Hä? Hä, ich war doch gerade noch im Labyrinth, aber irgendwie das Geistertaxi hat uns abgeholt. Hä? Wir haben es geschafft. Sehr gut. Jawollo. Wir haben das gute Ende sogar bekommen. Okay. Ja, sehr schön. Alter, was ist denn das für ein Bild, hä? Guck, wie cool das aussieht. Das Alter, ist die böse Factory. Da sind Kakerlaken auf dem Boden. Guck mal. Oh, du hast recht. Guck mal, was sind denn das für Zettel hier? Was steht da drauf? Wo sind wir hier? Schritt 1, Zipline in die Fabrik. Was? Schritt 2, in die Lüftung schleichen? Hä? Okay, welche Lüftung? Schritt 3 mit der Straßenbahn zum Kontrollraum? Schritt 4 zerstört alle Roboter? Welche und Roboter denn? Schritt 5 Freiheit? Freiheit, okay. Warte, guck mal hier raus! Oh mein Gott, wir kommen gar nicht raus, da sind so krasse Roboter. Oh mein Gott. Ah, lol. Die Roboter haben die Welt übernommen. Ja, aber echt, das sieht gruselig aus. Und guck mal, hier oben ist so ein Rad, das können wir eins von 10. Das heißt, wir müssen probieren, 10 von diesen Rädern zu finden. Okay, um ein geheimes Ende freizuschalten. Kakerlaken. Und guck mal, hier auch. Hier, Schritt 1, Zipline in die Fabrik. Okay, das sollten wir eigentlich. Ist das so schlau? Okay, hier ist noch dieses Zahnrad. So. Ui. Was für ein Zahnrad? Da ist doch gar kein Zahnrad gewesen. Alter, das aussieht hier. Wo sind wir jetzt hier gerade? Oh mein Gott, wir sind in der Roboterfabrik drin. Wir brechen ein. Oh mein Gott, was war denn da direkt? Oh mein Gott. Alter. Hier unten ist direkt so ein. Guck mal da unten. Yo. Was ist da? So ein Roboter. Yo, wie Alter, sieht der aus? Stimmt bei dem nicht. Der sieht aus wie so ein. Oh Gott! Aber ich glaube, der erkennt uns nicht, der kann nur bis da unten gucken. Okay, lass mal hier weitergehen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwie. Ich hab den Schritt 2 schon wieder vergessen. Oh! Wie war der Schritt 2 nochmal? Hier ist der. Warte mal. Das war mit der U-Bahn fahren oder sowas. Mit der U-Bahn fahren? So war das. Dann war U-Bahn fahren Schritt 3, glaube ich. Aufschlagen hier. So, aufgeschlagen. Alter, wo sind wir? Eine absolute Roboterfabrik jetzt hier, da müssen wir aufpassen. Alter, auch alles voll futuristisch hier, ne, aus der Zukunft. Ich weiß, richtig gut gemacht. Okay, sehr gut. Und jetzt, oh Gott, bloß keinen Zahnrad übersehen, ne. Ich will echt wissen, was passiert, wenn man da auf einmal die ganzen Zahnräder einsammelt, ne. Ja, oh Gott. Ich weiß, was du meinst. Was ist das denn? Sind die unter Strom hier oder was, die Teile? Jetzt weiter. Alles gut. Ey, ich spring mal da runter. Du kriegst von mir 1 Euro, wenn du da runter springst. Nix da, Alter. Da muss ich hier voll lange warten. Mach mal. Rüber. Ja, okay, alles gut. Musst du überhaupt da hin? Checkpoint. Ja, okay, was mehr? Da unten, siehst du das? Da war ein Zahnrad. Wo? Sehr gut. Ah, hier oben ist doch das. Ich hab's, wirst du übersehen. Ja. Ist hinten in der Ecke, wenn man mit dem Ding weiterfährt. So, okay, ist klar, wahrscheinlich glaube ich dir, dass das da eins war. Ja. Das hast du gesehen, na gut. Hast du jetzt 3 von 10? Ich habe 4 von 10, wie viel hast du? 3 von 10. Ey, du kannst einfach reinlaufen, wie krass. Dann kannst du einfach teleportieren. Genau. Ach, Mann, das war so ein heißer Ofen, ich habe mich da gerade verbrannt. Hast du jetzt 3 von 10? Ich habe nämlich 2 von 10. Yep. Du hast nicht 2 von 10, ich habe 3 von 10. 2 von 10. Wo ist denn der Sitz? Nein, Bro, ich weiß ganz genau, dass du 3 von 10 hast, Alter. Wir haben die zusammen eingesammelt. Laden Sie die Straßenbahn auf
Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss Oh Gott, die. Au, die sind böse, die beißen. Vorsichtig. Was ist los bei denen? Können die mal abbauen? Au. Die hauen mich. Vorsichtig. Okay, wir müssen jetzt das irgendwie aufladen, oder was? Au, die. Digga, was ist denn bei denen los hier? Ey, der hab ich geholt. Wo sind die Batterien? Hier oben, oder was? Hier, glaube ich, hier oben, oder was? Ja. Ja, hier. Hier, einfügen. Zack. Ich auch nicht. Yo. Einfügen. Yo. Alter. Sehr gut. Und rein in die Straßenbahn. Betreten. Oh, glaubst du, das ist sicher, mit so einer Roboterstraßenbahn zu fahren? Ich weiß nicht. Ich hoffe, du hast auch 4 von 10, ne? Hä, wieso? Ich hab 3 von 10. Wie viel hast du denn? Hä, wo war denn da noch eins? Jetzt habe ich 5 von 10. Tja, Kollege. Ey, ich will zurück. Ich muss zurück. Ich will es auch haben. Doof gelaufen. Kann ich zurückgehen? Nix Bro, da. Ich will die auch haben. Zerstört alle Roboter. Hä, wo war denn da noch eins? Hä, direkt bei den Robotern da rechts. In der Straßenbahn. Hä? Oh mein Gott. Jo, das ist ungültig. Oh nein. Oh. Wie kommen? Oh. Nette Roboter, ey. Alles gut, Boy. Oh mein Gott, nein, der frisst uns. Ich bin im Roboter drin. Quiz starten. 5 plus 7 ist doch 12. Du machst mich wütend. Wieso? Ist doch richtig. Der Himmel hat blau. Blau, der Himmel hat die Farbe blau, weiß man doch. In welcher Galaxie lebst du? Im stinkenden Weg. Doch nicht im stinkenden Weg. Was trinken Roboter? Öl, weiß man doch auch, oder was? Du wirst nicht entkommen. Du wirst nicht entkommen! Hey! Hä? Oh mein Gott, lauf! Schnell, das sind Monster hinter mir. Oh mein Gott! Oh oh. Ah! Oh oh. Und ab hier, blöden Roboter! Oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Ist so, geht weg ich hier. Ich bin auch beep, boop, 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 beep, beep. Beep, beep, boop, boop, boop. Warte mal. Okay. Plan B. 6 von 10. Sichere Sicherheit vor Roboter. Umgeh die Tür, schleich dich zurück in die Hauptkontrollraum, zerstör alle Roboter Freiheit. Okay, wir müssen Plan B machen. Oh Gott. Okay, kriegen wir hin. Hier oben ist also noch ein Zurückschleichen, Zahnrad. Gleich. Wie viele hast du jetzt? Hast 6 du jetzt, von 10. Auch 5? Nein, Bro. Oh Gott. Aber wenn ich das zersäge, Alter, was wollen die Sägeblätter? Aufpassen mit den Sägeblättern. Oh Gott, die kommen zurück. Oh, die sind schnell. Oh, rüber hier. So, alles und gut. Kontrollpunkt. Okay. Das ist die Roboter. Oh Gott. Das ist die Roboterfabrik hier. Au! Alter. Mann, direkt vorbeigesprungen. Hast du mich geschubst oder was? Nee, du hast auf einmal... Was machst du? Geh weg. So, Checkpoint. Okay, warte mal. Hier, okay. Taste drücken. Was passiert da? Nicht, dass hier noch irgendwo so ein Ding ist jetzt hier. Nee, okay. Hast du da gedrückt auf der Maschine? Jetzt habe ich gedrückt. Ja, ich auch. Und jetzt? Wow! Ah, hier, yo! Ah, jetzt ist die Tür auf. Die Tür ist auf. Schleich zurück. Okay. Schleich dich zurück in den Kontrollraum. Warte mal, ich bin hier oben lang, oder? 7 von 10 jetzt. Oh, Roboter. Aua. Oh mein Gott, ich bin oben. Roboter. Warte mal, ich springe auf deren Kopf. Haha, jawoll. Links oder rechts jetzt? Ich gehe links, gibt's doch hier Dings, oder? Jawoll! Oder? Wieso, was ist da links? Hä? Ich lauf zu Fuß. Jawoll! Was ist denn da? Oh mein Gott! Ey, da war einfach ein Zahnrad mitten im Aufzug, wenn man hochfährt. Wirklich? Ja, Alter, wie krass. Ey, läufst du doch jetzt. Was machst du denn gerade? Läufst du hoch oder was? Hier ist ein Zahnrad auf Level 8. Ist da echt ein Zahnrad? Ich bin auf Level 9. Ist bei dem Fahrstuhl jetzt ein Zahnrad gewesen oder nicht? Beim Fahrstuhl war ein Zahnrad, ja? 100%? Was hab ich denn hier für einen krassen geheimen Raum gefunden? 1000%. Nur 1%. Läufst du gerade wieder zurück, oder was? Du musst nämlich ganz das Treppenhaus nach ganz oben laufen. Hier in Level 14 bin ich gerade, da ist nämlich auch ein Level 13. Oh, du bist einfach nur schnell hochgefahren. Ja, genau. Es geht nur schnell hoch. So, du meintest, auf Level 8 liegt auch noch eins, oder was? Nee. Sicher? Nein, da liegt keins, ich schwör's dir. Ich guck nach. Echt so, nicht? Hier. Ey, hier liegt... Ey, wo bin ich denn jetzt, Mann? Level 5. Ich hab doch gesagt, da liegt keins. Okay, geht's weiter hoch. Nicht schlecht. Okay. Level 15 jetzt auch schon. Ja, sehr gut. Das voll krass. Ich konnte voll krass abkürzen mit dem Dings, ne? Mit dem Aufzug. Ey, wie hoch 18. geht denn das hier? Die richtigen Profis springen auf dem Geländer rum, ne? Es geht hier extrem hoch, Alter. Ich sag's dir, was ist. So, ich hol dich noch einen da. Wo bin ich denn jetzt hier? So. Ah, hier ist wieder der Fahrstuhl. Genau. Zack! Da ist kein Zahnrad. Nein. Da ist kein... Ach, Mano, ich dachte, da wäre eins. Nix da. Ey, jetzt haben wir die Bahn verpasst, oder? Nein, die will sie nicht bekommen. Okay. Ausweichen. Oh mein Gott. Das hätte ich im Leben nicht mehr geschafft. Okay, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Kontrollpunkt schon wieder. Zerstört alle Roboter. Oh mein Gott, hast du es übersehen? LOL. Hast du übersehen? Sehr was laberst geil. Du? Und da bist du schon weg. Ich glaub's nicht, ja.
Ich hab's. Du konntest hier einfach nochmal auf den Fahrstuhl drücken. Du prankst. Ich hab 9 von 10 jetzt. Ja, ich auch. Jawohl. Du prankst jetzt gerade. Alter, ich hab 9 von 10 Zahnrädern. Hör auf jetzt zu pranken. Locker ist noch hier eins am Ende jetzt gleich. So, gut, weiter geht's hier rum. Wie viele Zahnräder hast du wirklich, hä? Erzähl mal. 9 von 10 gerade. Hä, wo hast du denn eins mehr eingesammelt eben gerade? Du hast mir nicht erzählt, dass Stockwerk 1 oder 2 war da ein Zahnrad irgendwo. Oh mein Gott. Schritt 5 Freiheit. Ich hab nur 7 von 10. Was? Hä, wie viel hast du denn? Hast du wirklich 9? 9 von 10. Hä, Bro, wo hab ich den denn übersehen? Wie schlecht bist du denn? Oh, locker liegt hier eins jetzt irgendwo. Hier liegt das locker irgendwo eins. Ich hab bisschen Angst hier. Ich hab bisschen Angst hier rumzulaufen in der Hölle hier. Das wäre so richtig klassisch, dass hier jetzt irgendwo in der Ecke eins ist, ein Zahnrad. Ja, safe. Oh mein Gott. 10 von 10. Nein, und jetzt? Hast du ein Abzeichen bekommen? Mal gucken. Ja. Feuer auf den! Collector-Abzeichen. Ja, wow. Also Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Und der Boss. Ey, wo hattest du denn, ich frag mich gerade, wo hattest du denn eins mehr als ich? Weil ich hab dich die ganze Zeit nur geprankt, dass ich eins weniger hatte. Ehrlich? Ja? Wo hattest du denn eins? Im Treppenhaus hatten wir noch gleich viele. Wo hast nein, du denn schon am Anfang hast du eins übersehen. Hä, ich nein, da hab ich dich nur geprankt. Da hab ich dich ja nur geprankt. Ehrlich? Dann müsstest du ja die ganze Zeit immer ein weniger gesagt haben. Wir hatten ja die ganze Zeit gleich viel. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ja! Ey, und mir fehlt eins. Und Roboter ja, ich hab alle. Oha! Was ist das denn hier alles? Wo sind wir der hier? Der Mitarbeiter des Monats ist ein Roboter, der die Haare schneidet? Und guck mal hier, der wird hier gerade, guck mal, wie dem die Haare geschnitten wird, hier so ein Afro. Stimmt, und er so, wow, oh Gott, das gefällt ihm gar nicht, ne? Und warte mal, hier können wir doch raus, oder? Ja, lass mal lieber rausgehen, ich weiß auch nicht, warum. Ich will hier raus. Das geht nicht auf. Das ist hier im Weg, ne? Und ey, nein, da kommt man nicht raus. Nein, ich zieh dich raus. Der will mir die Haare schneiden. Ich zieh dich raus. Der will mir die Haare schneiden. Warte. Schnell, lauf weg. Die sind hier. Alter, das ist ja mega gruselig hier. Wie kommen wir jetzt hier? Das ist hier echt ganz, ganz verrückt. Lass mal hier schnell abhauen, ne? So ein Gang hier auf einmal. Die wollen uns hier die coolen Haare schneiden. Dabei habe ich doch voll die freshen Haare. Mann, ich wollte gerade sagen, wir haben doch voll die coolen Frisuren, ey. Aber auf einmal. Ha, was geht denn bei dem Friseur ab? Was? Alter, böse, aber wird hier noch die Haare, werden die Haare irgendwie mit Lava geschnitten? Hier oder wie wird das gemacht? Was haben die bitte schon für einen richtig krassen Geheimgang hinten, ne? Ist so, und guck mal, ich kann so eine Spielzeugbox kaufen. Was glaubst du, was da alles für coole Sachen drin sind? Ich sehe gerade so ein paar Sprungsachen. 1000 Robux, Junge, das ist ja mega teuer. Also vielleicht, oh nein. Oh Gott. Also vielleicht kauft man da vielleicht ein paar andere Sachen, aber auf jeden Fall nicht so ein Mega-Bundle, Leute, für 10 Euro. Alter, das machen wir nicht. Einmal. Jetzt hier kurz rüber über die Lava-Pommes, ne? Mhm. So. Pommes hätte ich jetzt auch Bock, muss ich sagen, hier. Ja, aber auf ich sag dir eine einzige Sache. Freiball-Pommes wären richtig geil. Oh, wie geil, Bro, die werden so krass jetzt. Okay, warte mal, hier. TNT kann ich nehmen. Oh. Und jetzt hier hinpacken. Oh Gott, pass auf, in Deckung. Aufspringen, ne? Drei, zwei, oh mein Gott, aufgegangen. Eins, boom. Okay, sehr du hast recht. Schön. Optimal, ja, Mann, ich bin und jetzt ist hier einfach so ein Taut. Ey! Hinter dir. Der geht hier auf einmal runter wieder. Ja, weil du nach unten geguckt hast. Ja. Okay, pass auf, wir machen eine kleine Challenge. Wir versuchen nicht einmal drauf zu gehen heute. Wirklich. Pass auf. Jetzt hör mir zu, mit Ansage. Wenn ich drauf gehe heute, dann schenke ich dir 10 Euro, okay? Okay. Und wenn du drauf gehst, was schenkst du mir dann? Ja, nichts. Wie nichts? Das ist ja voll der schlechte Deal für mich da. Ja, aber du hast es angefangen, denn okay. Dann bin ich mal gespannt, wie lange du das schaffst, ne? Ich sag dir, heute werde ich nicht einmal drauf gehen. Ich habe nämlich ein bisschen geübt heimlich. Ja, okay. Oh, ja, dann krieg ich die auf jeden Fall bei der Gamescom dann, ne? Das passt ja dann ganz gut. Aha, da sehen wir uns sehen, ne? So, dann jetzt hier ganz vorsichtig über die Zahnpasta-Paletten. Oh Gott. So. Ganz, ganz knapp auf einmal. Okay. Oh nein. Na, bist du schon am Schwitzen, Kasper? Bist du schon am Schwitzen? Ja, so langsam kommt mir hier ein bisschen hoch, muss ich sagen. Ich rieche schon dieses Geld. Kann ich dir was zu essen ausgeben oder so? Ich rieche es schon irgendwie. Ich gebe dir eine 1-Euro-Pommes aus oder sowas. 1-Euro-Pommes. Oh Gott, was ist denn das für ein krasser Roboter? Das ist der. Ja? Hallo, Roboter. Man kann ihn auch begutachten so, von dem, ne? Hinten ist irgendwie so ein... Alter. Okay. Was hat der für krasse Sachen? Okay, das ist auf jeden Fall der Roboter-Friseur. Ey, der sieht schon echt krass aus, muss ich sagen. Ja, oh nein! Was ist? Oh nein. Was ist? Das ist hier ein ganz gruseliger, dunkler Raum und ich weiß doch schon, was hier passiert. 10 Euro. Nein, die 10 Euro verliere ich nicht. Oh nein! Wer ist das denn? Irgend so ein Roboter-Typ auf dem Gabelstapler. Was? Der Gruselroboter, der kommt auf einmal angefahren! Was soll das? Der sieht aus wie der Fortnite-Roboter. Ui! Oh. Wo kommt der her? Der hat mich auch geholt.
Man muss da nur genau ausweichen, ne? Man muss hier denkst aufpassen, müssen, dass er nein, nicht kommt. Von da kommt er nämlich. Ne? Wir müssen jetzt hier am besten links laufen. Oh, hä? Hier die ganzen Kisten. Von wo kommt er hin? Denn jetzt? Wo ist er? Hörst du ihn? Da ist er! Da ist er! Nein! Nein! Ich bin so schnell! Ey, der hat mich noch geholt. Ich war so schnell gerade, Alter. Hilfe! Der Roboter ist direkt hinter mir, Kasper! Lauf, lauf, lauf! Oh. Also ich muss sagen, das ist doch aber jetzt nicht, das gilt doch aber nicht, oder was? Ja, okay, ich bin mal nett, ne? Also das zählt auf jeden Fall nicht als draufgehen. Da hast du trotzdem immer noch ein paar Möglichkeiten drauf zu gehen. Ja, ja, das kommt gleich noch. Ich warte auf jeden Fall auf dich. Kommt der schon, der Rasenmähertrecker da, oder was? Das ist der Gabelstapler? Der ist ganz klar hier. Oh Gott! Oh mein Gott! Okay, 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 dann lass jetzt hier weitergehen. Denk dran, ne? 10 Euro. Ich sehe dich schon in meiner Tasche. Nein, 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 nein. Ich werde hier nicht einmal drauf gehen. So, hier, so. Nein! Also ey, das komm, ist der doppelt Schick. Oder nichts! Ich sag doppelt, 20 Euro. Doppelt oder nichts? Okay. Doppelt oder nichts! Okay, ja gut, okay. Dann, Das. Triple oder nichts! 30! Oder 30! Nichts. Bro, ich setze 30 Euro! Das ist aber nicht Triple. Nein! Also, das echt? Kann nicht sein, ey! Was jetzt, Quad oder nichts oder was? Komm, ey, ja gut, ey. 40 Euro, komm, zack. 40? Okay, alles klar. Oh. Ja, gut. Oh! 50! Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht geschafft habe, Bro. Wie schlecht bist du denn? Wieso schaffe ich das nicht? Das ist voll easy. 50 Euro, Leute, oder nichts? Okay, okay. Nimm ich auch ich noch bin auch bis 100 bin ich noch bereit, ey. 60, naja, gut. Was Mann, macht Alter, der? Du verdienst da gerade so viel Geld. Ja, nur mit rumstehen. Ja, so, okay 60 also, Euro sind auf der Linie. Ja, 60 Euro oder nichts, sehr gut. Dann darfst du auf jeden Fall jetzt nicht nochmal drauf gehen. Hebel und durchgehen. Oh nein, ich sehe auch hier schon rotes Licht, grünes Licht. Oh nein, 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 das ist mein, das kann ich gar nicht, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Nicht bewegen. Alles nicht bewegen gut. Nicht bewegen, nicht bewegen, alles gut. Ja, laufen! Bewegen, laufen, bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, oh, das wäre so cool, wenn du jetzt abgeschossen wirst. Oh, nein, 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 nein. Gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch. Ah! Oh mein Gott, Digga, ich dachte, wir gehen drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, loslaufen, loslaufen. Ich sage, er dreht sich schnell um. Stopp. Nein. Oh! Nein. Oh! Oh mein Gott. Oh, ich bin Alter. Vor dir. Jetzt! Er dreht sich schnell um. Ich hab's! Ah, nein! Ja! Ja! Wie er mich doch geholt hat, kurz du, davor. Du, wie schlecht du bist! Ich bekomme mal grünes Licht, du doofer Roboter. Ich bin mal gespannt, ob du das noch weiter schaffst hier. So, komm mal entspannt, Tarino. Und 3, 2, 1. Ja, siehst du? Okay, okay. Richtig ja, einmal draufgegangen, aber ich zeig dir mal. Oh nein. Oh nein. Hier die also, das Säule. Sind ja wohl die einfachsten Sachen, ne? Ja, ja. Ich wollte ja nur. Oh nein. Oh nein, du musst vorgehen. Du musst vorgehen. Ja, es ich ist logischerweise, es ist erst links und dann ist es rechts. Was? Und da. Oh nein. Oh, jetzt. Ah, ich hab's gesehen! Nein! Ich bin nicht draufgegangen. Ey, das ist doch unter. Da muss man draufgehen bei denen. Mm. Okay, 70 Euro sind im Pott. Guck mal hier. Und jetzt ist es recht, 12%. Okay, Gott sei Dank. Aber trotzdem, 70 Euro sind erhöht, ne? Wir schauen mal. Oh. Oh mein Gott. Hab ich mich nicht getraut darüber. Ich wusste doch, dass der Föhn gleich losgeht. Ja, ich hab's auf jeden Fall noch gemacht. So, jetzt aber. Ja, drauf gehen, drauf gehen, drauf gehen. Oh ah, ja, okay, alles nicht schlecht, gegangen. Nicht schlecht, sind die Augen auf jeden Fall da drin. Oh mein Gott, Speedlimit hier. Oh mein Alter, Gott. Alter, wie schlecht du bist. Ja, yeah, abwarten. Sag mal, was abwarten, ist denn mit abwarten, dir, abwarten. Ey? Was ist denn mit dem Obby King los, hm? Also ich sag mir so, ne, 70 Euro, ne? Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, so, ich bin jetzt schon am Ziel hier, ne? Zack. Ja, bist du schon am Ziel? Ich bin schon am Ziel. So, ich seh dich gar nicht. Ja, ich bin unsichtbar gerade. Siehst du mich nicht hier vor dir? Ah! Nein, yeah, er hat's gesehen. 80 Euro. Egal, 80 Euro sind im Pott, ey. Aber ich sag dir, das heißt noch gar nichts. Das heißt ja, gar ich sag nichts. Ich sag dir, ab 100 Euro ist der Limit. Das heißt, wenn du 100 Euro überschreitest, dann bin ich auch ein Loser. Dann bist du halt ein Loser und dann musst du 100 Euro geben. Oh, Alter, hab ich gar keinen Bock drauf. Kann ich dir irgendwas zu essen ausgeben oder so? Tja, dann muss es aber 100 Euro kosten. Was? Für wie viel Geld willst du denn essen gehen? Keine Ahnung. So, dann Abflug. Ja, 100. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du richtig oh Gott. Flatter, okay, ne? Okay, so. Ich sag dir, ich hab jetzt Respekt davor. Oh, nein. Oh mein okay. Gott. Oh mein Gott, zurück. Okay. Oh Gott, jetzt okay, aber alles. Auf einmal. Hä, das kann man gar nicht schaffen. Ey. Das kann man gar nicht schaffen. Was für ein Unfairer. Was war das denn? Das ist ja voll unfair. Du musst ja direkt los. Das war ja mega unfair gerade. Oh, wow, jetzt schaff ich's. Alter, da muss man ein bisschen mitdenken, ne? Ich schaff's nicht.
Oh, weil du ganz schlecht bist. Nee, jetzt weil du ganz schlecht bist. Ich hab's. Ja, so, sehr schön. Und ja, so, komm, das Ding ist, wir hätten nicht warten dürfen, ne? Ja, ja, ja. Ich hab hier bis zum Ende. Ich bin am Start und hier ist der Teleporter des Grauens. So, ich komme jetzt gerade zum Teleporter des Alter, Grauens. Alter, der sieht echt ganz schön krass aus. So, komm rein hier. Oha. Und jetzt bin ich gespannt, was hier ist. Und zack. Jo. Oh, wo geht denn das jetzt hin? Wo sind wir jetzt? Alter. Was? Thanks for playing. Wir haben es schon geschafft, aber guck mal, was hier noch alles ist. Ich weiß und nicht. Weißt du, was das heißt? Och nein. Ich schulde dir gar nicht. Ey, ja, warum ist doch diese Omnien nicht so kurz? Ein Euro. Die war echt kurz, ne? Die war echt mega kurz, ne? Okay, wollen wir eine kleine Challenge machen? Was denn? Ich werde was bauen, aber du siehst den Weg nicht, ne? Ne, du siehst den Weg nicht, wenn ich den baue, oder? Ne, du siehst den nicht. Sonst hätte ich gesagt, ich baue was und wenn du es richtig errätst, dann hättest du das Geld bekommen. Aber ja, so bekommst aber so? Du gar nicht. Alter, guck dir mal den an, Kasper. Warum gefangen. Hat er uns eingesperrt? Wer ist das? Sieht aus wie Larry, aber Larrys verschollener Cousin. Ah. Okay. Guck dir das mal an, der ist voll. Guck mal, der ist in diesem St. Patrick's. Ja, dieses St. Patrick Fieber oder sowas. Stimmt, oh. Mr. Luck oder so heißt der, ne, glaube ich? Ja, könnte glaube ich sein, oh, Mr. Gott, Luck. Gott. Larry Luck. Okay, Larry Luck, oh nein, ey. Okay, komm. Ey, der Fox da oben. Der ist voll eklig, Alter. Alter, der okay, guckt auch richtig grimmig. Guck mal, der hat einen grünen Schnurrbart sogar. Der, okay. Der denkt wahrscheinlich, wir haben sein ganzes Geld geklaut. Das ist so ein Kobold oder sowas, oder? Ja, ja, ich weiß. Das sieht richtig komisch aus. Okay, pass auf. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz hier. Oh, ja. Ja, draufklicken mehrmals. Musst du hier machen. Mehrmals draufklicken. Okay. Warte. Oh Gott, mehrmals. Und? Dreimal. Okay. Oh. Guck mal, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, sowas. Ich glaube, wir kommen hier heute ganz, ganz easy raus. Ja, ich glaube. Oh mein Gott. Ich glaube auch. Wir sind die Gefängnisausbrechprofis, ne? Das ja, ich würde auch sagen. Also, wenn wir irgendwann mal ins Gefängnis kommen sollten. Tiger, da ist keine. Wird, was nicht passieren wird, aber da ist keine Zelle vor uns sicher. Keine Zelle. Ah, Alter, oh Gott, vielleicht voll. Doch. Vielleicht sind die doch. Er hat mich. Ey, was? Die bösesten Golddiebe steht da bei unserer Zelle. Ehrlich? Ah, der ist mal schnell. Bro, okay, aber, der ist anders am Sprinten. Der ist anders am Sprinten, aber jetzt ist er jetzt auch weiter weg gerade. Deswegen, ich bin jetzt gerade. Ja, er schlägt. Oh Gott, nein, er kommt. Oh Gott. Er kann so hochkommen. Was? Ja, der ist schnell. Hau ab, Larry Luck. Oh, jetzt er ist runtergefallen. Sehr gut. Ja, okay. Aber hast du den Knopf gedrückt unten? Nein, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Und runter mit dir. Oh nein. Oh Gott. Larry Luck. Los. Larry Luck ist direkt hinter mir. Lass mich in Ruhe, Larry Luck. Okay. Oh ja. Wir müssen hier oben jetzt reinlaufen. Ja, ja, ich habe jetzt auch gerade aufgemacht. Ich bin jetzt gerade fast da. So. Ja, sehr gut. Jetzt Fofo, aus dem Weg hier, Fofo. Bro, ich bin runtergefallen. Was soll das denn? Ich habe mir gerade was im Shop angeguckt, dann habe ich auf Shop schließen gedrückt da und dann bin ich auf einmal unten. Tja, Kollege, das war natürlich nicht so optimal gerade von dir. Aber ich bin wenigstens nicht so blöd und vergesse da auf den Knopf zu drücken. Hey, stimmt gar nicht, Alter. Ab geht's nach unten. Das stinkt doch hier auch schon ganz doll. Boah, es ist echt am Stinken. Ja. Müssen wir da in die letzte reingehen? In der hier. Wieso, was ist denn? Ehrlich, sicher? Oh mein Gott, hier. Was ist das? Was ist denn das da? Wow, da bist du hier runter. Aua, runter da. Nein. Geh runter. Nö. Geh sofort runter von meinem Kopf da. Nein, los, lauf. Lauf uns, los. Los, lauf. Okay. Ach, Manu. Na gut. Okay, über diese Zapfen rüber. Ja, ja. Und dann hier auch auf die Steine rauf, ne? Da muss auf jeden Fall ganz vorsichtig sein. Ja. Hey! Da willst du mich runterschmeißen, oder was? Oh Gott! Alter, was ging denn da? Ab da! Ey, oh mein Gott! Oh Gott, du willst Stress heute, ich merk das. Du willst Stress, ich sehe das schon. Oh mein Gott! Das ist doch kaputt, die Teile! Hä, gehen die gar nicht kaputt? Normalerweise sehen die kaputt. Sehen aber kaputt aus. Warte mal, wenn länger doch steht. Nein, auch nicht. Hä? Oh Gott, eigentlich gehen die kaputt. Ich weiß. Ich weiß. Guck mal hier, einfach der gruselige Gorilla-Kopf oder was der war das? Der gruselige Gorilla-Mund. Oh, oh. Da war jetzt der Ball am Start. Was war das? Das war eine riesen Monsterkugel, so eine Indiana Jones. Hä, was denn für eine Kugel? Oh, Alter, war es knapp gerade. Die Lava-Kugel. Das war gerade echt mega knapp. Ich glaube, wir müssen aber. Wir dürfen nicht überspringen. Oder? Jetzt hier einfach weiter? Geht das nicht? Oh nein! Oh Gott. Okay, vorsichtig. Und jetzt gehen. Weiter. Alles ich schaff direkt den nächsten. Ich bin auch jetzt hier. Nicht! Oh mein Gott. Und hier. Oh, ja, hier geht's weiter. Ja, hier geht's hoch. Ich dachte schon, wir müssen beim anderen noch rechts hin oder so.
Nein, alles in Ordnung. Da ist ein, der Dingens, der Neffe von Larry Luck. Der Wärter! Oh nein, hier? Weg hier, lauf. Ja, zieh dran. Ich hab's gemacht, 1-1. Und jetzt? Ist das Tor? Ja, und jetzt? Das Tor ist hinten aufgegangen, hier. Ja, Larry Luck. Sehr schön, sehr stark. Larry Luck! Larry Luck, hau ab hier! Alter, oh Gott. Boah, voll abgefurzt hat der. Ach, sind die Treppen hier rausgefahren? Wahrscheinlich. Ja, oder? Die sind hier so, ich glaube, die sind rausgefahren. Ah. Oder das Tor war vorgeschlossen. Warte mal. Vorstellen. Hier am Hebel ziehen? Ich zieh dran. Oh Gott, das Ding wackelt voll! Oh. Alter, du bist zu schwer, geh runter. Du bist zu schwer. Ich bin nicht zu schwer, geh runter da jetzt! Du bist zu schwer jetzt. Oh mein Gott, wir sind wieder im Gefängnis. Oh, Alter. Wow, bin ich schnell. Wir sind voll schnell jetzt. Okay, wir sind extrem schnell. Guck dir das mal an, jetzt wie wir abdrehen und abgehen. Oh. Yes, Abfahrt. Achtung, vorsichtig. Oh mein Gott, das klappt gerade. Denk an den einen Sprung da hinten, ne? Ich glaube, der wird schwieriger wieder da. Das wird, glaube ich, ein bisschen... Oder? Ja, ich glaube, das war so ein schwieriger Sprung. Der war der. Oh mein Gott, Geht. Oh. Wappi. Anders abgerülpst, Leute. Anders abgerülpst. Okay. Ja, okay, das musste raus. Das musste aber anders raus. Da! Wieso? Hey. So, du hast mich blockiert hier. Ich hab die Leiter hier am Start. Ich weiß nicht, was du meinst. Ey. ich komm raus. Ach Mann, du drückst mich weg hier. Hast du die Leiter auch in der Hand? Ja, ich hab dich blockiert. Okay, lass mal hier rausgehen. Wieso? Da oben! Ja, du bist ja durch. Okay. Ja. Oder? Ich krieg's aber irgendwie nicht hin. okay, ich hab's geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Vorsichtig hier. Oh Gott. Rüber. So, hoch hier nach oben. Passt. Und? Alter, richtig windig jetzt hier gerade. Oh, ich seh's gerade schon. Sollen wir aufhören mit dem Wind? Okay. Alles gut. Das kriegen wir schon hin hier. Das wäre geübt schon. Okay, ich bin jetzt hier am Hochklettern. Ja, schaffst du es auch? Sehr gut. Ja, ne? Ja, easy. Also so schwer ist es dann doch nicht. Geht schon. Okay, auch optimal. Hier hoch und hier hoch. Pass auf da, Bus. Das ist echt gerade gefährlich, wenn wir jetzt hier runterfallen, ne? Das wird sehr wehtun, mit dem Spikes da unten. Ah, hier lang. Und hier steht, schließe die Ventile. Da unten sehe ich doch direkt schon eins. Hier unten ist ein Ventil. Müssen wir nach unten oder was? Ja, oh, wir müssen ganz viele verschiedene schließen. Okay, das leuchtet schon mal grün. Das hier, warte mal. Das habe ich auch. Hast du es gesehen hier? Ja, ne? Ja, habe ich gesehen. Das hole ich mir jetzt mal. So. Dann schnappe ich mir auf jeden Fall auch das hier vorne. Das wird sich auch geschnappt. Okay, zwei Stück habe ich schon zu. Du auch? Ja, ich habe jetzt drei Stück schon zu. Das heißt, ich glaube, ich habe eigentlich alle Ventile. Das habe ich hier oben schon gemacht. Das habe ich mir eben. Okay, hast du schon. Okay, so. Genau. Das nochmal so. Aber irgendwie kommt da noch was raus? Nein! Nicht dein Ernst. Runtergefallen. Sind aber alle zu immer noch? Ja, ne? Ja, alles gut. Hier muss das richtig tricky jetzt machen. Ich bin mal gespannt, ob du siehst, was du hier machen musst. Das ist nämlich echt, echt schwierig. Oh mein Gott, Digga. Sag doch. Du musst einfach nur geradeaus laufen. Nein, nicht dein Ernst. Da veräppelst du mich auch noch. Das war ja so schlecht. Guck mal. Mann, Alter. Weißt du, Alter, wenn man dich jetzt freut, brauchen wir doch keinen Feind mehr, ey. Wenn du jetzt solche Pranks hier machst. Okay. Nein. So, jetzt ja, siehste, Karma kassiert. Hä, bist du so hoch? Hä, wie hast du es geschafft? Ja, und zu mir sagen, ich kann das nicht. Okay, ich bin jetzt auch durch. Ich dachte gerade schon, das ist. Endlich angekommen. Ey, gar nicht. Okay. Tong, hier springen. Tong. Alles in Ordnung. Ja. Alles mit seiner Zeit, ne? Alles mit Gott, das wird ein bisschen dünner, ich sag's nur, du musst nach ganz links jetzt. Ich weiß, man muss auf jeden Fall nach ganz links. ganz. Ah, wie du einfach schon so nah hinter mir warst. Gar nicht, muss man nach links, ey. So, okay. Wow! Hä? Ja. Hier rein. Nein! Ja, ich bin drin. Ich hab's geschafft. Ich komm noch nicht rein. Was ist denn das? Tja, ich hab's geschafft, Kollege. Oh nein, das ist einfach Larrys Frau. Euch gibt's zu essen. Einfach Gary. Larry, die ist einfach Gurry heißt die. Gurry. Die sogar Schnurrbart. Ja, die Burgerkanone brauchen wir. Schnell, die Foodzuka, hol dir die. Bam! Aua! Au, die hab ich mit der Pfanne gehauen. Ja, mit Gelee auf mich geworfen. So, warte, jetzt wird hier schön. Ja, mal abhauen. Hau mal ab hier. Das wird schnell, ich schieße hier schon mit Tomaten auf den. Gary. Gary, du blöder Larry. Aua, ich hab die Tomate getroffen. Du bist dann langsamer leider. Aber ich hab die fast. Ist schon gutes Leben.
Ich mach dir gar kein... Ja, ja, bei mir auch. Jetzt! Ja, ich hab ihn! Alter. Bam! Ist der explodiert, Alter. Oh mein Gott, explodiert sogar. Ja, ja, explodiert. Ja, Alter. Mann. Oh, oh, die Mega-Rutsche! Yibidi-yabidi-yabidi-yabidi. Hallo da oben. Oh, was geht? Ich bin vor dir am Ziel, ne? Ausgang. Nein, nein, ich bin vor dir am Ziel. Nein, 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 ich du bist ganz schlecht. Ich bin vor dir. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, Laser. Laser. Oh, Nummer 1, kein Problem. So, Laser. So, vorsichtig. Oh, Nummer 2 auch easy. Ganz so, vorsichtig. Ah, oh mein Gott. Das war richtig knapp, Alter. Das war gerade. Oh mein Gott, pass auf, der fährt ein bisschen runter. Ja, okay, so passt's. Und okay. Durch. Hast du ja. Perfekt. Easy, easy. Perfekt. So, okay, was ist jetzt? Das geht hier ab? Wende Metallbretter, um rüberzukommen. Aha. Das ist natürlich. Hol dir die Planken. Deine Planken hier. Wuppa. Die Planke. Du kannst auch hier rüber, ne? Hab ich eben auch gemacht. So, da liegt jetzt mein Metallding. So. Und dann hier. Hä, du kannst. Jetzt auch hier rüber gekonnt. Egal, ehrlich? Ja, ja, hätte die Abkürzung wäre es gewesen. Als ob, als ob. So. Ah, jetzt habe ich die Planke losgelassen. Hey, oh das Gott. Tor hat sich bei mir Schieß geschlossen. Auf die Arme! Oh das Tor ist bei mir zu. Berries! Hey! Oh Gott. Mann, Leute, das Tor geht nicht auf. Wir müssen auf jeden Fall beim neuen Gefängnis ausbrechen. Yo, Kaspar, wow. Was geht ab? Was geht ab, Broxo? Sag mal, wo hast du eigentlich deine Hose gelassen? Die habe ich zu Hause vergessen, denn wir sind im Gefängnis gelandet. Ich hab die auch vergessen, Leila. Und du hast vor dem Baby-Rucksack, ne? Ja, du unglaublich, auch. Unglaublich, unglaublich. Okay, dann müssen wir aber jetzt hier probieren, anscheinend irgendwie zu entkommen oder so, ne? Okay, aus diesem Knast. Aber wie macht man das? Oh, da ist Shady Sam, guck mal. Oh, guck mal. Oh, da können wir. Ah, das können wir leider noch nicht machen. Wir brauchen so einen Schlüssel. Okay, dann komm. Aber guck mal. Steh durch. Hier gehen wir rein. Kein Weg, kein Weg. Komm, wir gucken mal. Wow, wow. Lol. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn hier? Hier gräbt sich einer mit. Hier gräbt sich einer durch. Wir haben nur einen Plast. Guck mal hier. Wir können graben. Lol. Ach, das Ding ist. Ein Löffel? Ja, ja. Oh, Gold. Hä? Alarm! Alarm, nein! Wie Alarm? Ich muss ins Gefängnis! Ich hab einen Alarm freigebuddelt! Hä? Wieso musst du ins Gefängnis? Hilfe! Hilfe! Ich bin im Gefängnis gelandet! Du darfst nicht den Alarm berühren! Welchen Alarm? Ah, hast du gemacht, Kaspar? Ja, ich hab den Alarm berührt, das haben die dann mitbekommen. Jetzt haben die mich ins Gefängnis gesperrt. Und jetzt das rote Ding? Hier. Ja, das darfst du auf gar keinen Fall berühren. Ha, du hast berührt, du Idiot. Oh Gott, die haben mich hier tot. Haha. Oh, ich bin raus, ganz kurz zum Spawn. Ja, ich bin raus, gerade so. Wie, du bist raus? Jetzt bin ich gerade zum Spawn gekommen. Aber ja, ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht. Ich muss jetzt mal meine Sachen kurz verkaufen hier, ne? Ja, wo kann man das hier sehen? Und ich brauche eine bessere Dinge. Mit so einem Plastiklöffel kommt man leider nicht so also voran. Also mit 5 Dollar, ich habe halt nur 5 Dollar, ne? Da kann ich mir halt auch nicht viel kaufen. Ja, ich kann mir schon mal einen Metalllöffel wenigstens holen. Das ist wenigstens etwas, ne? Da brauche ich einfach noch mehr, ja. Da muss ich. Ja, verdammt. So, okay, ich würde sagen, wir können hier, guck mal, du kannst auch hier direkt anfangen, dann müssen wir nicht hindurchlaufen. Ach so, muss man gar nicht. Ah ja, warte mal. Also wie wieder raus. Ich kann sogar Stein schon kaputt machen. Alter, wie komme ich hier aus dem Menü wieder raus, wenn ich nichts kaufe? Ah, hier. Okay, alles gut. Wo bist du? Da bist du. Oh nein. Da, nicht berühren das Rote da, ne? Darf man nicht einmal berühren? Nein, nein, wenn du es einmal berührt hast, dann war es das mit dir. Wenn ich einmal draufhau. Ja? Ich würde da nicht drauf. Ja, oder komm, mach mal. Ich zeig dir immer, wie es geht. Oh, warte mal, ich bin voll. Okay, ja, probier trotzdem mal. Nö. Da. Ja, mach doch einfach mal. Nein. Du hast dich so interessiert angehört. Ja, ich guck gleich mal. Ich hole jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Geld, muss ich sagen. Okay, so. Okay, mach das. Hab ich eigentlich was in meinem Inventar? Ich hab eine Kiste. Eine Kiste? Ich unbox jetzt irgendwas. Hä? Was? Geld, ich krieg Geld. Wie viel Geld krieg ich? Wie viel Geld ist das? Moneymaker. Oh, ich krieg, lol. Kauf ich mir, so Metall, jetzt hab ich schon Metalllöffel gekauft. Ich habe jetzt so eine Power. Multiplies okay. Money received per Block. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber du kannst, wenn du abbaust, kannst du immer so auf den weißen Knopf drücken, dann baust du es schneller ab, ne? Die Erde. Auf den weißen Knopf? Ja, mehr verrate ich dich, den Rest musst du selber herausfinden. Ah, ja? Oha. Bam. Oha, man braucht ja nur 2 Schläge. Ja, geht richtig schnell. Hier, okay, sehr gut, okay. Ich hoffe, hier sind gleich wieder so ein paar Schätze, die ich sammeln kann, ne? Wie? So, wieder voll hier. Ach, kriegt man Schätze, ah. Ja, also du kannst auf jeden Fall so Gold finden und so Smaragde und sowas und das kannst du halt verkaufen für mehr, glaube ich. Okay. Oh, stimmt, hier ist so. Oh, ich habe gerade Kohle, glaube ich, geholt. Oh, 170 habe ich. Was kostet denn nochmal der Dings? Warte mal, ich muss schon wieder verkaufen. 75, okay. Ja, 175 kostet das eine Ding, ne? Hast du das schon geholt? Oh, ich kann es mir jetzt holen, ich habe 187.
Okay, sehr, sehr gut. Ich mache hier nochmal kurz so, rein. Das heißt, ich kaufe mir... Was ist das jetzt hier, so ein Buttermesser? Ja, man muss sich langsam rantasten. Ne? Man kann nicht von Anfang an der Profi sein. Guck mal hier. Ja. Geht's schneller jetzt? Ich muss nur einmal draufhauen. Auf oh, sehr, sehr gut. Dann kaufe ich mir das auch mal. Und auf hier, Stein auch nur einmal. Ja. Ich bin schon und voll. Oh, das geht ja jetzt richtig schnell. Ja, ja, okay, warte mal. Dann wir müssen uns größeren Dings kaufen. Einen größeren Rucksack. Den kannst du dir auch unterwegs kaufen, glaube ich, oder? Nee, wo denn? Doch, stimmt. Shop. Bei Shoplinks? Ja, kannst du Backpacks 200. Hier. 200, na, das ist den muss ich noch ein bisschen sparen, aber es ist schon mal ganz gut zu wissen. Ist irgendwas mit dir passiert, als du ins Gefängnis gegangen bist? Ich konnte halt, musste auf so einen Safe drücken und dann habe ich irgendwie, bin ich da rausgekommen sozusagen. Aber das war's dann auch. Also, ich kann das auf jeden Fall nicht empfehlen. Oha, ich hab, wenn du ein bisschen weiter durchrennst, kommst du zu Stein und musst nur zwei kaputt hauen und schon bist du voll. Ah ja, ach lol, das heißt, umso weiter du durchgehst sozusagen, umso krasser sind die Steine dann da? Genau, genau. Ah lol, okay. Hast du jetzt schon den neuen Rucksack dir geholt? Nee, noch nicht, aber ich müsste jetzt genug Geld haben. So, okay, jetzt zum Spawn zurück und dann einmal verkaufen. Ja, ich kann mir den jetzt kaufen, ich hab genau 200. Sehr gut. Ich kann jetzt doppelt so viel haben. Bedeutet. Ja, ich auch. Ich habe mir den schon gezogen. Da, ich sehe dich. Du nimmst die ganze Kohle nicht mit. Nee, ich will die Smaragd haben. Ich will die gut, den Good Stuff haben. Ich will hier. Hau ab! Hast du den auch schon? Dann gehe ich weg. Ja, ich habe den auch schon. Was denkst du denn? Na klar. Wo hast du denn das ganze Geld her? Hä, ich habe das einfach verkauft und gut ist. Mehr war das nicht. Ja. So. Ich glaube, ich gönne mir jetzt. Oh, 1000 Dollar kostet, 1000 Euro kostet dieses nächste Dings. Ja, aber das dauert doch ewig, bis wir es haben, oder nicht? Ja, dauert noch übel lange. So, warte mal. Okay. Wieso bin ich jetzt wieder langsam geworden? Ich frage mich halt, ob man auch irgendwie noch Multiplayer sich holen kann. Warte mal, was ist das denn hier? Oh, weißt du, was krass wäre? Was denn? Wenn du irgendwann so Dynamit haben kannst oder so, das wäre halt richtig krass. Du meinst alles. Oh! Oh Gott. Was machst du? Warte, ich muss zum Spawn. Ich muss verkaufen. Mein Rucksack ist mit einem Schlag voll geworden. Was? Ja, ja. Schlag aber das einfach. Ding ist, okay. Ich muss schnell dahin, wo ich gerade war. War da noch mehr, oder was? Ich habe gerade was Krasses. War das hier? Ja! Boah, ich habe so einen Diamanten bekommen, glaube ich. Okay, was bringt der? Ich weiß auch nicht. Kauf mal wieder, 500. So, zack. Ich komm mal durch da hinten. Zeig mal, wo du bist hier. Den hab ich schon gedingens. Den hab ich schon abgegraben. Ja, alles klar. So, das Ding ist, aber mein Rucksack geht immer so schnell voll jetzt. Was kostet denn, würde denn der nächste Rucksack kosten eigentlich? Oh, 400. Ja, den kaufe ich mir doch mal. Den kaufe ich mir auch mal. Oh. Der nächste kostet 800. Mal gucken, was sind das für Waffen? 1000. Du siehst unten rechts so eine Anzeige. 4 Kisten für 50 Robux. Wo denn? Unten rechts einfach so ein Bildschirm. Stimmt, lass uns die mal kaufen. Ich habe mir das gekauft jetzt. Okay, ich kaufe jetzt auch mal ganz kurz. Starter-Pack. Was genau? Wo? Hier, jetzt habe ich die. Zwei Prisoner-Kisten, eine Police, eine Officer. Okay, ich mach auf. Ich mach mal Warden. Warden-Kiste auf. Oh, bitte Gott. Bitte was Gutes. Oh Gott. Bitte. Was ist das denn? Das ist lila. Was ist das denn? Geld. Mining mal 3. Okay, sehr gut. Multiplier. Ich habe mal 3 Mining, ne? Oh, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut. Ich mach nächste auf und... Ach nein, so knapp nehmen die dann den Geld-Coins-Dingern. Oh mein Gott, nochmal. Level 1, och Mano. Polizei-Kiste aufmachen? Polizei. Oh Gott, bitte, oh Gott, Geld, was hast du? Ey, schon wieder Mining plus 1. Eine Wand, was bringt das? Was ist das? Wallbreaker. Was? Okay, ich mach mal ganz kurz Prisoner-Kiste auf. Ein bisschen Geld vielleicht, das wäre nicht schlecht. Ja, eine Officer, Wand. Mach mal Officer. Was ist das denn? Oh ja, was ist das denn? Oh Gott, das ist, glaube ich, gut. Level 2, Power Coins, wenn ich einen Block kaputt mache. Die Power Coins sind diese lilanen Coins. Aber ich weiß nicht genau, was wir damit machen können. Ich frage mich. Das seltenste! Bei dem letzten, wichtigsten, teuersten. Hast du lila bekommen? Level 4 mal 4 Multiplier. Was? Oh mein Gott, jetzt geht's richtig ab, Alter. Jetzt geht's richtig ab. Du hast doch richtig Glück gehabt. Ja, safe, aber auch beim letzten erst. Oha, ich habe mit einem Stein 100 Stück, ne? Wo kann ich das... Ja, safe. Zack, wo genau kann ich das jetzt... ist die Frage... Oh, ich bin schon voll. Okay, ich muss auf jeden Fall... Also, ich muss auf jeden Fall meinen Rucksack ein bisschen voller machen, sehe ich gerade. Das heißt, ich kaufe jetzt mal ganz kurz einen neuen Rucksack. Mit Joghurt. Alter, wieso braucht das Messer denn jetzt so lange für diese Steine? Ja, bei mir auch. Brauche ich ja übel lange. Ich brauche jetzt echt langsam mal irgendwie was TNT oder sowas mäßiges. Wäre viel besser. Hier noch. Ja, ich sag's dir, Alter. Bin voll. Zum Spawn. Verkaufen. Jetzt mal hier mal wie in Minecraft ranbuddeln.
Bam. Dass ich so seltene Steine bekomme. Oh, sehr, sehr gut. 700 ist gut. Hier kann ich gar nicht mehr weitergehen. Ja. Komm schon. Ich sag mal, also man braucht auf jeden Fall immer jetzt, 400 ist schon, dauert schon ein bisschen, oder 200 ist schon, braucht man schon, bis es voll ist, ne? Also ich hab 500 sogar. Ach, du hast schon noch einen größeren Rucksack, krass, okay. Ja, ja. Ja, oh, jetzt wieder so ein Stein. Ich weiß, oh, Gold! Sehr gut, sehr gut. You need to upgrade to mine this. Och nö. Wir graben uns hier durch. Hier, hier ist Gold und ich kann mir das nicht holen. Okay, ja, das ist natürlich belastend. Ey, aber ja, ich frage mich gerade, was kann ich mir denn kaufen für diese goldenen, für diese lilanen Coins? Weißt du, was ich meine? Ich habe nur einen, du? Ich habe auch nur einen, aber was genau können wir damit kaufen? Warte mal, mein Rucksack ist auf jeden Fall voll. Mal gucken, wie viel ich jetzt bekomme. Mhm. Also, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch auf jeden Fall gerade. Ja. So, oh, ich habe jetzt 1000. Ich kann mir jetzt die neue Waffe kaufen. Ja, die habe ich auch schon, die habe ich auch schon. Die okay, hast du sehr, schon sehr für gut. 1000? Mhm, genau. Und die kann Gold ab... Tactical Blade, kann die Gold abbauen? Das weiß ich nicht, ob die Gold abbauen kann. So tief bin, so weit bin ich noch nicht durch. Bist du schon so weit durch? Ja, ich bin hier, laufe hinten einmal ein bisschen rum. Ach, lol. Warte mal, zeig mal, was sind denn da hier ist alles Gold. Steine? Nee, immer noch nicht. Ja. Hast du dir irgendwas gekauft für Robux, dass du da schneller hinten hinspawnen kannst? Ja, wieso? Ich lauf doch einfach nur. Achso, du läufst einfach durch, oder was? Okay. Ja, aber ich kann immer noch kein Gold abgraben, ist doch voll blöd. Hier ist schon wieder Gold. Boah, hier bin ich auch direkt voll. Alter. Ja, ja, man ist viel schneller voll hier. Mhm, safe. Und hier, komm. So, zack, komm. Kaufen. Was kostet denn der nächste Rucksack eigentlich? Hier mal 500? Oh, meiner ist schon wieder voll. Was? 800, nee, der 800er, der 800er. So. Hier, mach ich das mal kurz weg hier. Aber ich frage mich gerade so. Ja, was fragst du dich? Wann ich Gold meinen kann. Ich glaube, dafür brauchst du den, die Bohrmaschine. Die kommt später, die kostet, glaube ich, 20.000 Münzen. Was? Ja, ja, das ist ein bisschen teurer. Hier, so, hier zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Man muss einfach hinten durchlaufen, man kriegt viel schneller seinen Rucksack voll. Ja, aber ist auch viel schneller voll, ne? Stimmt, stimmt. Ich kaufe mir jetzt erstmal einen neuen Rucksack. Bin jetzt schon voll wieder. Oh, krass, krass. Also ist viel, viel besser, wenn man das so macht. Ja, mach ich auch mal so. Und, so, und durchlaufen! Schön schon mal ein bisschen so die Wandlände berühren. Oh. Ja, ja, auf jeden Fall immer schon so rechts und links immer so ein bisschen reinhauen. Ich hau überall rein. Ich auch. 110, komm. Alter, wieso bin ich jetzt wieder langsam? Hey. Boah, der... Alter, der Blöcke krieg ich gleich kaputt gehauen. Okay, ich bin schon wieder am Spawn. Alter, ist schon wieder voll oder was bei dir das Ding? Ja, schon wieder voll. Ich guck jetzt mal, ob ich jetzt irgendwie... 5000 kostet das nächste. 5000? Dann kaufe ich mir lieber für 2000 den Rucksack. 5000. Wollen wir uns eine Finanzspritze gönnen oder so? Ich weiß nicht. Nicht? Ja gut, müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht. Hier kann man sich ein bisschen durcharbeiten. Hier, komm, ich verkaufe mal wieder. 1000. Aber ich frage mich, was das bringt, wenn man so dir... Nein! Vor allem, was ich mich frage, was bringt diese Power? Oh mein Gott! Mit denen kannst du safe irgendwas kaufen. Nein! Tension Center? Warte mal, ich muss den jetzt abstechen. Nein, 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 du musst nicht abstechen, du musst da rauskommen. Ich steche sie ab! Ah! Ich hau sie! Ja, alles können. Ja, kämpf dich da ruhig raus, kämpf dich da ruhig raus, alles gut. Oh mein Gott, wie soll ich da rauskommen? Du musst hinten auf diesen golden, auf dieses Schloss drücken. Drück auf das Schloss, ich sehe dich da drin. Click to break the lock. Ja, ja, klick drauf, klick drauf. Ah! Schnell! Ah, weiter, ich quetsch mich ein! Los! Du musst klick doch drauf! Ja, bis es voll ist! Ja, da passiert gar nichts! Hä, dein Messer aus der Hand nehmen. Dann hast du das Messer in der Hand oder so. Ah, ich bin fast tot! Du musst einfach nur draufklicken, Broxo! Ja, hab ich doch die ganze Zeit, die verfolgen mich, die doofen Officer! Ja, das hab ich gesehen, wie du das hast! Oh! Oh nein! Oh! Okay, nein! Okay. Das war's mit dir, Broxo, du bist tot! Die haben mich einfach geholt, ich hab auch alles verloren! Oh nein! Ich hab alles verloren, Kaspar! Oh, wo sind wir denn hier, Kaspar? Das sieht krass aus, guck mal! Das sieht ja echt richtig krass aus, hä? Das sieht ein bisschen aus wie bei meiner Oma! Guck mal, hier ist auch ein Bild von ihr! So ein Schokoladenbild! Das sieht ja richtig komisch aus! Okay, weißt du was? Komm, lass mal hier langlaufen, okay. Schnell! Nicht, dass deine Oma jetzt hier noch irgendwelche verrückten Sachen gleich macht. Ach, so, ne? Mano, Bro, Oma, was machst du denn? Als ob du, bevor du den ersten Checkpoint bekommst, schon draufgegangen bist. Oh mein Gott, war so wieder knapp gerade. Wie schlecht war das denn von dir? Gar nicht schlecht. So, das war ja richtig schlecht. So, zacka. Okay, da kommst du auch geschafft, ne? Guck mal, hier. Sehr gut. Tatsächlich, guck mal, wir sind bei Oma. Da ist Granny, die läuft da schnell, beeil dich. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie, Oma. Da quietscht sie rum. Oh Gott, ich wurde geprankt hier, ich wurde geprankt mit dem Bild. Alter, die kann ja sogar die Treppen hochgehen. Was ist das für eine Psycho, Oma? Oma, ich mag dich nicht mehr, Oma. Ich mag deine Plätze nicht.
Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht oh. wirklich aus. Alter, das Ding ist, sieht so aus, als hätte Granny ein paar Fallen angelegt, um uns... Oh Gott, wir kommen jetzt nicht mehr zurück, ne? Ey, und das nur, weil Oma auf einmal so verkauft hat. Alter, hier sind auch Fallen, sehe ich gerade. Sag mal, hast du heute die Challenge, dass du mal hier im Checkpoint draufgehen musst, oder was? Gar nicht, hör auf, sowas zu sagen. Ich bin auch Also echt. Das ist einfach, nur mit Glück durchgelaufen. Mehr war ja, das nicht. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir mal ein bisschen... Bro, das ist auch nicht so easy, wie es aussieht. Na, hast du jetzt den Checkpoint auch nochmal mitgenommen, wo du drauf gehst? Sehr gut. Bro, wieso fällt er denn auch einmal direkt wieder runter? Ach, jetzt neue Challenge, jetzt machst du zweimal drauf gehen pro Checkpoint. Bro! Ey, hier sind Bärenfallen, du musst aufpassen, ne? Warte. Guck, das ist so ein Prank-Ding. Das ist so ein Prank-Ding. Das ist auch noch so ein Loch. Das ist ein Prank-Ding. Boah, war das knapp hier, Alter. Okay, hier auch noch? Hier kann man einfach außen lang, oder? Und die Tür öffnen. Oh, was geht hier ab? Okay. Öffnen. Boah, das sieht krass Granny aus. Okay, rechten oder möchte Weg? Nicht. Das, ich glaube, ich nehme rechten Weg. Rechten Weg, ja. Okay. Oh nein. So. Was ist das denn? Was ist da? Hier liegt ein Messer oder sowas. Ein Messer? Neifeld, was ist das denn für ein Abzeichen? Lol. Was lachst du denn da? Da liegt doch ein Messer. Ist doch kein Messer, ist ein Lichtbug. Unglaublich. Okay, dann trinke ich halt jetzt kurz was. Ah, bist du unmöglich. Okay, kann man ja nicht ahnen, Bro. Ich bin doch nicht ganz da. Weiter mit dem Schlechtsein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, du wirst so drauf gehen. Du wirst safe drauf gehen. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Nein! Und es war so logisch. War ein Scherz. Weil ich der Obby-King bin! Yeah. Du bist aufgegangen, wie schlecht! Ey, gar nicht! Natürlich! Ah! Wie schlecht! Ich wusste es! Zack! Woohoo. Und zack! Alter, man ist immer noch voll schnell, hier. Ne? Ja, das ist, man muss ein bisschen mitdenken. So, ich hab's! Alter, echt ein krasser Obby, muss ich sagen. Ja, komm rein hier. Guck mal, müssen hier den Schirm noch graben. Du musst jetzt. Oh mein Gott, schnell nach unten graben. Grab den da unten. Oh, was ist jetzt? Oh mein Gott. Das ist Omas Verlies. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das für versteckte Stacheln? Da kamen gerade diese Stacheln raus, ne? Na, willst du drauf gehen nochmal? Oh mein Gott, lieber nicht. Wenn man die berührt, dann kommt die einfach rausgefahren. Wollten wir schon sagen. Du musst auch aufpassen auf die Morgensterne, Kaspar. Die können einen richtig runterhauen. So richtig verrückt runterhauen. Hä? Oh mein Gott. Green Light? Also echt, was laberst du denn da jetzt? Was kriegt man hier die ganze Zeit? Das kriegst du nicht, oder was? So, vorsichtig. Okay. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles gut, geht's weiter? Du musst auf die Schiebeplattform springen. Das ist ja cool. Easy, gar nichts los. Oh nein, das hätte man gar nicht schaffen können. Easy, Bro, natürlich. Der Laser ist in dem Moment so richtig komisch gewesen. Wie kann man so schlecht sein? Ja, weil nur weil mein Laser anders war als deiner. So. Ja. Oh. Nein, Mano. Easy. Oma, aber in irgendeiner Richtung. Ey, mich hat Oma direkt geholt. Bro, pass auf. Schick lieber eine Bananenschale. Haha. Ich kann die auf die werfen. Zack. Ich auch. Ich nehme jetzt die Banane nochmal mit. Zack. Zack. Verpasst. Was ausgerutscht. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich bin... Okay, wir sind hier bei den Sägen, ne? Ja, die Sägeblätter. Hä? Hä? Wie soll das gehen? Wie schlecht. Oh mein Gott. Kann man einmal außen dran vorbeispringen. Alter, der Sprung ist voll schwierig hier. So, easy. Und hier auch nochmal hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Was sollen wir jetzt hier machen? Ich hab dich doch gesehen. Mann, wusste ich das? Nein. Spikes. Gott, Digga. Du musst ganz schnell rüber und direkt weiter. Ich weiß. Direkt weiter. Oh, Alter, das war so knapp jetzt gerade mit den Spikes. Was ist denn das hier? Hä? Zu zwei drauf, komm schnell. LOL. Oh mein Gott, Digga. Ja. Okay. Hä? Oh nein. Ah. Nein, oh mein Gott. Ja, das war cool. So Schalttafeln. Sieht echt Zack. Aus. So, hier rüber. Jetzt muss ich auf hier das hier rüber. Gehen. Ja. Jetzt fährt man weiter hier Zack. Hoch. Okay. Jetzt geht's hier rauf. Ja. Ey, das ist voll easy gemacht. Das ist ja voll easy peasy. Easy war das.
Über für Babys easy war das. Aber man musste die Dinger nehmen. Die Bretter nehmen. Er hat es aber fast geschafft. Oh Gott, ich habe eins runtergeworfen. Eine Planke. Ich auch. Warte mal, dann geht's irgendwie anders. Hä? Ah, guck mal, wie ein Profi. Was soll das denn? Wie? Was sind das denn für diese Planken? Ah, jetzt hast du keine mehr, ne? Oh mein Gott! Pass auf. Pass auf! Ohne Planken! Oh mein Gott! Ohne Planken habe ich es geschafft, Digga. Hä? Die Sprünge sind doch voll... Ja, wahrscheinlich musst du im letzten Moment springen, damit du es schaffst. Alter, das schaffst du niemals. Hä, ja, schaffe ich easy. Guck, pass auf. Guck jetzt hin. Guck jetzt hin. Ich gucke. Und... Ah, mit Ansage noch, Digga. Warte, ich schaff's doch jetzt. Wie schlecht. Ich muss eigentlich einmal kurz oben ausschnaufen, kurz oben. So. Ah, ja. Sag das. Ah, hast du den gesehen? Ja, war nicht schlecht. Oh, Schlüssel finden. Der ist hier irgendwo drin. Irgendwo hier drin hier. Ah, im Schrank. Ja, ich hab ihn. Im Schrank. Bro. Oder hier im Schrank? Nee, im Schrank ist nichts. Ich dachte, da wäre ein Kostüm. Hä, wo denn? Ist auf. Zack, so. Hä? Ah, achso, für mich ist auch auf. Okay, ja, easy. Sehr gut. Und? Also wirklich, was ist los bei dir? Hä, wieso? Was ist los bei dir? Alles gut. Ja, Kollege. Voll so. Krassen Schwingi. Hä? Du findest dich nicht. Natürlich da oben, versteckt. Okay, hier fährt man wieder easy nach vorne. Rüber hier. So. Ey, das ist ja richtig cool hier. Nee. Hier auch nochmal weiter. Weiter geht's. Sehr gut. Finde die zwei Knöpfe. Pass auf. Die Laser. Alter, da sind Stacheln auf der Treppe. Oh mein Gott, ich seh's gerade. Okay, zwei Knöpfe. Um hier die oben die Laser auszumachen. Okay, weil ich sehe schon einen Knopf. Ich auch. Schon gesehen. Zack. Ey, Alter, du schubst mich runter, Bro. Du hast mich auch runtergeschubst. Hä? Da war nur ein Knopf. Wie jetzt? Da war nur ein Knopf. Die Laser sind doch weg jetzt. Ey, du bist auch echt so ein Blödian, ne? Lol. Ich kann es einfach durchgehen jetzt. Ja, Mann, krass. Ich hab den Zeit schon gefunden, Digga. Der ist hinter, wie oder? Wie schlecht. Im Raum. Ja, wie schlecht klar. Bist du, Bro. Es war so klar. Was ist jetzt los? Was ist da jetzt? Omas Hüten, geh in den Roboter rein. Alter, was? Was? Wow. Oh mein Gott. Wow. Will Zombie-Oma. Oh mein Gott, Alter, wie krass sieht das aus? Aua. Ich hab was ich kann sogar hochspringen jetzt. Damit. Bam, bam! Das ist einfach Zombie-Oma geworden! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Oma, bitte nicht! Nochmal hier, nochmal hier! Oma, ich bin fast draufgegangen! So. Oma, bitte nicht! Oma, bitte drück es dich an! Bam, bam! Oma! Ey, die hat 10 Leben noch! Bro! Oma in 1000 Teile verteilt worden! Boom! Alter! Ich seh's gerade, ne? Die wurde ja ins andere Universum geschossen einfach. Oh yes. Und guck mal, da ist ein Portal. Wo geht das denn hin? Oh, ich bin auch gespannt. Lass mal in dieses Portal reingehen. Ich gehe als Oma dahin. Ich gehe jetzt ins Portal. Und rein. Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit, denn wir entkommen vom Mr. Scary's Dinner in Roblox. Und wir müssen heute probieren, vor dem wirklich zu überleben, Leute. Der ist anscheinend echt richtig verrückt. Das ist quasi so genauso ein Typ wie von Mr. Pizza Papaya oder sowas. Okay, können wir jetzt hier, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie den Button drücken? Okay, jetzt gehen wir anscheinend hier mit dem Fahrstuhl runter, Freunde. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Willkommen steht da. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen möchtet, Leute. Und willkommen zu deinem, was steht da jetzt, Leute? Zu deinem, oh mein Gott, zu deinem Untergang. Oh, Freunde, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen jetzt gleich, ne? Mal gucken, oh mein Gott. So sieht also mein Untergang aus. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze nochmal hier zu schaffen, Freunde. Der ist anscheinend irgendwo hier immer versteckt, Leute, und will uns holen, ne? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, heute richtig verrückt. Deswegen, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen schaut bis zum Ende, wie wir ihn nachher holen, Freunde. Okay, jetzt hier schön warten. Schön an den Teilen vorbei. Okay, sehr gut geschafft, Leute. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen Checkpoint. Geht zu der Leiter, steht da. Okay, wo ist denn... Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen, wenn wir da durchgehen. Schnell. Okay, wo ist jetzt hier die Leiter, Freunde? Wo ist die Leiter? Er ist hinter uns. Ich darf keinen Stuhl berühren, ne? Wo ist jetzt hier die Leiter? Da ist die Leiter. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, das war gerade so knapp. Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war? Der hat uns gerade fast wieder geholt, Leute. Okay, jetzt ist er einfach nur gerade in groß. Oh, Leute, wo sind wir denn jetzt, bitteschön?
Das sind ja, oh, das sind irgendwelche Shredder hier unten. Oh, da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir auf jeden Fall keinen von diesen Shreddern berühren. So, jetzt hier schön erstmal genau über die ganzen Soßen rüberspringen. Hier Jalapeno-Soße. Okay, Leute, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Guten Teleporter will ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. So, dann gehen wir direkt mal hier weiter und auch bloß nicht hier in den Shredder reinfallen. Wenn wir jetzt hier in den Shredder reinfallen, ist das, glaube ich, gar nicht gut, Leute. So, jetzt hier, zack. Okay, und nächster Checkpoint. Oh mein Gott. Seht ihr das? Der guckt mich die ganze Zeit an. Leute, der guckt mich die ganze Zeit an. Der hört gar nicht damit auf. Hä, kann er aufhören, mich anzugucken, Leute? Okay, pass auf. Ich würde es mal sagen. Nein. Und zack und zack und Leute, hört mich auf, mich anzugucken, das ist mir echt ein bisschen gruselig, ne? So, okay, sind wir hier schon mal, hast du es auch geschafft? Okay, sie schafft es auch, Leute, können wir direkt hier runterspringen in die, oh, ich wollte gerade sagen Kanalisation, aber das sieht irgendwie nicht aus wie eine Kanalisation, muss ich sagen, ne? Okay, dann lass mal hier ganz kurz so vorsichtig, lauf, wir waren zu langsam, Freunde, da müssen wir anscheinend richtig schnell sein. Und sie auch, sie war auch zu langsam und... Zack, lauf. Oh mein Gott, da muss man echt richtig schnell sein, Freunde. Sonst wird man hier echt von diesen Zacken geholt. So, jetzt hier den nächsten Zackenparcours haben wir jetzt auch geschafft. Und hier jetzt auch sehr gut, Freunde. Oh mein Gott, was denn hier? Hier ist irgendwie so eine Todesbrücke oder sowas. Okay, warte mal, dann kann ich hier einfach lang... Okay, wir müssen, glaube ich, rüberspringen. Aber das schaffe ich, Freunde. Kein Problem. Ich kann jetzt hier einmal rüberspringen. Dann hier auch noch rüberspringen. Und oh Gott, jetzt sind da so zwei einzelne Sachen, ne? So, zack. Und... Was? Warum schaffe ich das denn nicht? Das macht gar keinen Sinn. Okay, jetzt aber hier. Pass auf. Zack und zack und zack. Hey! So, Leute. Jetzt aber... Okay, easy geschafft, Leute, kein Problem. Und zack, so, der nächste Checkpoint. Guck mal, der ist sogar auf uns gewartet. Okay, wo sind wir denn? Oh mein Gott, nein. Hey, bitte nicht. Wo müssen wir hin, Leute? Weißt du, wo wir hin müssen? Hier ist ein Totenkopf? Nee. Wir mussten nach rechts. Hä? Aber sie hat nur... Er hat mich gar nicht geholt. Er hat nur sie geholt. Hä? Was war das denn? Ich habe quasi... Es ist alles voll hell hier. Hä? Okay, also anscheinend wurde ich nicht geholt, sondern nur sie. Aber wo ist sie denn jetzt, Freunde? Na gut, okay, dann lass mal über die ganzen Laser rübergehen. So, zack, über die ganzen Laser. So, ganz vorsichtig. Okay, auch geschafft, Leute, sehr gut. Und jetzt müssen wir in den Fahrstuhl rein. Ob ich da rein will, Leute, weiß ich noch nicht. Deswegen, wir drücken mal den Knopf und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Kommen jetzt gleich wieder irgendwelche Texte? Wo steht, das ist unser Untergang? Oder wie wird das gleich alles aussehen, Freunde? Auf jeden Fall echt ein sehr, sehr alter Fahrstuhl, ne? Richtig rostig und richtig kaputt. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gleich landen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sind, glaube ich, jetzt fast da auf der richtigen Etage. Kann ich irgendwie so durch... Oh ja, ja, da geht's rein. Hier geht's rein jetzt, Freunde. Und yeah! Hä? Wo sind wir denn jetzt? Werden hier irgendwelche Experimente... Warte mal. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ist er doch gerade so geflackert, oder nicht? Da war doch gerade der komische... Da ist er! Leute, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Lass mal ganz schnell hier den Knopf drücken. So, kurz den Hebel. Und ist da irgendwas, Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas ist. Okay, auf jeden Fall geht jetzt hier langsam die Tür hoch. Und wir sind jetzt hier irgendwie bei so einem richtig komischen... Bei einer Obby, die ich noch nie gesehen habe. Irgendwelche Bienenwaben in irgendwelchen Farben, Leute. Okay, warte mal. So, zack. Okay, haben wir auf jeden Fall jetzt auch geschafft. Dann jetzt hier ganz vorsichtig vorbeilaufen. Okay, haben wir auch geschafft, Freunde. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, Leute, mit dem nächsten Hebel. Oh Gott. Wo gehen wir denn jetzt hin? Alter, okay, ganz vorsichtig, Leute. Ey, der Hebel geht schon wieder auf gerade. Hä, aber was ist denn da hinten los? Okay, warte, pass auf. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Hier müssen wir nämlich rüberspringen, genau. Und hier auch, oh, raufspringen, Freunde. So, zack. Okay, auch sehr wichtig. Denn hier nochmal zack rauf und hier zack rauf. Aber wo ist jetzt hier, Leute, wo ist der Scary Mr. Dinner Scary Typ hin, Leute? Der hat uns ja gerade eben eigentlich geholt. Ist aber einfach wieder verschwunden. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Also irgendwie muss ich auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht muss ich mir hier auch das Ding holen. So eine Speedcoil. Ich glaube, ich kaufe mir mal ganz kurz, Leute, für 199 Robux. Und schau mal, ob die mich vielleicht voranbringen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz warten, Leute. So, oh ja, schnell gesprungen. Und bin ich damit... Ich bin damit echt schneller, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier zwei auf einmal... Oh mein Gott, hab ich's gesehen? Ich habe gerade einfach zwei auf einmal übersprungen, weil ich diese Speedcoil hatte. Hä, wie cool ist das denn? Okay, warte mal. Jetzt habe ich hier den nächsten Checkpoint. Das müssen wir hier... Was? Wir müssen jetzt hier... Das habe ich noch nie gehabt. Wir müssen jetzt hier echt... Wow! Wow! Leute! Hä?
Oh mein Gott. Hilfe, ich bin hier einfach auf so einer Zipline, Freunde. Ey, das sieht ja mega cool aus, hä? Jo, wir sind fast da. Oh mein Gott, was? Das hängt. Leute, der Knochen. Der Knochen, Leute. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und und wir haben es einfach. Ja, wir sind auch noch durch die Spinnenweben durch. Wie cool war das denn gerade? Warum haben wir sowas noch nie gemacht? Ich will sowas nochmal machen. Das war ja richtig cool, Freunde. Okay, warte mal. Dann lassen wir hier weiter über die... Oh mein Gott. Über diese Pflanzen. Kennt ihr diese Pflanzen, die so Fliegen essen? Ja, genau das. Ey, die tun das ja wirklich. Okay, dann muss ich da sogar schnell rüberspringen. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht gedacht, muss ich sagen. Das heißt, hier müssen wir... Hier dürfen wir nicht zu lange drauf stehen bleiben. Guck mal, sonst klappen die so zusammen. Oh mein Gott. Ey! Hä? Oh, man muss da richtig... Also, man muss da auf jeden Fall einfach nur drauf springen, Leute. Das heißt, jetzt werde ich auf jeden Fall jetzt hier schön... schnell rüber. Ich dachte, man hat wenigstens ein bisschen Zeit. Aber die klappen immer schneller zusammen. Guck mal, seht ihr das, wie schnell die zusammenklappen? Da hat man kaum Zeit zu reagieren. Aber ich habe die... Haha! Ich habe alle Pflanzen überlebt. Sehr gut. Und was ist denn jetzt hier vorne los? Sieht da irgendeine Obby? Oh mein Gott. Ganz vorsichtig, Freunde. Ganz... das sind irgendwelche Schlangen. Sicher jetzt erst. Das sind irgendwelche Schlangen, Leute. Was machen die denn hier? Okay, dann geht's weiter hier mit dem Spinnennetz. Und... Oh mein Gott, wir haben hier einen neuen Checkpoint. Das ist ja auf jeden Fall ganz... vorsichtig über das Spinnennetz rübergehen, Leute. Das könnte nämlich echt ganz, ganz gefährlich sein. Oh. So, ganz vorsichtig jetzt hier rüber, Leute. So. Okay. Das sieht, glaube ich... Oh mein Gott. Müssen wir jetzt hier so einen Baum hochklettern? Hä? Oh, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie so einen Baum hochklettern. Dann machen wir das Ganze doch mal ganz kurz. Jetzt hier schön vorsichtig. Ah, und rüber. Und rüber. Und rüber. Ey, ist da... Nee, wir kamen von da, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Das heißt, da ist nicht der Checkpoint. Wir müssen anscheinend jetzt hier immer weiter hochklettern und hochklettern und... Hä? Was denn das hier für ein Portal, Freunde? Oh mein Gott, ich gehe ins Portal rein. Hey, das bin ja ich in richtig groß, Leute. Wie cool ist das denn? Hä? Und wir können uns hier einfach jetzt irgendwelche Farben aussuchen. Das heißt, hier, guck mal, ich kann zum Beispiel rot werden und kann meine Speedcoil benutzen. Und bin einfach mega, mega schnell auf diesem krassen eigenen Weg. Oh nein, der eigene Weg verschwindet. Aber das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, den zu bauen. Oh, oh, falle ich wieder nach unten, Freunde. Ey, das ist ja richtig, richtig cool, Leute. Oh, jo, was? Wo sind wir denn? Ich weiß auch nicht. Guck mal hier, mit dem kann man reden. Warte mal. Okay. Was sagt er? Er sagt wir jetzt... wurden eingefangen in der Bäckerei. Oh Gott, was? Was? Wir müssen hier sofort unseren Weg rausfinden. Schnell. Okay. Wieso das denn? Wieso denn schnell? Ich glaube, hat er jetzt gesagt, wir wurden hier eingesperrt. Wir sind in so einer Donutfabrik oder was ist das hier? Irgendwie so eine Süßigkeitenbäckerei ist das hier. Siehst du das hier? Guck mal. Da ist so ein... Wow, siehst du den? Wow. Ja, hier sehe ich, sehe ich. Das sieht echt crazy aus. Ich glaube, wir müssen da vorne durch den Lüftungsschacht durchgehen, Kaspar. Ja, stimmt. Um jetzt zu entkommen, weil die Türen sind vorne alle abgesperrt. Als wäre hier irgendwie so ein Notfall oder so gewesen. Alter, was ist... Also ich kann mir vorstellen, dass hier auch irgendwie ein Notfall war oder sowas. Vielleicht ist ja der Zucker ausgegangen. Oh nein. Oder das Diabetes-Monster ist gekommen. Oh Gott. Oh ja. Nein. Was sagt der? Okay. Sieht so aus, als würde hier was leben. Was? Oh mein Gott, da unten. Siehst du das? Die Donuts sollen anscheinend... Der Donut ist unfreundlich. Oha. Hä? Also, was? Nicht runterfallen hier am besten, Kaspar, ne? Nee, bloß nicht. Guck mal deinen Donut da an, Alter. Ich bin gerade fast runtergefallen, das hätte gerade nicht böse enden können. So, das heißt, von Donut zu... Au! Pass auf da. Ey, ich werde hier knapp zusammen in den Gartenstuhl. Du bist so schlecht. Ich springe hier auf den braunen Donut. Wetten? Oh mein Gott, du stirbst nochmal. Oh mein Gott, ey, es ist doch verglitscht. Oh mein Gott, du stirbst nochmal. Es ist verglitscht. Hallo, ich sag's einmal noch. Ja. Es ist verglitscht. Es ist erglitscht. Also, ich werde jetzt nie wieder sterben. Das sage ich dir so jetzt, wie es ist, ne? Okay, warte mal. Ab jetzt, okay? Ab dem Checkpoint hier. Ach, du auch nicht, ich oder was? Ich wette 25 Euro. Wer jetzt als nächstes draufgeht, muss die bezahlen dem anderen. Let's go. Okay, na gut. Okay. Kriegen wir hin. Wow. Das wäre echt peinlich gewesen, wenn man jetzt draufgegangen wäre. So, jetzt hier an dem Arm vorbei. Ich habe lieber den ruhigen gemacht, ja. Der wird auch den ruhigen hier gemacht. Alles entspannt. So, nächster Checkpoint. Alles easy. Was sagt denn der Bray? Was machen die? Spucken die da raus? Spucken uns an? Ehrlich? Ja, die Donuts spucken. Guck mal. Alter. Oh, genau richtig zielen. Oh! Nein! 25 Euro. Komm, jeder drei Leben. Drei. Ja, okay, das. 25 Euro, die sie gehören. Besser ist das auch, ja? Und jetzt machen wir nämlich gut. 50 Euro, wer als nächstes stirbt. Was? Okay, ja. Also so wird das richtig Geld ausgeben heute. Ab jetzt. Okay, ab jetzt. Ab jetzt, ja. Oh.
Alter, du bist draufgegangen. Nee, 50 Euro. Nein, ich habe ab jetzt gesagt. Du 50 hast, Euro, du hast Digga. Auch gesagt ab jetzt dann. Ja, okay. Also schuldig jetzt was oder nicht? Nein, doch, du schuldest mir 50 Euro jetzt. Momentan. Hä? Ja? Ja, okay. Und jetzt geht's um 50. Okay. Jetzt geht's um 50 Euro. Und okay. Denkst, also, das heißt, ich kann sozusagen wieder zurückgewinnen. Genau, du kannst theoretisch zurückgewinnen. Ja, okay. Oh, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn hier los, sag mal? Die Schokolade und sowas, ne? Hast du gesehen? Aber tu mal nicht so, als wäre das krass gewesen. Das ist ja ganz babymäßig. Hallo, es geht hier gerade um Baby, sehr, sehr viel. Baby. So, mal gucken, was sagt der zu uns? Was hat denn der jetzt hier auf Lager? Wir müssen sofort hier hochklettern. Okay. Und zwar nach oben. Was soll da oben sein? Da muss oben auch ein, Lüftungsschacht oder sowas sein. Vielleicht kommt ihr da raus. Okay, dann. Oh mein Gott, ich sehe jetzt diesen riesigen Donutmund unter uns. Stimmt, den sehe ich jetzt auch erst. Also sind die Donuts verrückt geworden, oder was? Der sieht echt richtig gruselig aus, dieser Donutmund, ne? Futtern. Oder glaubst du, die Menschen werden zu Donuts? Ich glaube... Alter! Was denn? Du bist draufgegangen. Hey, bitte nicht. Ich muss hier warten, bis du diese Teller... Du bist draufgegangen eben. Nein. Hä, echt nicht? Nein. So, du komm bist jetzt. Ich komm ja. Ey, Mann! Alter, du bist so ein Unehrenloser, ne? Mann, ich hab's dass du es überhaupt versucht hast. Nee, glaub mir, Digga, jetzt gar nichts mehr. Oh jetzt Mann, ey, mehr. Wir sind schon bei Checkpoint Nummer 8. Okay, mal gucken. Okay. Oh, jetzt hier runter. Oh, runter hier. Wow. Okay. Ich dachte, die fallen runter. Ich hab auch gedacht, die fallen runter. Okay. Das wäre auch zu cool gewesen. Also, weiter geht's hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Oha. Ja, denkst du, du bist krass, hä? Das war gerade schon Profiliga, was ich hier gemacht habe. Das war Profiliga, ja? Immer mit der Ruhe. Das war vielleicht Popoliga. Das war Profiliga. Das war, Alter, das. Du bist hier in der Popoliga, ja? Hier rüber. Oh mein Gott. Zack. Siehst du hier, wie ich dich eingeholt habe noch? Lächerlich. Lächerlich. Sag mal ganz ehrlich, was ist dein Lieblingsdonut? Mit Schokolade? Boah, ich muss sagen, ehrlich, es ist vielleicht etwas ungewohnt. Aber, gucken wir erstmal, was er jetzt hier sagt. Ich liebe es Donuts. Erstmal mal gucken, was sagt er jetzt hier? Versuch auf die andere Seite zu kommen. Berühre dich nicht. Milchshake-Unfall anscheinend. Also das Ding ist, mein Lieblingsdonut, ich bin sehr, sehr simpel, was das angeht. So einfach Schokolade. Nein, ich liebe einfach weiße Glasur auf dem Donut. Hast du so weiße Schokolade mit? Super. Richtig lecker. Also manchmal. Also weiße Schokolade so oder Donuts. Was ist das? Nee, ist einfach weiße Glasur. Das ist so einfach so Glasur. Weiße Glasur. Und sind die gefüllt? Also magst du gefüllte oder nicht? Nein, die sind nicht gefüllt. Also sind dann einfach weiße so. Ich liebe gefüllte Donuts. Was? Ist jetzt nicht so mein Fall. Er sagt nicht, wir sollen nicht in die Nähe gehen der Donuts. Okay, also was sind denn deine Lieblingsdonuts gerade? Also ich sag dir ganz ehrlich, meine Lieblingsdonuts, ich habe einen gegessen, da war ich mal im Urlaub. Da habe ich wirklich den gestern schon mehr. Du hast mich abgelenkt. 50 Euro. Na gut, welchen 50 Euro. Na gut, welchen Donut? Der hat so weiße Schokolade und normale Schokolade außen. Ah, das ist richtig was hast du meinst. Also er sagt, hier ist anscheinend der Freezer. Und wir sind fast draußen. Ich habe 25 Euro gerade schon gemacht, ne? Mann, ey, ja, abwarten. Wir können ja jetzt nochmal weitermachen. Oder, achso, also wollen wir sagen, jetzt 75 Euro? Alter, da muss aber einer zahlen, ne? Okay. Also jetzt gerade schuldest du mir 25 und ich schulde dir gar nichts, ne? Na gut, kein Problem. Aber das Ding ist, wenn ich gleich gewinnen werde, und das werde ich. Oh, ja. Jetzt musst du auf diese springen. Dann werde ich mir nämlich. Oh, Alter, was? Alter, das kann ich nicht glauben. Hey! Nochmal on top, ein 75er. 100 Euro Schulden hast du schon bei mir. Mann, jetzt machen wir jetzt nochmal. Okay, du bist dran. Und wie viel? Du bist wie viel? 100 wie viel Geld? Wie viel Geld? 100 jetzt. 100. Okay, also so. Nein! So, ich habe den nächsten Sprung gemacht jetzt hier schon. Und jetzt. Habe ich gesehen. Ja, was? Habe ich gesehen. Also, jetzt ist sozusagen 0-0, weil wir uns nichts mehr schulden, ne? Ja, okay. Jetzt wer 0-0. Springt jetzt als nächstes, ist die Frage. Das war Respekt von mir, ne? Das war echt Respekt. Aber dafür will ich mal ein Like auf jeden Fall da lassen. Ja, aber sagen wir, jetzt, der das nächste Mal drauf geht, muss dem anderen 100 Euro zahlen. Oha. Oder wir können wieder von 25 starten. Oder wir fangen. Ja, 25 machen wir. Komm, 25. Oh mein Gott, was passiert hier mit diesen Sandwich-Zungen? Die Freezer. Alter. Was ist das? Was sind das für Dinger? Die Sandwich-Zungen sind echt sehr, sehr heftig. So. Oh mein Gott. Haut mal ab, ich hol dich noch ein hier. Ich bin drüben. Oh mein Gott, das war knapp gerade, Alter. Ja, okay, mal gucken, was er jetzt sagt. Also er sagt jetzt hier wieder. Oh nein, wie sind wir nur hierher gekommen? Das ist der letzte Platz, wo ich gerne sein will. Okay, okay. Nicht diese heißen Pfannen berühren hier. Oh nein!
25. Es geht um 50 Euro aber jetzt wieder, ne? Ist noch nichts verloren. Ist noch nichts verloren, Leute. Genau, noch nichts verloren. Okay. Ist so, hier. Geht's weiter leicht als nächstes mit 50, ne? Da weißt du Bescheid. Hier rüber, hier können wir auch entspannt rüber gehen. Das ist ja kein Problem hier für uns. Also hier sind wir echt alles sehr, sehr. Nein. Hier auf die Laufbänder? Nein. Warte mal. Wieso sind sie so schnell jetzt? Nein. Wieso? Ah, nein! Ich mach schon! Nein, ich lauf schon, wie ich kann! Hilfe! Ich lauf schon, wie ich kann! Hilfe! Nein! Der hat uns aufgefuttert! Oh nein! Das hat weh getan! Wir sind in seinen Zähnen, in seinem Mund drin! Wir sind einfach auch schon. Guck mal, die sehen eigentlich. Guck mal, ich war heute erst beim Zahnarzt, ne? So sehen jetzt meine auch aus. Komplett clean Zähne. Meine auch? Ich hatte ja einen abgebrochenen Zahn. Das haben vielleicht einige. Das haben vielleicht einige gesehen. Ehrlich? Hat man das gesehen? Es ist auch wieder heile. Es ist auch wieder heile. Ja, guck mal, er sagt auch, wir wurden gegessen. Es gibt hier einen Weg nach draußen. Okay, dann lass uns raus. Ey, das ist ja mega cool. Oh mein Gott. Ja, die Teile kann man doch locker berühren. Guck mal, du Angsthase jetzt. Ja, mein Gott, ey. Ich bin ein bisschen. Ich hab Angst, Geld zu verlieren. Nein, hast du es geschafft? Als wenn. Ja, 75 Euro hast du schon. So. So, hallo. Quallenfischen. Weg hier von der Magensäure, ne? Die darfst du nicht berühren. Gott. So, ich bin jetzt hier schon. Also jetzt kannst du alles rausholen wieder. Alles oder nichts, ne? Ja, stimmt. Ist jetzt um 75 Euro. Sagst du, wie es ist? Du kannst dir alles rausholen, was du haben möchtest. Ah, so, rüber hier, ja. Guck mal, das ist einfach. Irgendwer wurde schon von ihm gegessen. Alles gut. So, ja. Was meinst du, wer wurde gegessen? Was guckst du so komisch? Was ist denn los? Was ist denn? Das habe ich doch gerade gesehen. Was meinst du? Du bist draufgegangen. Ich bin nicht drauf. Hä, wie kommst du? Digga, ich stand die ganze Zeit hier. Das hab ich doch gehört. Uff. Das muss gelaggt haben bei dir. Okay, ja gut. Also keine Ahnung, wer jetzt hier gerade gegessen wurde. Hinter uns ist einer. Nee, das ist der Typ. Okay. Dann komm, auf jeden Fall jetzt hier weitergehen. Ja, weiter geht's hier. Oh Gott, da muss man aber ganz genau auf... Ah! Nein! Okay, jetzt hast du... Nochmal! Nein, nicht nochmal. Doch nochmal. Hier... Oh, weg jetzt hier! Ja, okay. Das mag also ich gar echt, nicht sowas. Ich will gar nicht wissen, wie viel du jetzt gerade hier blechen musst. Also ich glaube, ich schütte jetzt ungefähr 100 Euro, ne? Noch mehr wahrscheinlich, noch viel mehr. Noch mehr? Nein! Du bist zweimal draufgegangen, Kollege. Aber es geht jetzt um 100 Euro als nächstes, ist dir das klar? Ja, das kann man natürlich auch machen, ne? Das ist natürlich auch kein Problem. Gucken wir mal. So, okay. Alter, wir sind jetzt Alter. Hier... Ich frage, weißt du, was ich mich frage? Was hat der Typ, wie groß ist der Typ, was hat der alles gegessen? Da unten, so ein riesiger Schleim-Tsunami. Wo ist die Welle da unten? Schleim-Tsunami. Da unten die Welle, diese eine, siehst du die Welle nicht? Doch, stimmt, jetzt sehe ich die gerade. Mach mal die Augen auf. Hey, wir können in zwei Richtungen gehen, dann warum ist dein Herz braun? Wollen wir, braun, das ist bei mir rot. Hä? Bei mir ist es also so rotbraun, ne? Also das ist jetzt. Das ist bei mir komplett rot, wieso bei dir braun? Bei mir ist braun, das ist doch braun. Ja, du hol dir mal einen neuen Computer, also mit deinem. Mit deinem komischen Tic-Tac-Handy. Ja, ich hol mal das dann auch gleich mit deinem Geld. Ha! Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. So, okay, also das Herz ist auch voll braun. Ich weiß nicht, was du hast. Ey, schreib mal bitte du in die sagst Kommentare. Du sagst mir, das ist so rot wie mein Pullover. Oder Hashtag braun. Du sagst mir, das ist so rot wie mein Pullover, oder was? Safe. Alter, also nicht? Echt, nein. Bei dir nicht? Nein. Was? Wie spielst du das? Was für Einstellungen? Oh mein Gott. Nein! Ich wusste es! Ich sag's dir, ich hol mir gleich echt neuen PC damit, ne? 100 Euro nochmal weg, ne? 200 das wird gleich, Euro, also das so weiß, viel Geld hab ich gar weiß, nicht. Das wird gleich nochmal passieren. Das wird gleich nochmal passieren jetzt. Alter, ich berühre schon. Siehst du, was ich sehe? Ich sehe, was ich du berühre. Siehst. Ich sehe, was ich du siehst. Ich berühre mit einem Fuß. Alter, er war gnädig. Wie viel Glück kann man haben? Er war richtig gnädig gerade. Du hast ja so viel Glück gehabt, ne? Ja. Warum ist hier alles rot? Wieso rot? Das ist ja nur ein Spaß. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, guck mal, da bist du. Das ist dein Cousin. Gott. Ah! Nein! Okay, dieses Video bin ich also arm geworden. Das ist echt. Das so nenne ich das Video. Alter. Dieses Video bin ich arm geworden. Nochmal. No. Oh mein Gott, was ist los bei dir? Oh mein Gott, jetzt wird's peinlich. Das gucke ich mir jetzt an. Das ist ja echt unnormal. Guck mal jetzt hier, wie einfach das eigentlich ist, Alter. Ne? Alter, ja zeig mal. Und du gehst hier 3000 Mal drauf. Das ist ja echt nicht mehr normal. 3000 Mal drauf. Ja, ich mag Kackwürste nicht. Das stinkt hier auch immer so. Du bist 3000 Mal draufgegangen. Das kann ich nicht abhaben, hallo. 3000 Mal. 3000 Mal, das ist ja ein bisschen übertrieben jetzt. Nein, es stimmt so. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Guck mal, hier sind wir rausgekommen gerade. Hier, da liegt sogar noch eine Wurst. Er hat uns ausgekackt. Die ist so groß wie du. So richtig eklig, Alter. Richtig ekelhaft. Bäh. Okay, ist ja auf jeden Fall schon sehr, sehr...
Gott. Sehr, sehr eklig. Oh, okay, Alter. Alles gut. Checkpoint. Ich bin da fast runtergefallen, ne? Okay, ich hab auch jetzt den nächsten Checkpoint. Da ist doch gar keine Toilette. Hallo, nicht gucken. Kann ich mal bitte... Doch, sieht man das nicht? Also, echt, das ist ja eklig. Kann ich bitte in Ruhe mal auf Klo gehen hier? So, mal gucken, kann ich bitte in Ruhe auf Klo? Man macht das doch. Was ist hier? Was ist hier? Wieso ist es dunkel geworden? Hier der Ausgang. Wo? Können wir hier reingehen? Warte mal, hier? Hier, ja. Hä? Was ist das? Was soll hier außen noch sein? Hä? Kannst du auch rein? Wo, in welche Richtung müssen wir? Leute, guck mal hier, Squid Game. Ja. Yeah. Right, left, 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 aber right. Ist das hier richtig? Lass mal hier über Squid Game rüber. Warte, hier vorne gab es aber noch eine Tür, ne? Hier gab es noch ein paar... Alter, hier ist ein Herzschlag. Ah! Was ist? Der ist ja! Draufgegangen! Hey, der war draufgegangen! Der stand da! Ja, selbst schuld, sag mal. Also, denn hier ist falsch, oder was? Also, man kann hier durch den Lüftung schauen. Ich mach jetzt das Squid Game hier. Komm, ja, warte, ich komm auch. Warte auf mich, warte auf mich. Alter, da geht der einfach nochmal drauf. Das Ding ist, ne? Beim Squid Game ist es richtig schwierig, was man. Also, wie man es am besten da springen muss, ne? Da muss man. Okay. Wie ein Gott bin ich gesprungen! Hab's auch gerade gesehen, okay. Wie ein Gott bin ich und gesprungen. Warte mal, ist noch gar nicht vorbei. Ach lol! Hier ist der 8468. Code. 8468. 8468. Oh mein Gott, ich werde gerade falsch. Ey! Ey, was ist denn mit dir? Warte mal, 8468. Schon ist der wieder Code, ne? Draufgegangen. Wir müssen jetzt hier jetzt schuldest du mir langsam mal was. Gar nicht. Kann ich hier durchgehen? Nein, hier bei dem Raum mit den Leitern müssen wir das, glaube ich, eingeben, oder? Oh mein Gott, ich bin im Lüftungsschacht drin. Hier? Hä? Nee, das war eine Abkürzung. Oh mein Gott! Ja, ja. Der. Ich hatte doch gesagt, dass hier irgendwo... Warte, das war der Code 8468, ne? 8468. Wo muss man das denn eingeben? Muss ich denn lang? Ich such grad hier beim Labyrinth. Da! Da! Hier? Da steht Exit! Ha! Und hier ist der Code. Hau rein, Kaspar! Nein! 8468. Hey, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch! Na gut. Na gut, ich bin hier am Lüftungsschacht. Ich warte hier mit der letzten Ziffer. Einfach ganz hinten durchgehen. Ganz hinten durchgehen. 4, 6, 8, gib ein! Genau, jetzt bam! Und ich glaube als erstes! Ja! Nein, ich bin durchgelaufen. Oh, ist doch gar nicht vorbei. Was? Ey, sind doch Milchshakes umgekippt, ne? So Milchshakes. Ey, pass auf, warte mal, bleib kurz stehen. Was ist denn? Ab jetzt. Ja. Härteste Challenge. Okay. Wenn man jetzt drauf geht. Schuldet der andere dem anderen 500 Euro. Okay. Egal, was vorher war. Okay. Egal, was vorher war. Ah! Oh Gott, jetzt echt. Das denkst auch nur du, dass das passieren wird, ne? Bitte! Ey, komm, geh noch einmal drauf. Das ist der Checkpoint. Oh nein, ey, hier sind. Da unten die Donuts! Hier sind böse die Donuts schmelzen. Unter uns. Ja, die sind echt hier gerade am Schmelzen. Hier schön langlaufen, Kaspar. Nicht runterfallen, ich sag's nur, 500 Euro ist hier auf dem Spiel, ne? Ja, ich sag's ja nur, dass so du bis Geld, jetzt Alter. Geisteskrank viele Schulden hast. Oh Gott. Ja. Nein, du bist jetzt hier. Oh nein, das kennen wir doch. Oh. Alter, nein! Ja! 500 Euro habe ich gerade verloren, gut. Freunde. Dankeschön. Danke. Teilt das Video mit euren Freunden, bitte. Fürs nette Angebot von dir, ne? Oh Mann, ey, komm, mach Freundschaftsdeal draus. Nix da, gar nicht. Ich geb dir zwei Eis aus. Das war deine Idee. Ja, es war eine blöde Idee. So, und jetzt habe ich hier das Badge. Jawohl, ich bin entkommen. Oh Mann. Ah, ja. Ui. Na gut, ich gebe das nächste Mal Essen aus. Sehr gut. Hey, Kaspar, guck mal, wir sind zu Hause, zusammen. Oh mein Gott, was für ein cooles Bild hier an der Wand. Ich weiß. Oh. Hey. Hast du dich... Hey, wie sehe ich denn aus? Hast du dich in so ein Schwein verwandelt? Ja, ich bin jetzt ein Schwein. Ich weiß aber nicht, wieso. Warum bist du gerade ein Schwein geworden? Warte, wir sollen alle Münzen einsammeln, schnell. Okay, wie es nur geht. Nur 5 Sekunden Zeit. Hier oben ist auch noch eine. Okay, so. Und das Ding ist, einsammeln. Ey, ich kann nicht rausgehen. Wir können mich hier das ganze Haus erkunden. Auf einmal bin ich ein Schwein geworden. Was soll das? Ich weiß auch nicht, warum. Ah, hier sind auch noch voll viele Münzen in der Küche, sag mal. Voll viel übersehen hier. Wo denn? Guck dir mal mein Gesicht an, wie ich aussehe. Ich bin ein Schwein. Das bist du? Ach so. Ja. Du bist das Schweinchen. Ja, ich weiß aber nicht, wieso. Okay, hier ist der Spielplatz. Wir können anscheinend auf dem Spielplatz. Komm hier, wippen. Komm, geh rüber da. Oh mein Gott. Hui. Okay, warte, ich mach schneller. Ich mach schneller bei dir. Hey. Oh, okay, wolltest du jetzt wippen? Ich bin... Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh. Yeah. Okay, warte, den können wir auch noch hier. Ja. Und so da rein, denkst du? Oh mein Gott. Alter. Schneller. Mach schneller das Ding. Jemand schubst uns schneller. An, bitte. Schneller. Ja. Okay. Warte mal, können wir noch können aber auch schaukeln, ne? Hui. Lol. Hier ist Rufus. Drin? Rufus, stimmt. Someone has already selected to be a killer dog. Jemand hat schon versucht, der Hund zu werden? Ah.
Okay. Kinder essen! Das sieht ja ganz gut aus. Okay, komm, lass mal reingehen. Ja, anscheinend gibt's neues Essen oder so. Da. Oh, guck mal, was zu essen es gibt. Es gibt einfach Pizza. Ja, ja, ich hab das. Wo bist du denn? Ja, in der Küche, beim Essen. Hier gibt's doch das ganze, die ganze Pizza zu essen. Okay, 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 ich bin hier. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Pizza! Sieht richtig gut auch. Ich würde sagen, ab ins Bett, ne, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, bevor es jetzt hier noch dunkler wird. Okay. Oh, das sieht schon interessant aus hier, ja, ne? Die bringt ja kaum was, die Taschenlampe. Ein bisschen schon eigentlich. Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Okay, ich, so, ich geh jetzt mal hier das Bett oben. Ja, ich nehme das Bett unten. Ich werde auch hier ganz unten müde schon. Direkt beim Fernseher. Ich hab den besten, das beste Bett abbekommen. Und wo bist du? Du liegst im Mädchenbett. Hä? Gar nicht. Lag ich echt? Im Mädchenbett. Mit der pinken Bettwäsche. 3 Uhr nachts. Okay, das sieht natürlich... War hier irgendwas? Wo bist du? Ich keine Ahnung, ich bin wach geworden. Warum bist du wach? Ich bin auch gerade wach geworden. Ich hab was gehört. Du bist das Schwein sogar. Ey, Mann, wie sehe ich so aus? Wieso was? Weiß auch nicht. Wir müssen probieren, nicht zurück zu verwandeln oder sowas, ne? Ja, stimmt. Oder das Licht wieder anzumachen. Hast du was gehört gerade? Was denn? Ich hab nichts. Warte mal, was ist denn hier drin? Ich könnte schwören, da war irgendwas. Oh Gott! Was passiert da beim Fernseher jetzt? Da läuft da irgendwas. Da bin ich! Du rufst an! Ich ruf an? Das ist irgendwie... Oh, wow! Was? Wir werden reingezogen in den Fernseher! Von John Pork! Das heißt, ich bin John Pork? Du bist, glaube ich, John Pork, das Schwein. Ah, stimmt. Jetzt sind wir in deinem Haus... Da! Hä? Du hast einen Zwilling! Alter! Was ist das denn hier? Wieso gibt es uns jetzt zwei? Wer ist der richtige? Du siehst aus wie ich! Wer ist der echte John Pork? Na, wer ist der echte? Alter, wie sieht der genauso aus wie ich? Was soll das? Eins genauso aus wie du. Der hat doch dieselbe Kleidung an. Hör auf, sich zu sein! Und dasselbe komische Grinsen. Hör auf! Dieses passiv-aggressive Grinsen. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Hallo! Ja, ja, so ein Ding. Ich stimme was nicht. Also, was ist mit dem Licht? Was ist das? Der Strom. Hast du den Strom nicht bezahlt, Kaspar? Nee, war zu teuer. Ist der Generator schon wieder ausgegangen, oder was? Ich glaube schon. Ich glaube, du musst nochmal reingehen. Oh Gott! Guck mal Johnny an! Alter, Johnny! Oh, pass auf, John Pork! Johnny, lass mich in Ruhe! Er ist irre geworden! Aua! Der will ich holen! Nein, ich bin der echte John Pork! Nein, er sagt, ich mach dich zum Spanferkel! Hör auf! Nicht zum Spanferkel machen! Nein, ich bin nicht essbar! Ich bin nicht essbar! Okay, jetzt, ich bin... Oh, ey, nein, Bruder, ist nur hinter mir! Er ist hinter mir, genauso her. Ey, jetzt ist er schon wieder hinter mir. Alter, wieso er soll abhauen jetzt hier, John Pork. Wir sollen auf Timmy gehen! Johnny, hör auf damit, John Pork! Wir sollen auf Timmy! Oh Gott. Hat er Timmy geholt? Nein, oder? Ich glaube, der ist weg. Nee, er chillt da. Nee, du hast ihn eingefangen. Endfest. Jawoll. Haha, was hier? Oh Gott. Oh Gott, nein. Das ist bei dir, oder? Ey, Bro, er geht ja nur auf mich. Der mag mich, glaube ich, nicht. Natürlich mag der dich nicht, weil du ihn voll kopierst. Hä? Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin wieder im Haus beim Bild. Was? Warum? Ich bin wieder beim Haus beim Bild. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, sagt er. Okay, warte mal. Wow, jetzt bin ich wieder... Wo bist du? Was läuft denn jetzt gerade, Alter? Was ist das für eine verwunschene Welt? Bist auf einmal war ich wieder beim Haus. Nee, ich bin im Haus. Wieso bist du jetzt im Haus? Eigentlich hätte ich den Charakter gar nicht annehmen dürfen. Oh nein, ich komme hoch. Ich nicht. Ich bin doch wieder das Schwein. Ich komme nach oben. Oh Gott. Ich will als Schwein respawnen. Ich muss jetzt schnell zur Seite rutschen. Beeil dich, du hast noch 6 Sekunden Zeit. Oh Gott, ich beeil mich ja schon. Ich bin da. Okay. Alter, ich musste mich einfach zurücksetzen. Wieso auch immer. Die haben einfach dich dazu gezwungen, Robux auszugeben. Ist so, Alter, was sollte das? Alter, was geht ab? Ein hängendes Schwein. Und noch mehr Münzen für mich. Alle einsammeln, sehr gut. Hier ist eine Riesenbrücke. Was geht jetzt ab? Das ist voll der Unfall, guck mal. Ich sehe es gerade, wow. Polizei hat einen Unfall gebaut. Ja, was ist denn hier los? Doch, hier doch, Polizei. Oha. Ja. Alter, was ist denn hier passiert? Aber es sieht so aus, als könnten wir hier irgendwo weg abhauen. Aber wo ich glaube, lang? Hier in welchem Tunnel? Da. Nein. Oh nein. Deine beiden Zwillingsbrüder. Oh Gott, hast du einen Baseballschläger? Ich habe nämlich keinen. Wie du hast keinen. Du musst die alleine holen. Du musst die alleine holen. Wie soll ich das schaffen? Los, das schaffst du. Lass mich in Ruhe. Ich habe ja nichts. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Los, Timmy. Ich hab ja nichts. Alter! Ihr müsst die hauen. Alter! Bam, Schweineangriff! Da ist noch ein Schwein! Ey, das bin ich! Aua, das bin ich! Timmy, wo sollen wir hin? Oh nein, ich hab auch ein schlechtes Gefühl! Oh mein Gott, nein!
Die Brücke bricht zusammen. Die ist komplett zusammengebrochen. Hey. Okay, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy hin. Oh Gott. So, wir sind da die Obby Kings. Ist so, so, hier lang. Guck mal hier. Und zack. Timmy hat schon geschafft. Ich glaub, Timmy, ist ein bisschen, Alter, der hackt doch. Der hackt ist ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Aber du bist mir auch suspekt. Ja, ich weiß. Bro, das Ding ist, auf einmal stehe ich wieder, aber in meinem normalen Skin vor dem Bild. Dann habe ich mich zurückgesetzt und dann bin ich wieder das Schwein in der Scheune, Digga. Was ist das? Oh nein, wir sind... Alter, was ist denn da unter uns? Wo bin ich überhaupt? Ach doch, ich bin in dir drin. In mir. Ihhh. Ja, raus aus hier. Bin gefüllt mit Schwein. Ey, okay, aufhören. Wir müssen aufpassen, ne? Ach, das ist ein Aufzug, der fährt jetzt runter. Und wir müssen aufpassen wegen der Schredder. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, wohin? Die Lava kommt. Verdammt. Verdammt, in die Ecke hier, oder nicht? Ja, safe. Oh. Oh Gott, schnell. Ah. Hä? Jau. Nein, das ist falsch, glaube ich. Wie ist falsch? Ich glaube, es ist falsch, oder? So richtig. Sicher? Ja. Oh mein Gott. Wow. Oha. Alter, schnell. Pass auf, weiter. Du musst mitlaufen, ne? Ja, ich weiß. Oh Gott. Hier ganz vorsichtig, nichts berühren da vorne. Das ist alle Sachen sind sehr gefährlich. Auch so Lava-Wasserfall, ne? Ja, das auch. Ich glaube, jetzt geht's wieder nach oben. Musst du aufpassen. Jetzt, ach so. Jetzt werden wir gleich wieder nach oben gefahren. Okay. Okay, ausweichen. Oh, pass auf. Oh Gott. Hier sind überall diese Spikes. Ich sehe es gerade schon so. Aber easy. Gar nichts los mit Johnny Schwein. Johnny Pog. Du bist doch ein Imposter. Ja, wer Johnny Pogs Lüge? Hä? Wieso, aha, ich lüge gar nicht? Alter, warum ist er umgekippt? Der hatte, glaube ich, einen Schwächer. Halten Sie sich raus. Halten Sie sich raus. Guck mal hier. Zweimal. Hier sind so goldene Särge. Siehst du das? Alter, von Johnny Pogs Mumien oder was? Ja, was glaubst du, ist da unten? Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Und das bedeutet, dass wir da runterspringen, Kaspar. Nein! Oh, was? Krass, okay. Wie die aussieht. Das sieht echt richtig krass aus. Guck mal. Alter, ist das Treibsand? Oh mein Gott, was kommt da hinten? Ich hab ein bisschen Angst, dass da jetzt was Krasses ist. Ja, ich weiß. Das sieht auf jeden Fall auch sehr heftig aus. Oh Gott, ist das hier Treibsand oder was? Oh nein. Pass auf, ich gehe jetzt hier schön einmal. Über hier, ja, alles gut. Hier, vorsichtig rüber. So, zack. Also, das sind einfach so Äxte, die auch so rumschwingen, ne? Ah, was? Ja. Oh nein! Ey, gut, dass ich hab genau 30 Robux, Alter. Das reicht gerade so. Alter. Ey, du darfst jetzt aber nicht mehr draufgehen, ne? Oh nein. Alter, ich soll das in 10 Sekunden schaffen. Hallo? Ach so, falsche Richtung? Oh Gott. So, ich dachte, bin in die geschafft. Und noch mehr, oder was? Hä? Nee, alles gut. Da kommen jetzt die Kugeln von oben. Ich sehe das doch schon da hinten. Oh nein, ich sehe es auch schon kommen. Ich spüre Luft. Das kann sein, dass da oben der Ausgang ist. Jo. Ich hoffe, das geht gut aus. Oh Gott. Felsbrocken. Oh nein! Oh mein Gott, wir müssen die Maschine ausmachen! Schnell da oben, Timmy, komm mit! Schnell! Oh nein! Da kommen die Brocken! Oh mein Gott! Ich bin getroffen! Lass mich zurück! Bist du tot? Nein, ich bin aber nach ganz unten runtergerutscht! Okay, warte, jetzt hier schön. Oh Gott, ich werde zum Schweinebraten! Oh nein! Okay, ich hab's geschafft! Ich mach oben den Hebel nein, aus! Nein, mach aus, bitte! Ich mach aus! Mach doch aus! Alter, war das knapp gerade! Die Steine waren auf jeden Fall auch gegen Schweine. Die wollten Schweine nicht haben. Gar nicht. Ach. Locker jetzt den Kampf. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht gegen den echten Johnny Pork. Ja, das bin ich. Ich habe meinen Baseballschläger auf jeden Fall bereit. Und du? Ja, ich habe keinen. Ich muss einfach weglaufen von dem. Du musst ihn auch. Toll. Ja. Oh mein Gott, du hast recht gehabt. Der große Johnny Pork. Hä? Er hat mich direkt geholt. Hast du keinen Baseballschläger? Ich hab gar nichts, du musst es alleine machen. Das kann nicht sein jetzt. Oh mein Gott! Oh nein, schnell. Oh. Alter, du warst ganz schön spät dran gerade. Kann den Boss nur beschädigen, wenn er schwindelig ist. Oh, Lava steigt. Okay. Ey, dass ich auch kein Dings hab, Alter. Keinen Baseballschläger. Ja, das ist total uncool. Okay. Bist du schwindelig? Oder? Johnny ist. Oh nein. Oh nein! Spikes! Lauf weg, Kaspar! Oh, Timmy muss mal mithelfen. Sag mal, ist. Timmy hat auch einen Baseballschläger, ne? Ich weiß gar nicht, ob Timmy ein Spieler ist oder ob das ein Bot ist. Ich glaube, es ist ein Bot. Ja, das ist ein richtiger Timmy-Bot. Ist er schwindelig? Safe, oder? Ja. Digga. Nee, Vorsicht. Ach, verdammt, der hat eine kleine Armee Timmy! Jawoll! Oh mein Gott. Jawoll, Timmy, sehr gut. Holt ihn euch. Alter, wie viele denn noch? Ey, Bro, guck mal, die gehen gar nicht auf mich. Der greift mich gar nicht an. Weil du auch dein Freund bist. Ey, dem ist schwindelig. Oh nein, schnell. Los, Timmy, auch rauf. Los, Timmy. Hau ihn! Timmy! Hau ihn! Timmy, was machst denn du?
Timmy, gut, Alter, du Schlafmütze. Er hat doch immer noch ein bisschen Leben, aber Timmy hat nichts gemacht. Jetzt. Und ran da und hau ihn. Bam. Wie viel Schaden ich mache? Nee, Pork, sehr gut, du machst richtig gut Schaden, sehr schön. Alter, er hat noch 200 Leben. Komm, noch 10 mal drücken, 190. Los. Ja. Du haust ihn weg da, ja, na, nein. 90 Leben, einmal. Komm her, sag mal. Also wirklich. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das kann ich nicht glauben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist verbuggt. Nein, den kriegen wir jetzt. Okay, der will nur Timmy holen, dass Timmy einen Schwächeanfall bekommt. So, und Johnny Pork, nicht mit uns. Der hält an. Jetzt ran hier. Jawohl. Jetzt geschwindig, oder? Jawohl. Ja. Du hast sie betäubt. Ja. Alter, wie er da liegt. Ich hab ihn komplett geholt, Alter, den Evil Johnny Pork. Oh mein Gott, stimmt. In 1000 Teile zerteilt, sehr gut. Was hat denn der für einen Kopf? Das ist ein Roblox-Kopf. Wir haben es geschafft, oder? Also, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Haben wir Johnny Pork besiegt? Der lässt uns jetzt nach Hause gehen. Denkst du, du wirst dann zu Hause wieder normal in eine normale Person verwandelt? Oh, gute Frage, ich hoffe mal, ne? Aber weißt du, was ich auch noch frage? Was hat der Hund damit zu tun in diesem Hundehaus, in der Hundehütte? Keine Ahnung, das ist vielleicht doch mal eine andere Story. Oh, guck mal, hier können wir wieder nach Hause. Da, nimm den Anruf an. Jawohl! Oh Gott. Oh. Oh mein Gott, sollen wir annehmen oder ablehnen? Da. Nimm an, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber wie sollen wir sonst antworten? Okay, komm, annehmen. Wir müssen ja hier wieder raus aus dem Fernseher. Ist so, wie sollen wir sonst hier rauskommen? Ich denke eigentlich. Eigentlich müsste der uns jetzt zu Hause teleportieren. Ja. Ja, sieht gut aus. Vielleicht bist du danach wieder normal. Ich hoffe es mal. Weh, wenn nicht. Oh, ich bin jetzt gespannt. Mal gucken, die Spannung steigt. Ob Kasper wieder zu Kasper wird oder für immer Johnny Pork. Ihr habt mich zurück ins Leben geweckt. Nein, wir haben das schlechte Ende. Das schlechte Ende ist jetzt für immer im Gefängnis. Nein. Das ist auf jeden Fall gewesen, Freunde. Wir haben das schlechte Ende leider bekommen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mir das Video aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.